Ich drücke auf den Knopf. Ja, kannst auch drücken. Dann haben wir zumindest ziemlich gleich lange Aufnahmespuren. Ach, ihr habt gleich lange. Geekerigi auf der 69,9. Jetzt musste ich gerade an unseren verkackten Anfang denken von der 50er Folge mit Chris, so, wo wir geklatscht haben und ich mache hier die Ansage und er dann, ich glaube, das hat nicht funktioniert. Ja, und du fängst schon voll an. Das war so gut halt. Sau stark einfach. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 51 des Geekerigi Nerdy Talks. Mit dabei der Toni. Hallo, Ibims. Der Flo ist auch dabei. Und wie man es halt so macht, die Frau zum Schluss. Als letztes. Ja, genau. Genau. Die Nadine ist auch dabei. Ja, ist okay. Ich kann alles, was Männer auch können, auch zum Schluss drankommen. Genau, richtig. Und wir wollten uns nochmal kurz bedanken für die schöne Nummer 50 beim Chris. Er wird es nicht hören, weil, glaube ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Aber war eine tolle Folge, hat uns viel Spaß gemacht, kam auch gut an bei euch. Die etwas andere Folge. Genau, es war ein bisschen eine andere Folge. Der alternative Podcast. Ja, der große Community-Podcast. Ach ja. Wir sind gerade ein bisschen hier, wir waren gerade so schön im Flow, ne? Und jetzt sind wir so rausgerissen. Wir haben das Klatschen hat uns jetzt, hat uns rausgerissen. Ja. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall fast alle Schokolade aufgegessen mittlerweile, die uns da Dennis Ralf geschickt hat. Richtig. Das macht mich gerade noch traurig. Weil nichts mehr da ist oder weil ihr alles gefuttert habt? Na, Michael habe ja auch noch was abgeben. Ja, stimmt. Obwohl er uns keine von seinen selber gemachten Lebkuchen mehr. Ja, eben, der Sack. Wow. Weißt du, da postet er den ganzen Tag lang auf seinen ganzen Social-Media-Kanälen, postet er seine selber gemachten Lebkuchen und wie wir dann hier Comic-Reviews aufnehmen, bringt er keine mit halt, ne? Ja. Ich meine, was ein Scheiß halt. Echt, und du gibst denn auch noch Schokolade, Alter? Ich gebe ihm Schokolade, ja. Das ist ja sein gutes, das ist ja sein Anteil gewesen halt. Denn der steht ihm ja zu. Ja, und sein Anteil. Aber dafür hast du den Amazon-Gutschein behalten. Aber ich hab's versucht. Es war nur der Lehrer. Ich hab so, ja, dein Amazon-Gutschein ist da und da und dann nimmt sich's halt so. Und dann war es nur der Umschlag. Ja. Und irgendwie war die Karte rausgefallen. Keine Ahnung, aber war ein nice try. Leider aber du hättest ihm einfach einen Benutzten geben müssen. Leider hatte er in den Umschlag reingeguckt und... Apropos, was habt ihr euch gekauft, eure Amazon-Gutscheine vom Dennis? Sponsoren habe ich mir gekauft. Sponsoren? Ja, ich wollte die Sponsoren noch vorstellen, bevor ich die echt vergesse halt. Ja. Wir haben nämlich unsere Sponsoren am Start. unsere Patreon-Sponsoren. Dennis Reif, Bebo Rainey, Ape Jazz, Erlendis, Zion und Lex the Pharaoh. Wow, das sind so viele. Ist Sponsoren kaufen das gleiche wie Klicks und Likes und Follower kaufen? Was? Sponsoren kaufen. Ach, Sponsoren kaufen? Ja, aber nee, ich will ja keine Sponsoren kaufen. Das wäre, das geht ja genau ins Gegenteil. Da gebe ich ja Geld für die Leute aus. Ja, eben. Du gibst Geld dafür aus, dass die dir Geld geben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist total super, ey. Aber wo wir beim Geld ausgeben sind, heute ist Black Friday, wenn wir diese Folge aufnehmen. Toni. Ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Ach so, ja, 15 Euro Amazon-Gutschein ist bei mir draufgegangen für natürlich ein Shirt halt, weil ich ein Shirt-Suchti bin. Ja. Ich habe mir was ganz Tolles gekauft, weil ich ja immer so eiskalte Füße habe, habe ich mir so Hausschuhe gekauft, wo innen drin so Dinkel oder sowas ist und die kann man in die Mikrowelle tun und dann die direkt anziehen. Dann und dann anzünden. Warme, genau, so wie das Popcorn. Genau. Einfach die gehen auch in Flammen auf. Ja, das ist ja bei so... Bei so Körner-Sachen, weil ich habe ja auch Körnerkissen hier und das benutze ich auch immer, muss man ja immer mal, da musst du ja, wenn du es in die Mikrowelle stellst und warm machst, musst du Tasse mit Wasser reinstellen, sonst explodieren die wirklich. Nadine, machst du das auch? Nie. Nee. Okay. Die sind bald kaputt. Kommt, glaube ich, davon, was für Körner das sind, oder? Ob es Kirschkern oder Dingel oder irgendwas ist. Alles das Gleiche. So Körnerkissen ist immer... Musst du immer wegen Wasser mit Neid oder mit die Flüssigkeit sinken, sonst brennt das. Steht aber bei den Schuhen nicht dabei. Tja, das weiß man, glaube ich, einfach. Deswegen brennt bei uns immer die Mikrowelle. Ja, immer. Ihr habt schon die 12. Mikrowelle. Ja, aber die 3.
Aber die zweite war nicht, weil ich sie abgefackelt habe. Nur die, die wir jetzt haben, habe ich mal gekauft, weil ich die letzte davor abgefackelt habe. Genau. Toni, was hast du mit deinen 15 Euro gemacht? Ich muss euch echt sagen, ich weiß es gar nicht. Ich habe den Gutscheincode eingegeben und dann habe ich es halt drauf, habe ich halt mein Guthaben aufgeladen und habe ich mir irgendwann halt was gekauft. Ich müsste halt jetzt in meiner Chronik nachgucken. Aber ich kaufe eh so krass viel auf Amazon. Das ist wahrscheinlich. Musst jetzt nicht extra machen. Ja, aber Black Friday, Leute, was geht? Was geht mit Black Friday? Was kauft ihr? Weihnachtsgeschenke. Ich finde, das Black Friday-Ding ist gar nichts Besonderes, weil du hattest ja jetzt schon 3 Wochen im Voraus Angebote über Prime. Eben. Du hast der ständig. Flo lacht schon ganz irre. Du hast die ganze Zeit eingekauft. Ich habe hier Weihnachtsgeschenke. Ich habe heute für Nadine gekauft. Für Nadine Weihnachtsgeschenke. So, also extra Mehrzahl. Mal, was ist es denn? Extra Mehrzahl. Ich habe ganz viel gekauft. Und ich hoffe tatsächlich, dass das gut wird, weil ich. Ich auch. Ich weiß es nicht. Der Flo hat mir noch nie was Schlechtes geschenkt. Nee, das Ding ist selber auch nicht schlecht, aber ich bin darauf angewiesen, dass andere, dass ein anderer in der Hinsicht gute Arbeit macht halt. Und dann ist es immer so eine Sache so. Okay. Ist halt der Geschenk. Klingt ja spannend. Schwierig. Und dann habe ich mir noch 3 Jerseys rausgelassen aus dem NFL Europe Shop. Witz. Achso, NFL Europe Shop. Ja, wahrscheinlich einmal Mike Evans, Tom Brady und Godwin, Tim Brady. Oder Gronkowski. Oder, weißt du, warum ich das gerade gesagt habe? Weil ich gesagt habe zu ihm, ey, du darfst jetzt nichts mehr kaufen, ohne mich vorher zu fragen. Richtig. Weil er sich dann nämlich immer die Sachen kauft, die ich ihm schenken will zu Weihnachten. Ich habe da so ein Scheißtalent dafür. Ja, der hat einen echten Scheißtalent dafür. Und deshalb sage ich, jetzt wird nichts mehr gekauft, ohne mir zu sagen, was. Vorher. Obwohl man gerade sagen muss, die Jerseys sind echt 25% runtergesetzt, was normalerweise ein Huni kostet oder 109 Euro kostet gerade 75. Und das ist tatsächlich eine Überlegung wert halt einfach. Ne? Und das Problem ist halt auch, wenn er mich fragt und ich sag dann nein, du darfst nicht kaufen, dann weiß er ja auch wieder, dass es das ist. Ja. Deshalb darf ich einfach gar nichts mehr kaufen bis Weihnachten. Ja. Dieses Spiel kannst du nicht gewinnen, Nadine. Nee. Es ist nicht möglich, ihn zu überraschen, ohne Scheiß. Ich glaube, die letzten 10 Jahre war es immer so, dass ich ihm vorher sagen musste, was es ist, weil er sich sonst selber kann. Den Patriots-Pullover wusste ich ja vorher auch nicht, zum Beispiel. Patriots-Pullover? Ja, den verbrennen wir jetzt, weil es ist ja jetzt... Sind ja jetzt Moment, das hat damit nichts zu tun. Es sind ja jetzt nur noch Bandwagon. Sind jetzt die Feinde, sind das jetzt die Feinde. Nein, Patriots immer noch hier. So. Fahne hoch für Patriots. Für Patriots. Genau, Fahne hoch für die Patriots. Sowieso die Fahnen hoch, na klar. Fahne hoch für die Patriots. Das ist tatsächlich ja so, ich bin ja Europäer und bei mir ist es so, ich bin erstmal im Allgemeinen, um das mal zu erklären halt, weil es gibt verschiedene Ansichten, gerade was Football angeht und in der Community, wenn man da unterwegs ist, merkt man das ganz schnell. Es gibt so verschiedene Arten von Fans. Es gibt so diese typischen Hardcore-Fans, die mal bei einem Spiel waren, die mal in Amerika waren, die mal durch Freunde irgendwie also reingezogen wurden halt ins Football und dann, also habe ich schon ganz oft gelesen so, ja, wir haben Verwandte hier in, keine Ahnung, South Carolina und dann waren wir immer bei den Jags, haben uns die Spiele angesehen, seitdem bin ich Jags-Fan. Dann sage ich, okay, verstehe ich als, ne, verstehe ich. Ja. Arbeitskollegin hat von mir erzählt, oh krass, das ist ja eine Buccaneers-Mütze. Dann sage ich, ja schon, warum? Ja, wir waren früher bei unseren Verwandten immer in Amerika und dann haben die uns immer aufs Spiel eingeladen zu den Buccaneers. Und sage ich, okay, alles, das sind so Sachen, okay, das verstehe ich, dass man dann Fan von der Mannschaft ist, weil man einfach eine ganz andere Verbindung hat. Ja, ne? Aber du hast ja sonst keinen Bezug dazu. Aber ich als Europäer habe halt überhaupt, also ich zum Beispiel war noch nie irgendwie in Amerika oder geschweige denn, habe mir für Tausende von Dollar ein Ticket gekauft für so ein Spiel halt, ne? Und habe deswegen auch keinen Bezug zu irgendwelcher Mannschaften. Mein Bezug war damals halt einfach zu den Patriots durch Sebastian Vollmer, weil das so mit einer der ersten Deutschen war, der halt da drüben gespielt hat. Ne? Und somit ist man da dazugekommen und hat halt dann eigentlich nicht wirklich für die Mannschaft, sondern für den Menschen halt, ne? So, da ist man also eher Fan einer Person halt, Personenfan. Und natürlich dann auch irgendwann für Tom Brady. Ich meine, der Typ ist 42 und spielt immer noch, ne? Und was ist los mit euch? Ich habe versucht, nebenher mit Toni auszumachen, weil wir ein bisschen so abgebrochen rüberkommt immer. Aber rede ruhig weiter. Okay. Weil Toni, dachte ich gerade, er ist eingefroren und dann zerrt er sich doch wieder. Nein, ich habe mit ihm jetzt geschrieben, weil sein Mikro immer so. Aber jetzt müssen wir es doch sagen, Toni. Du kommst schon aber abgebrochen rüber hier.
Ja, aber nur bei uns, nicht bei den Leuten halt. Ja, ja, von daher haben wir nicht das Problem. Ja, und deswegen bin ich persönlich bin eher ein Personenfan halt. Zum Beispiel jetzt bei den Patriots spielt Jakob Johnson, der ist aus Stuttgart, von den Scorpions. Mhm. Das ist natürlich wieder so eine Verbindung, wo ich sage, das finde ich geil. Dass da wieder ein Deutscher spielt beim Washington Football Team, ist gerade David Bader, der ist aus München. Der ist im Practice Squad. Der ist ja im Practice Squad, klar, ja. Aber wenn der mal dazukommt, dann würde ich auch sagen, da gucke ich mir auch viel mehr Spiele, wo er dabei ist, an. Oder hier der Eberle, der ist gerade Kicker bei den Raiders, Las Vegas Raiders. Das sind halt lauter so Dinge, die verbinden mich halt dann eher. Mhm. Aber ich bin auch eher auch so ein Allgemein-Football-Fan. Ich schaue mir auch viele Spiele an, nicht nur von einer Mannschaft. Mhm. Und bei Brady und Gronk ist es halt zum Beispiel so, die zwei Typen sind einfach cool, wenn die zusammen spielen und das gefällt mir und deswegen schaue ich mir die Buccaneers an. Und der Gronk macht halt coole Let's Plays. Und der Gronk macht coole Let's Plays, genau. Und dann verfalle ich halt, da verfalle ich halt so ein bisschen in so einen Bandwagon-Modus und dann brauche ich immer Mützen und Shirts. Von und allen dafür. Ja. Aber ist mir egal halt, weil ich feiere einfach den Football als Sport im Allgemeinen. Ich finde das halt einfach cool. Außer die Eagles, da lache ich den Film immer ein bisschen aus. Aber eigentlich ist es auch traurig, weil die Eagles sind. Das ist echt traurig. Sollen wir im Discord einen Football-Quatsch-Kanal für euch aufmachen? Ja, schreibt mal in die Kommentare. Genau, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen Football-Kanal wollt. Ja, nur für euch zwei, das reicht ja schon. Für Phil. Genau, für Toni, Phil und mich. Wir fragen uns einfach gegenseitig und dann machen wir das. Genau, dann machen wir das klar. Genau. Könnt ihr ja einrichten jederzeit. Ja. Ach, dürfen wir das? Okay. Ja, ich erlaube es euch. Danke. Solange wir im Podcast das weglassen, können wir ruhig. Das wollte ich damit durch die Blume sagen halt, aber ihr habt es nicht so ganz. Das war so klar, ey. Ja, ja. Aber das ist halt so die Sache, wo ich halt Football viel, viel geiler finde, halt auch als andere Sportarten. Also Fußball kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen. Fußball finde ich einfach nur stumpf. Aber ich muss ja sagen, dass ich dieses. Sag Abonnentenzahlenrunde vom Podcast. Hate. Ich muss aber sagen, dass ich dieses Rivalitäten-Ding eh total furchtbar finde. Und das ist gerade beim Fußball ist das echt krass. Dann, ja. Aber ich weiß nicht, man kriegt es halt in Amerika nicht mit. Vielleicht ist es da auch heftig. Ich weiß nur beim Phil, dass es halt bei den Eagles und den Cowboys echt heftig ist. Ja, das nicht ist nur, wirklich das gibt krass. Auch andere. Das ist, Pets und Dolphins Jets. Ist auch krass. Nee. Pets und Jets. Patriots und Jets ist purer Hass eigentlich. Aber ich kann das halt nicht nachvollziehen, weil ich eben nicht so involviert bin in der ganzen Sache und nicht den Bezug habe. Und da finde ich es manchmal immer lustig, wenn ich halt in deutschen Gruppen dann immer so diesen, ich sag jetzt mal, Patriotismus zu einer Mannschaft hin einfach immer so mitkriege. So, du kannst nur eine Mannschaft toll finden, sonst bist du kein wahrer Fan, bla bla bla. Und dann sag ich mir, Alter, das kannst du vielleicht sagen, wenn du dort geboren bist und dort mit aufgewachsen bist. Dann kannst du es vielleicht eher sagen, aber doch nicht einfach so halt. Naja, ich finde schon, dass man vielleicht ein bisschen loyal einer Mannschaft gegenüber sein kann und sollte und nicht ständig bei der Mannschaft, die halt jetzt gerade einen Super Bowl gewonnen hat, ja, da bin ich jetzt Fan von, weil da bist du nicht Fan, finde ich. Du bist halt, dir gefällt halt, also ich zum Beispiel, Nadine verdreht schon wieder die Augen, super, ja. Wir ziehen das jetzt einfach stundenlang durch, ist mir scheißegal. Der Football-Podcast, schreibe ich in den Titel. Große Football-Podcast. Ich bin Panthers-Fan, aber ich schaue auch die ganzen anderen Mannschaften an, weil die einfach auch einen geilen Football spielen. Aber trotzdem bin ich halt trotzdem Panthers-Fan und freue mich über jedes Spiel der Mannschaft und jeden Sieg und keine Ahnung. Ja, so ist das eben. Und da sieht es halt jeder ein bisschen anders und macht es halt anders und verhält sich halt dadurch anders. Und wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach so, NFL Europe Shop und Black Friday, genau. So genau. Black Friday, Cyber Monday, Privatinsolvenz Tuesday. Ja, Toni, wie war deine Woche? Erzähl. Anstrengend. Und eure? Ich habe meine Arbeit so ein bisschen durchgepimmelt, sage ich mal, und dann jetzt haben wir Urlaub. Ich habe die Woche schon Urlaub gehabt. Du hast die ganze Woche schon Urlaub gehabt. Außer heute, da musste ich noch mit meinem Kollege tauschen, weil der dringend Urlaub gebraucht hat. Richtig. Aber ansonsten hatte ich die Woche schon Urlaub und habe nächste Woche auch. Weil, man muss ja auch sagen, jetzt dieses Wochenende wäre eigentlich... Wo wären wir? Auf der Comic-Con in Stuttgart. So sieht's aus. Die ist digital. Die ist digital, richtig. Ja, wow. Könnt ihr auf dem Twitch-Kanal gucken. Ich habe eine Presse-E-Mail bekommen. Das ist leider nicht dasselbe. Ja, ich weiß. Aber da haben sie auch keine große Werbung für gemacht. Ne? Also ich habe tatsächlich nur auf unseren Presse-Account eine E-Mail von der Messe direkt bekommen und das war's. Habe ich auch gekriegt. Ich habe nur eine E-Mail gekriegt, aber sonst keinerlei Werbung auf Instagram oder so. Doch, Instagram.
Ich stimmt echt? Jetzt gerade, wo wir es drüber haben. Ja, ich habe immer diesen Ding gesehen, diesen Werbebanner von der Comic-Con. Also da kann man nichts sagen. Ich habe auch so E-Mails gekriegt, Newsletter irgendwie. Das und war so richtig. Heute so ein Black Friday-Sale mit Tickets und so. Genau, also die haben schon Werbung gefahren, so ist es nicht. Also haben sie schon gemacht. Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Uninteressant eigentlich. Ja, es ist schwierig. Wie geht's euch da draußen? Wie waren denn für euch, wie war das Jahr für euch mit den ganzen Buchmessen online und sowas? Ich meine, es ist ja auch mal interessant nachzufragen, weil es gab ja keinerlei Messen oder Cons. Mhm. Und doch zwei oder so. Also, warte mal, die in Berlin oder welche? Ja, irgendeine so kommt noch, ne, im Dezember. Konnichiwa, echt? Manga-Dingsbums war. Die Comic-Con in Berlin. Ja, ich weiß nicht. Ja, wie die heißt irgendwie. Corona Konnichiwa. Nein, die heißt doch irgendwie so, keine Ahnung, nicht Konnichiwa, die heißt halt irgendwie. Konnichi heißt die. Nein, die heißt irgendwas mit. Kombucha. Nein, die heißt doch nicht Konnichi, die heißt irgendwie. Konnichi, ja, ist aber gar nicht mal so dumm eigentlich. Nein, ja, aber so heißt sie nicht. Die heißt irgendwie anders. Halt irgend so eine Manga-Con, keine Ahnung. Die heißt nicht Konnichi. Die Manga-Con. Jetzt gibt es bei Google Konnichi ein. Ja, das ist die. Nein, das ist Konnichi 2020. Nein, das wäre die aber gewesen. Ja, das ist diese große, nicht. Deutschlands nein, größte Veranstaltung, nicht, was Manga und sowas angeht. Oh, ist super. Die, was ich genau unser ist Ding, egal, oder? Brauchen wir jetzt nicht rummachen. Ups. Ist ja egal, vielleicht fällt es mir noch ein. Auf jeden Fall. Kommt halt, ich finde, auch drauf an, warum man da hingeht. Also bei mir ist halt einfach das Cosplay und vor allem Punkt 1, Treffen mit Leuten halt. Und das funktioniert halt über Twitch leider nicht. Mhm. Ne? Das ist halt so die Sache. Ich meine, wenn andere Leute sich halt für die Panels mehr interessieren und ich weiß gar nicht, die würden wahrscheinlich auch irgendwie welche Promis oder so im Stream haben und so, dann ist das natürlich gut zu ersetzen, mehr oder weniger. Wobei dann halt auch wieder ist, du siehst die Promis nicht live halt, ne? Auch für die ganzen Unterschriftensammler und Bildmacher mit Promis ist das auch ganz schön hart. Ja, genau. Die Welt, die wir nicht verstehen. Das ist halt alles nicht so einfach, ne? Muss man schon dazu sagen. Stuttgart hat es halt jetzt so gemacht, dass sie gesagt haben, sie wollen trotzdem das online machen und durchziehen, was ich okay finde. Es ist halt trotzdem für die Leute, die halt was sehen möchten, sag ich mal, es ist ja trotzdem was Schönes vielleicht, ne? Auch wenn es natürlich nicht dasselbe ist. Ich würde mal sagen, ich mein, so gefühlt sind es 10% von dem, was die echte Con dir bieten würde. Schon halt, ne? Klar. Also du hast vielleicht irgendwelche Workshops oder so oder Lesungen oder was weiß ich und bestimmt gibt es auch einen Cosplay-Contest wieder und so und ja, aber es ist halt, also für mich, mich interessiert es ehrlich gesagt gar nicht. Ja, aber du kannst ja nicht für alle sprechen. Nadine. Nein, ich sage ja, mich interessiert es nicht, mich persönlich. Ja, ich schaue gerade auch so ein bisschen durch hier. Wir haben hier tatsächlich Comic-Künstler-Panel, also 14:30 bis 15:30 sind ein paar dabei. Dann hast du Comics und Bier Doppelbock Comic-Con Special mit Steffen Volkmar und Dr. Rebecca H. Ja, die machen da schon was, aber das ist halt dann alles online und ich verstehe schon, wenn man da sagt, so, es ist halt. Das Feeling kommt natürlich überhaupt gar nicht halt, ne? Ja. Großes Synchronsprecher, was lachst du denn jetzt? Ich muss gerade. Alter, jedes Mal, wenn du Steffen Volkmar sagst, muss ich an dein. Wie du mir erzählt hast, wie du die E-Mail geschrieben hast. Kurzes Insight, ich habe damals, damit ihr auch mitlachen könnt, ich habe damals für diese Comic-Con jetzt hatte ich einen Steffen Volkmar, das ist der PR-Mann von Panini. Genau. Den hatte ich angeschrieben und hatte aber dann einen Dreher reinbekommen, also nicht in die E-Mail, die hat gestimmt, aber ich hatte dann nicht Servus Steffen geschrieben, sondern Servus Volker. Und hatte eine Anfrage geschickt, mit wie es aussieht, ob wir ein Interview am Panini-Stand mit ihm machen können, um ein bisschen labern und so, hat er gesagt, ja, klar, können wir gerne machen, habe ich voll Bock drauf, aber nur, wenn du mich vor der Kamera nicht Volker nennst. Das wäre aber so gut gewesen, hättest du einen Volker genannt. Wir hätten es aber gemacht, ich hätte Volker mit eingebaut, ganz bestimmt sogar, aber egal. Ja, das wäre ganz cool. Ja, schade, es ist alles sehr schade. Ich meine, aber ich muss jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie den Namen höre oder sehe, weil ich ja immer auch die Panini-Show auf YouTube gucke, muss ich halt immer sofort lachen. Ich weiß nicht, krieg das nicht raus. Ja, sie haben sogar ein Synchron-Megapanel der deutschen Stimmen von Doug Heffernan, Arthur Spooner, Deacon Palmer. Cool.
Sehr geil. Ja, es wird einiges geboten. Also ich denke, es lohnt sich definitiv da auch reinzugucken. Ne? So ist es ja nicht. Aber ich kann es euch jetzt schon sagen, ich weiß jetzt schon genau, dass ich es nicht gucken werde, weil ich es vergesse. Ja, und ich bin ja, auch nicht so ein Streamgucker halt einfach. Ja, doch, Streamgucker bin ich schon. Also wenn ich jetzt nicht. Football, Bromance denke und sowas. Ja, aber das wird doch was anderes. Ja, aber halt. Du guckst es nebenher und spielst irgendwas ja, daneben. Richtig. Das ist halt na klar. Das ist, ne? Was ist es dann? Ja. Ja, kannst du danach erzählen, was da war? Ja, also fast. Ja, ja, aber jetzt habe ich gerade zum Beispiel, bevor wir jetzt mit dem Podcast hier angefangen hatten, habe ich jetzt auch nur geguckt halt. Habe ich ja nicht gespielt. Mhm. Ja. Okay. Also es war sehr interessant. Neueste Folge, Football Bromance, Leute. Zieht's aber das ja, Ding ist halt, ich setze mich halt nicht vor den PC und schaue da stundenlang was an. Also wenn, ja. Dann müsste ich das ja. Auf dem Fernseher schauen. Ja. Aber du kannst auch Twitch schon. Streamen auf dem Fernseher. Ja, ja, kann man schon. Mit einem Fire TV Stick. Ach ja, macht man es dann, ich weiß nicht. Das ist halt das, wieder nee, macht man es dann, weil dann hockt man vom Fernseher, dann guckt man, okay, neueste Folge Mandalorian müssen wir noch schauen, Discovery müssen wir noch schauen, dann schauen wir noch was anderes. Und dann, weißt du, es ist nicht böse gemeint, wenn ich das so sage, aber ich vergesse das halt einfach. Ja, ich auch. Es hat in meinem Kopf nicht diese krasse Priorität, dass ich es mir ganz oben in meiner Kopfhaut einritze. Ja, und ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich mich frage, okay, was jetzt hätte ich Zeit, irgendwas anzugucken, dann gucke ich halt doch das an, was für mich im ersten Moment interessanter ist, und es wäre einfach jetzt Mandalorian. Ganz klar. Ja. Weil ich halt einfach scheiße gehypt bin. Aber schreibt uns doch mal, liebe Zuhörer, in die Kommentare, ob ihr solche Streams anschaut von den ganzen Cons und Messen, die dieses Jahr waren. Schaut ihr euch das an? Ich glaube, ich habe mir dieses Jahr keine einzige Online-Messe doch. Angesehen. Ich auch nicht. Hast welche du dir denn nicht dieses DC-Fandom angeguckt? Ah, oh, okay, Lügenmaul. Ja, Lüge. Ich habe aufgepasst. Das war der Lügenflo. Hattest du wieder dein Lügengesicht auf? Mhm. Doch, stimmt, diese DC-Dinge, aber Alter, das waren 3 Stunden oder so. Ja, also länger habe ich es dann nicht. Das ist ganze Con gewesen oder so. Und das ist halt auch wieder so die Geschichte. Das Einzige, wo ich tatsächlich im Stream immer geguckt habe, wo ich auch wirklich dran geblieben bin, für ein paar Tage, ist die BlizzCon. Ja. Das ist auch das Einzige, was seltsam, ich seltsam, oder? Was, warum? 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 Keine Ahnung. Warum, BlizzCon warum? War ich immer dran. BlizzCon habe ich mir immer angeguckt. Ich, fast jedes nie. Panel. Vielleicht, weil man das schon kennt halt. Weil das schon immer als Stream war. Seltsam. Für uns. Wir wirklich waren seltsam. Ja nie wirklich auf der BlizzCon, sondern haben es schon immer nur als Stream geschaut. Hm. Das ist ja, was anderes. Ja, kann schon sein. Naja, ey, kommen wir mal zu Kommentaren kommentieren, oder? Jupp. Kommentare kommentieren. Kommentare kommentieren. Kommentare kommentieren. Kommentare kommentieren. Okay. Wir haben das war der Einspieler. Alter, wir haben gar nicht so viele Kommentare diesmal. Das schneide ich raus. Weil es war halt ein anderer Podcast als sonst. Hm. Und da weiß gar nicht, ob die Leute da so viel mitreden konnten. Aber wir freuen uns natürlich auch einfach so über Feedback. Und das hat die Cinemonster wieder gemacht. Genau. Die hat nämlich geschrieben, ausnahmsweise habe ich mal keinen langen Kommentar abzugeben. Hauptsächlich, weil es diesmal mehr Real Talk als Nerd Talk war. Wie immer habe ich mich aber wunderbar unterhalten gefühlt. Danke wieder für eine tolle neue Folge. Hey, das wäre was für Patreon. Giggeriggy, der Real Talk. Oh Gott. Dann haben wir einen sehr langen Kommentar von Caro Schulz. Die hat sich nämlich dann auf Folge 49 mehr bezogen. Halt. Also ach, stimmt, genau, da war aber was. Das ist ja eine neue Kommentatorin, oder? Ja. Die hat noch nichts kommentiert. Ist das nur die Elendis? Ist Elendis, glaube ich. Ja, vom, ach so. Vom, hallo Elendis, kleine Bärchen. Hashtag unbegrüßt. Unbegründet. Alter. Was, unbegrüßt? Was? Was redet ihr zwei? Ich vermute das jetzt nur aufgrund vom Profilbild, aber es kann natürlich auch sein, dass jemand ganz anders ist. Ach so, Cinnamonster ist kleine Bärchen. Hups. Ja, eben, er hat mich jetzt. Boah, der große Community-Podcast.
Okay, ich fange jetzt mal an. Sorry. Eigentlich wollte ich schon zur Halloween-Folge ein Feedback schreiben, aber wie das immer so ist, nach der Schicht die Ruhe dafür zu finden, wird immer schwieriger. Es ist auch nicht böse gemeint, wenn ich mich mal nicht melde. Ja, das wissen wir doch. Doch. Aber wie Flo schon einmal sagte, ich bin Baujahr 86, muss die ältere Generation im Internet auch nicht immer zu allem ihren Senf dazugeben, wenn es nichts Großartiges zu sagen gibt und alles Tutti ist. Ihr seid immer toll und ich höre euch einfach so gerne zu. Ach, danke. Wenn es okay ist, würde ich gerne noch, aber natürlich ist es okay, jemanden grüßen. Noch ein bisschen was zur Halloween-Folge sagen. So, also Folge 49 ja. war das. Horrorfilme der Jugendkindheit. Da muss ich als prägenden Film auch Blair Witch und Saw sagen. Ich bin genau in der Zeit, wo Saw rauskam, 18 geworden und habe mit meinem damaligen Freundeskreis immer freitagsabends einen Ausflug in die Videothek, Ausrufezeichen, gemacht und haben uns die neuesten Slasher auf DVD ausgeliehen. Slasher. Dass die Filme immer in der 18er-Sektion der Videothek standen, war auch immer eine Quelle unserer jugendlichen Albernheit. Und Krass. Dann im Wohnkeller von meinen Eltern, wo mein Fernseher stand, bei gedämpftem Licht angeschaut. Hostel, The Hills Have Eyes, Haus der tausend Leichen, Armee der Finsternis, Hellraiser, die ganzen japanischen und koreanischen Filme wie Tales of Two Sisters, The Ring und The Grudge haben mich sehr geprägt. Bei The Ring, dem Remake im Kino, hatte ich so unglaublich Angst, weil die ganze Atmosphäre und vor allem die Musik einiges zum Horror beigetragen hat. Aber auch die Tim Burton-Filme standen als Unterhaltung sehr hoch im Kurs, unter anderem auch Beetlejuice, den ich mir auch heute noch gerne anschaue. Die Addams Family liebe ich abgöttisch und bin ein riesiger Fan der Filme aus den 90ern mit Christina Ricci als Wednesday und Angelica Houston. Ich liebe diese Frau. Tja. Hexen, Hexen, wo Angelica Houston die Oberhexe spielt, war übrigens mein Horrorerlebnis als Kind. Ja, nicht nur deins. Dass man Kinder in Gemälde einsperrt und sie sich dann darin bewegen und altern, machte mir jahrelang eine irre Angst. Krass. Das ist übel. Was mich in der letzten Zeit auf jeden Fall sehr verängstigt hat, ist die Netflix-Serie Marianne. So viel Schiss hatte ich lange nicht mehr. Okay, sagt die mir werden komisch, nicht schauen. Nein, das sagt mir hab gar nichts. Auch nicht ich will es auch nicht wissen. Marianne. Zu Marianne. Zu Wednesday Addams gab es vor ein paar Jahren übrigens eine inoffizielle YouTube-Serie, die mit kurzen Videos zum Beispiel erzählt hat, wie Wednesday auf Männer reagiert, die ihr auf der Straße hinterher pfeifen. Okay. Leider wurde der ganze Kanal von der Schauspielerin wegen Rechtsstreitigkeiten mit den offiziellen Lizenznehmern von der Addams Family gelöscht. Glaube okay. Wow. So oder so freue ich mich total auf das Remake der Serie. Übrigens ist ja nicht nur zu Uncharted, Alter, eine Verfilmung geplant, ja. sondern auch zu dem Videospiel-Franchise The Last of Us, und zwar von HBO. Der Trailer sieht einfach genial aus und Nikolai Coster-Waldau, in Klammern Jamie aus Game of Thrones, spielt die Hauptrolle. Da ich die Spiele liebe, freue ich mich darauf besonders. Hier der Link zum Trailer. Oh Gott, ich habe den wir uns jetzt alle anschauen. Live. Shame, ich habe den noch gar nicht. Ich hab The Last of Us auch nie gespielt. Ich auch nicht. Weil es immer so teuer war. Ich bin da raus. Gibt's auch nicht für den PC. Doch. Gibt's das jetzt für den PC? Oder? Das ist ein PS4-Exklusivtitel, aber das muss nichts heißen. Ah, das war nur PlayStation oder so. Ja, okay. PS4-Titel und wir haben keine PS4. Ja, okay. Ja, deswegen hast du es nie gespielt. Ja, okay. PS3 und PS4. Ah, 3 auch? Okay. Ja, weil ich glaube, 1 und 2 kamen für die PS3 und 3 und 4 für die PS4. Okay. Oh Gott, das ist voll verwirrend. 3 und 4 für die 4. Ich muss jetzt bei Jamie Coster-Waldau immer an dieses scheiß Panel denken. 2018 auf der Stuttgarter Comic-Con, wo irgend so eine Frau aus Stuttgart heran ihm so eine Landkarte gegeben hat, um ihm zu zeigen, dass es in Stuttgart ein Gebiet gibt, das Waldau heißt. Ja, und ob er. Und dann hat sie ihn gefragt, ob er da eine Ahnung von hat, ob das was mit ihm zu tun das hat. Das war so cringe. Ja, ich meine, ja klar weiß er, was das ist und was es da mit ihm zu tun hat. Ja. Ich meine, what the fuck? Oh Gott, das war so cringy. Das war echt cringy, ja. Ja, naja. Zu der aktuellen Folge wieder sehr schön, dass ihr nicht streng die ganze Zeit zu einem Plan gefolgt seid. So blieb immer genug Raum, sich mit Themen zu beschäftigen, die nicht unbedingt nerdig sind, aber trotzdem einen Einfluss auf uns haben. Aha. Wie die Kunst ist keine Arbeit-Debatte und die gesellschaftliche Anerkennung von Selbstständigen.
Vor ein paar Jahren hatte eine Freundin und ich auch schon einen fertigen Businessplan. Und obwohl wir gelernte Kaufleute und meine Freundin Buchhalterin ist, wollte uns die Bank nur gegen horrende Sicherheiten einen Kredit geben. Im Endeffekt ist es dann an meiner Feigheit gescheitert, weil mir das Risiko, dass was schief geht, doch zu hoch war. Und absolut wir sehr viel Kapital für Miete, Kaufen und von Waren etc. gebraucht hätten. Deutschland ist ein sehr Gründer- und selbstständigenfeindliches Land und dadurch entsteht hier auch einfach zu wenig innovative Ideen, Firmen, die diese hohe Hürden schaffen. Ja. Darf ich kurz reingrätschen? Flo, du wolltest aber was sagen. Sein Thema, ne? Ich habe nur gesagt, Toni meldet sich. Ach so. Ja, das ist halt das Ding. Du bist im Berufsleben drin und hast so viele Verpflichtungen, die du monatlich abbezahlen musst und bist in diesen, ich sag immer, es klingt zwar so generisch, aber du bist in dem System halt so drin und dann denkst du dir trotzdem, du hast eine Idee und willst dich irgendwie damit selbstständig machen und so, aber dann denkst du dir halt, du kannst es eigentlich gar nicht riskieren, weil du, was passiert dann mit den ganzen Verbindlichkeiten, die du dann nicht zahlen oder decken kannst, was dein komplettes Leben kann von heute auf morgen eben vor die Hunde gehen, weil du keinerlei Unterstützung hast. Das ist halt, ich denke, da würde das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen halt echt schon viel abfedern. Ja. Ich meine nicht alles, Hammer's wieder. Aber würde mit Sicherheit da einiges abfedern können. Ist halt echt schade. Vor allem, glaube ich, könnte man einfach ein bisschen selbstsicherer sein und sagen, pass auf, ich habe zumindest so und so viel Kohle im Monat, die definitiv immer da ist und die mich abfedern würde. Einfach Existenzsicherung. Die mich abfedern würde, wenn ich echt auf die Schnauze falle. Aber das Ding ist, das hat's ja auch schon in den Jahren jetzt, wo es diesen Verein gibt, meingrundeinkommen.de, hat sich das ja schon oft gezeigt, weil die Leute kriegen ja immer für 2 Jahre Grundeinkommen. Ja. Da haben so viele sich selbstständig gemacht und Firmen gegründet und so, weil sie einfach die Sicherheit hatten. Ja, und du musst nebenbei nicht mehr arbeiten gehen. Ja. Weißt, das ist ja die Geschichte. Du kannst einfach aufhören zu arbeiten und kannst sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf mein eigenes Business. Das ist halt, und vor allem das Schlimmste ist, wenn du es dann probierst, irgendwie ein Business halt eben aufzubauen und es scheitert dann ist es ja nicht nur, dass du dann halt keinen Job mehr hast und irgendwie kein Einkommen mehr hast, sondern das Problem ist, du hockst auch auf einem riesen Schuldenberg. Weil du musst immer Schulden aufnehmen, wenn du dich selbstständig machen willst. Ja. Das ist das. Ja, und dann kannst du ja Privatinsolvenz machen. Dann machst du einen Offenbacher und zahlst für die nächsten Offenbacher. 4 Jahre, glaube ich, sind das, ne? Wo du abbezahlst und dann keine Ahnung. Und dann hast du keinen Spaß halt. Nee, also das ist absolut Offenbarungseid. Ein Offenbarungseid ist überhaupt kein Spaß. Ich glaube, du darfst dann auch nie wieder irgendwie, also wenn du dann wieder was hast, musst du es rückwirkend abzahlen. Das ist so Sachen auch mit so Handyverträgen und solche Geschichten halt. Das steht ja in der Schufa drin. Wenn du einen Offenbacher gemacht hast, das ist alles vermerkt. Nee, ich meine gerade, weil wenn du dann also wieder zu Geld kommst, musst du es dann nachträglich irgendwie noch abbezahlen oder sowas, oder? Nein. Okay. Aber du musst alle deine Kosten immer offenlegen, glaube ich, wenn du privat insolvent bist. Der Offenbarungseid geht. Oh Mann. Oh, das geht jetzt echt zu tief, glaube ich. Ja, aber weil das ist doch dann immer so, dass halt Leute dann irgendwie dann so Schmu betreiben, weil du darfst ja dann nichts besitzen, weil sonst alles gepfändet wird und so halt. Ne? Ja, ich glaube schon und auch, dass sie dann halt Eigentum übertragen auf andere Leute und so, damit es nicht weggenommen werden. Und eidesstattliche Versicherung. So genau. Die eidesstattliche Versicherung. Ja, ja. Ja, das führt jetzt zu weit. Wow, das geht jetzt hier in Zivil. Ja, komm, vielleicht hört uns der Steuerberater zu, der kann das ja dann in den Kommentaren beantworten. Das müsste Antipapst wieder prüfen. Das wäre eigentlich was für Antipapst, glaube ich. Stimmt. Das könnte er uns einfach mal in 3 Sätzen erklären. kurz und knapp. Genau. Genau. Ah, furchtbar. Also komm, mach weg da. Ich lese mach weg da. Du kannst deswegen weiterreden. Ja, du bist nur so abgelenkt dann, wenn du sowas liest. Also vielen lieben Dank für den wieder mal tollen Podcast und die ganzen Tipps. Swedish Sticks habe ich mir direkt angeschaut und hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Jetzt wird weiter fleißig The Mandalorian, Star Trek Discovery und The Crown geschaut. Liebe Grüße. Grüße zurück. Vielen Dank für deinen tollen Kommentar. Ja. Schwedische Schwänze. Genau. Genau.
Das war's schon mit Kommentare kommentieren, außer du hast noch was von der Sandra. Sandra Bucknepping hatte mir noch geschrieben, dass es ein toller Podcast ist und sie wollte sich irgendwie nochmal was schreiben, glaube ich, aber das hat sie wohl vergessen. Keine Ahnung. Okay. Also sie war mittendrin irgendwie, hatte sie mir schon geschrieben und sie hatte mal irgendwie Nukula gehört, aber das hat ihr nicht so gefallen und jetzt findet sie Chris aber doch ganz sympathisch irgendwie und ja. Hat sie wohl einen doofen Tag erwischt, wie sie Nukula gehört hat, keine Ahnung. Und dann reingehört habe, alles über Feedback. Und dann kam nichts mehr. Okay. Naja. Na gut. Schade, schade. Dann. Aber. Schade, dann Schokolade. Kommen wir schon gleich zu. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Hallo. Hallo. Na? Na, was machen Sachen? Wir reden gerade über das Schaltjahr. Schaltjahre? Weiß nicht. Ihr könnt schweigen, aber ihr könnt auch reden. Hatte der Chris nicht letztes Mal total den geilen Lifehack gesagt, wie man hier Zeiten stoppen kann? Wenn man nebenher... Mit dem Handy. Wenn du das Handy laufen lässt mit dem Ding. Wenn du ein iPhone hast, das geht nur mit einem iPhone. Aber trotzdem, wenn ich doch meine Zeit aufschreibe, dann schreibe ich meine Zeit auf. Egal, ob ich jetzt darauf gucke oder darauf gucke. Deswegen müsstet ihr als Podcast-Partner da eingrätschen. Wir können nicht ohne dich. Ja, ich merke schon, was ist los mit euch? Was machen Sachen? Toni, du hast heute gar nicht so viel dabei. Ich habe nur eine Sache dabei und zwar, dass wir jetzt ein Patreon-Format haben. Was ja eigentlich Quatsch ist, das ist ja kein neues Patreon-Format, aber ich und der Phil machen zu jeder Mandalorian-Folge einen Spoiler-Talk. Also wer da Bock drauf hat, kann da mal reinhören. Ab, glaube ich, 1 Euro seid ihr dabei, ne? Bestimmt. Ich glaube 2 Euro, glaube ich. Sind 2 Euro. Ich bin ja kein Patreon-Verwalter. Doch, es sind zwei Euro, weil wir kriegen davon 1,84 Euro oder so, ne? Ja, ja. Irgendwie sowas, ja. Süß. Genau. Ab 2 Euro seid ihr dann dabei und es wird herrlich viel spekuliert und das ist immer das ist, finde ich, immer das Schönste an dem ganzen Ding. Wir reden halt über die Story von der Folge und dann halt, was so wegen passiert ist, über Easter Eggs, Bipapo und die uns halt aufgefallen sind und am Ende spekulieren wir dann immer, was in der nächsten Folge passiert und das ist immer am interessantesten, weil ich hatte teilweise schon ein paar Mal recht und das ist echt sehr cool. Okay. Bin mal gespannt auf die neue Folge. Gott. Ich lieg so. Discord, auf unserem Discord-Channel gibt es ja unseren Mandalorian Spoiler Talk. Ja. Der hat schon weiß aufgeblinkt. Ich war mir nicht sicher, ob ich reingucke. Ich habe auch noch reingeguckt. Du hast gleich reingeguckt. Ich nicht. Nee, habe ich nicht. Ich auch nicht. Ich kann nur nicht reingucken, solange ich es nicht gesehen habe. Genau. Weil ich habe mir vorhin gedacht, so, ach, im Mando Spoiler Channel ist wieder Diskussion und ist mir eingefallen, oh scheiße, heute ist Freitag, nicht reingucken. Kleine Warnung an dieser Stelle, in den Kanälen, die unter Spoiler-Talk laufen, finden Spoiler statt. Ja, richtig. Wollte ich nur mal so am Rande sagen. Obacht. Also, gibt Spoiler, wenn sich da dann noch jemand echauffiert, dass er gespoilert wurde im Spoiler-Kanal, dann sollte er sein Leben überdenken. Genau. Also, übrigens findet ihr den Link zu unserem Discord in der Videobeschreibung oder auf geekerykey.tv unter Kontakt. Da ist der auch drin. Meh. Ja, wollte ich nur mal sagen am Rande. Und da hast du ganz viel Spaß bei uns im Discord. Ja, total. Wir diskutieren, also über Discovery haben wir auch einen Spoiler-Talk und allgemein Cat-Content, ganz wichtig. Oh ja, Cat-Content wird immer gerne genutzt. Das Geile ist, wir haben auf unserem Discord-Kanal alles, nur keine Comics. Doch, es gibt einen Kanal dafür. Ja, aber da passiert nichts. Ist nicht viel drin halt. Da passiert gar nichts. Wir sind so überhaupt nicht der Comic-Talk. Deswegen finde ich das immer gut, dass es so viele schöne Podcasts gibt, die wirklich über Comics reden und nicht so wie wir das immer nur so anreißen. Halbgar. Ja, so halbgar verarbeiten halt. Aber es ist halt, ja, aber ich finde es auch in Ordnung. Ich meine, wir sind aber einfach kein... Wir sind dafür halt werden wir... Sorry, das ist so gut. Bitte, Toni. Dafür werden wir bestimmt in der ganzen Comic-Szene übelst belächelt. So. Ja, aber wir sind halt auch kein Comic-Talk. Wir haben gesagt, dass wir Gigerigi der Comic-Kanal sind. Haben das ja auch noch nie für uns irgendwie veranschlagt oder sowas. Wir sind Gigerigi der Döner-Kanal. Wir sind der Döner-Kanal und wir machen Döner-Sachen. Genau. Und wir sind der große Community-Podcast. Das würde ich für uns veranschlagen. Ja. Ja.
Aber wo wir es gerade vom Discord haben, kann ich gleich mal überleiten. Nämlich, da gibt es auch einen weiteren sehr verwaisten Kanal, der nämlich Cosplay-Treff heißt. Oh. Und da bin, glaube ich, nur ich drin. Und da habe ich auch was gepostet, was ich jetzt hier auch nochmal kurz vorstellen möchte. Nämlich hat ja Ubisoft eine Live-Action-Movie, Kurzfilm, für Assassin's Creed gemacht. Stimmt. Mit ein paar deutschen Cosplayern dabei. Den Link habe ich da rein und ich packe ihn nochmal in die Videobeschreibung. Ist echt ganz cool geworden, weil die das in diesem Larp-Dorf da irgendwie, wo war ich das, in Brandenburg oder so? Ja, da war ich ja schon. Ahnung. Brandenburg. Lügengesicht. Nee, das schaut echt geil aus, halt so richtig wie aus einem Rollenspiel raus, aber in echt. Genau. Und da haben sie halt so einen kleinen Wikinger-Movie-Assassin's zu Assassin's Creed Valhalla gedreht. Der Maul war da dabei. Der Maul Cosplay. Der Maul. Aber ich muss sagen, es verliert halt ein bisschen seinen Zauber, wenn man die Leute alle kennt, wenn man sie ständig jeden Tag auf Instagram irgendwie sieht in ihren Story und die halt in echt kennt und dann sieht man die da in dem Film und dann kann man sie nicht so richtig ernst nehmen. Aber für alle, die nicht in dieser Blase sind, so wie ich, denen wird es nicht so gehen. Ach so. Ja. Und die dann einfach dieses Filmchen genießen können. Ja, das Ding ist. Und ich habe halt auch die Making-ofs gesehen, so wie sie das Blut mit der Klobürste ins Gesicht gespritzt hat und so. Nadine und ich, wir haben uns das angeguckt und dann habe ich gesagt, es muss doch irgendwann die Szene kommen, wo es das Blut ins Gesicht reinspritzt, oder? Weil da war das halt dann schon drauf, wenn es das vom Making-of halt einfach schon kennst. Auch den Storys halt kennst von den Leuten. Ne? Ja, die Leute sind dann für mich nicht mehr in Role halt. Ne? Ja, das ist, weil du sie halt so kennst. Ganz schwierig. Aber es ist super gemacht alles und kann man echt nichts sagen. Ja. So. Besser wie Biohackers. Cool. Besser wie Biohackers. Ey, bessere Story als Biohackers. Ach, das wird jetzt ein Running das Gag. Ist der neue das Running still a better story than Biohackers. Ja. Ich habe noch eine wichtige Frage zu diesem Cosplay-Video. Hm? Ja. War Benno Fürmann auch dabei? Wahrscheinlich hinten in einem Cameo. Ja, Cameo-Auftritt. Ein Cameo als Wassereimer hatte er. Da war das Pferd. Ja. Im Hintergrund. Ja. Weil der. Ja, schön. Bill vor allem. Still a better story. Bill ist dead a Bory. Genau. Alter. Hey, das wird der Podcast-Titel. Bill ist dead a Bory. Schlecht sprechen kann ich heute gut. Genau. Und dann habe ich noch eine kleine Eigenwerbung für YouTube. Ja, was ist denn heute los? Und, ja, der große Eigenwerbe-Podcast. Cosplay und YouTube, weil ich habe ja auch einen eigenen Kanal. Oh, hört ihr. Und der hat aber noch keine eigene URL, weil ich noch keine 100 Follower habe, sondern irgendwie nur 25. Ja, aber wenn ihr einfach los? Mal Nakawanga eingibt auf YouTube, dann findet ihr meinen YouTube-Kanal. Und da habe ich zum Beispiel auch das Making-of von meinem tollen Headpool, den ich gebastelt habe. Der ist cool. Ja, und da kann man sich das anschauen. Und da habe ich auch nicht nur das gezeigt, wie ich das gemacht habe, sondern auch so ein bisschen Späßchen eingebaut. Also, oh, lustig. Ja. Ja, wir lassen ihn einfach rumfliegen in so Menschenmassen und dann schreddert er mit seinem Propeller da die Kinderfinger und genau. So. Okay. Nein, aber zum Beispiel habe ich über meinen Hass zu Heißkleber philosophiert. Oh Gott, ich muss an dieses Video denken, wo diese kleine Fee in das Feuer fliegt. Ja, in das Feuer rein. Oh Gott, so ähnlich war es mit Headpool auch. Ja. Nein, aber ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr das macht und nach einer Kawanga sucht und ich vielleicht dann 100 Follower irgendwann habe und eine eigene URL bekomme auf YouTube. Das wäre ganz schön. Das wäre echt toll. Macht ihr mal die 100 Vollseite. Ja. Ich habe noch kurz was. Bist du fertig, Nadine? Der Toni kennt das Feenvideo nicht, habe ich das gesehen. Nee, kenne ich nicht. Kennst du das nicht? Zu Weihnachten, wo die Kleine von ihrem Vater die Barbie-Fee geschenkt bekommt. Ach doch, ja, doch, die dann in das Feuer fliegt. Und dann fliegt die das ist und so voll und gut. Freut sich voll und dann fliegt das Ding und fliegt den Ofen. Es ist so geil. Das gefällt es ist so geil. Und das Kind schreit. Und das Kind. Und die Freude geht in Flammen auf. Zuerst lacht sie so, yeah, lustig, yeah. Und dann fliegt sie ins Feuer. Das ist so gut. Der Florian lacht. Wie schadenfroh er lacht, ey. Das ist genau im Flo sein Ding. So. Herrlich. Das ist genau ein Froh sein Ding. Ja, genau. Und dann denkt das hier, hast du gerade diese Flammen in seinen Augen gesehen? Ja. Ja. Schön. Für einen kurzen Moment hat er die Welt brennen sehen. Ja. So, Toni, du hattest noch was. Was? Die steht gar nicht hier im Paper, warum? Nee, die steht nur im. Ach so, dann darf ich es nicht sagen. Nee, was nicht im Paper steht, wird nicht erwähnt.
Ich habe noch das mit Johnny Depp, 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 Depp. Was hast Johnny, du, Toni? Johnny Depp, schneller als Johnny Depp, Depp, weil Johnny Depp dauert länger. Ja. Ja. Ich? Bin ich jetzt? Ja, okay. Ja. Ich habe nur eine Podcast-Empfehlung. Ich habe nur eine Podcast-Empfehlung. Und zwar hat Verprügelt mit Punchlines, den habe ich ja schon ein paar Mal hier genannt, den Podcast, haben die jetzt einen zweiten Podcast eröffnet. Und zwar heißt das Verprügelt mit Drachen. Und es ist, die nehmen, jede Podcast-Folge ist ein weiterer Teil von einem Pen and Paper. Die nehmen sich beim Pen and Paper Spielen auf. Okay. Mega cool und interessant, auch saulustig. Kann ich empfehlen. Ja, die haben uns mal gefolgt auf Instagram und sind uns dann wieder entfolgt. Seitdem höre ich die auch nicht. Ja, dann höre ich jetzt auf, die zu hören. Ja, können zur Hölle fahren. Das, meine Ehre wurde genommen. Die lasse ich jetzt auch ins Feuer fliegen. Das ist so eine neue Beleidigung. Ach, flieg doch ins Feuer. Ins Höllenfeuer. Genau. Sehr schön. Jetzt habe ich diesen Elmo vor Augen. Wie er von diesen, ne, diese rote Plüschfigur, ja, ja, wo er so vor den Flammen steht. So. Kann ich jetzt loslegen mit Johnny Depp? Das war eine interessante Story, die tatsächlich aber auch die wenigsten Leute kennen, weil Miss Pansky hatte mich nämlich gefragt, wieso, was war denn da? Und habe ich zu ihr gesagt, ja, die Frau ist böse und das ist nicht gut. Ja, beziehungsweise angeblich ist ja Johnny Depp böse. Um was geht's? Also das war, diese Woche ist das passiert, dass Johnny Depp rausgeflogen ist aus Fantastische Tierwesen, wo er den Grindelwald... Fluch der Karibik, glaube ich, auch. Und der ist jetzt übrigens neu besetzt mit Mads Mikkelsen. Mit Mads Matzen? Mads Mikkelsen. Nee, der heißt doch anders. Nee, doch, Mads Mikkelsen. Wirklich. Wir sagen immer Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen sagen wir immer. Ach, Mads Mikkelsen heißt er wirklich? Heißt er wirklich, ja. Dang it. Und ich feiere das natürlich, weil es mein Lieblingsschauspieler ist. Der ist und echt gut, ja. Weil ich ehrlich gesagt finde, dass der auch besser auf die Rolle passt als Johnny Depp. Aber ich finde es unfair, dass Johnny Depp rausgeflogen ist. Und zwar ist es deshalb, weil er angeblich seine Frau verprügelt hat. Und die heißt, wie heißt die nochmal? Amanda? Amanda Depp. Amanda Depp. Sind die verheiratet? Nee, Amanda Heard, die waren verheiratet, aber nur 15 Monate. Und es ist die Frau, die Mera in Aquaman gespielt hat, die rothaarige. Und es war halt so, dass die britische Sun, was sowas ist wie die Bild-Zeitung, irgendwie geschrieben hat, ja, Johnny Depp, the wife beater. Genau. Und dagegen hat er eine Verleumdungsklage gemacht, die er jetzt verloren hat. Weil es halt irgendwie aus Mangel an Beweisen oder sowas oder Gegenbeweisen halt das Gericht halt ihm nicht recht gegeben hat. Ja, es ging darum, er wollte also eine Unterlassungsklage anstreben, dass die das zurücknehmen und dass sie ihn nicht Wifebeater nennen dürfen. Genau. Oder? Und das hat er halt jetzt verloren. Richtig. Und geht in Revision. Aber das interessiert natürlich das Publikum wenig und deshalb muss Warner Brosser halt sagen, ja, okay, dann schmeißen wir den jetzt raus, weil das ist ja ein Familienfilm und da können wir ja keinen Wifebeater, auch wenn er nur mutmaßlich Wifebeater ist, da drin lassen. Und deshalb haben die ihn jetzt ersetzt und der echte Prozess, also er gegen seine Ex-Frau, findet aber erst nächstes Jahr in den USA statt. Ja. Ach so. Und sagen wir mal so, es deutet sehr viel, extrem viel darauf hin, dass nicht er der Schläger ist, sondern sie. Es ist nämlich so, dass sie 2009 schon verurteilt wurde, weil sie ihren damaligen Mann verprügelt hat. 2009. Also sie wurde schon verurteilt. Er hat noch nie irgendwie sowas am Hacken gehabt und beide seine Ex-Frauen, also sowohl Winona Ryder als auch Vanessa Paradis, mit der er 14 Jahre lang verheiratet war, haben beide schriftliches Statement abgegeben, dass er nie gewalttätig war, dass er immer ein guter Mann war, immer ein guter Ehemann und dass sie das überhaupt nicht verstehen und so halt, ne? Und stehen quasi beide hinter ihm. Und dann gibt es halt noch die Sache, dass es Tonaufnahmen gibt von so einer Art Therapiegespräche, wo er halt mit der, heißt sie Amanda? Ich dachte Heather. Ist auch Ich habe es jetzt gerade, warte mal.
Alter, aber was ist denn mit der, Alter? Amber heißt sie. Ach, Amber heißt Amber Heard, genau. So eine Paartherapiegespräche, wo sie auch zugestimmt hat, dass das aufgenommen wird. Das war auf ihrem Handy drauf und so. Ja. Und da reden sie halt drüber und das kannst du dir anhören. Da gibt es so eine Internetseite, wo man das anhören kann. Und es ist halt schon echt krass, weil sie, also er ist halt so total, geht so auf sie ein und sagt halt so, ja, ich liebe dich und ich will mit dir verheiratet bleiben und ich will das vermeiden, dass wir uns scheiden lassen. Mhm. Aber wenn es halt körperlich wird, dann müssen wir auseinandergehen, weil das geht so nicht. Ja. Und dann hat sie gesagt so, ja, ich kann dir nicht versprechen, dass ich nicht wieder körperlich werde, weil ich werde halt manchmal so wütend und dann kann ich mich nicht beherrschen, sagt sie halt. Alter, ne? Was ist denn das und für eine... Es halt in den Gesprächen halt, sagt sie auch so, ja, ich hab dich geschlagen und so, aber da und da und da. Und es ging halt weit, dass sie ihm zum Beispiel einmal eine Wodkaflasche nach ihm geschmissen hat. Boah. Die ist explodiert und hat ihm die Fingerkuppe abgeschnitten und die musste wieder angenäht werden halt. Und lauter so eine Scheiße. Und sie steht halt auch im Verdacht, in diesem Sun-Prozess Beweise gefälscht zu haben, weil sie da halt so Bilder gezeigt hat, wo sie halt so Bruises, also so blaue Flecken hat, die angeblich von ihm sind. Wo sie aber nach laut Zeugenaussagen am Tag davor noch keine hatte, also wo angeblich das stattgefunden hat, dass er sie geschlagen hat. Ja. Und am Tag danach hatte sie auch keine mehr und war halt völlig ohne Make-up und man hat aber auch keine blauen Flecken und sowas gesehen. Ja. Also und da steht sie halt jetzt auch noch unter Verdacht, dass sie diese Beweise gefälscht hat und dafür kann sie 3 Jahre Knast kriegen halt. Okay. Und also wie gesagt, es deutet halt alles darauf hin, dass sie eigentlich diejenige ist und sie hat schon oft versucht, ihm seit der Scheidung halt das Leben zur Hölle zu machen und will das halt so hindrehen, dass er halt alles verliert, was jetzt halt so ist. Aber es gibt eine Petition auf Change.org, die halt Fans gestartet haben. Und die hat jetzt schon 1,5 Millionen Unterschriften und die wollen halt erreichen, dass sie aus Aquaman 2 rausfliegt. Okay. Ne? Damit also es wäre halt, nur fair. Ja, wäre nur fair. Krass, ne? Ich meine, was am Ende dabei rauskommt, entscheidet dann das Gericht in den USA. Aber das ändert halt nichts dran, dass er jetzt bis dahin keine Jobs mehr kriegt. Ja, das Problem ist ja auch, dein Name ist verbrannt halt. Ja, klar. Ich meine, das ist so eine Nummer wie mit... Kevin Spacey mit House of Cards, genau, wo gesagt wurde, er ist hier auch so, und das war doch in der MeToo-Debatte, das war, ne? Aber was halt auch nicht sicher ist, ob sie ihm nur anhängen wollten, oder? Ja, nicht. Aber wenn dein Name verbrannt ist, dann war es das halt. Und aber es stand halt in der Sun und er hat den Prozess jetzt erstmal verloren gegen die Sun. Mhm. Ich meine, mehr internationale Aufmerksamkeit kannst du nicht kriegen. Ja. Und das ist halt, ja, eigentlich. Kannst du jetzt erstmal deine Filmkarriere beziehungsweise überhaupt alles karrierenmäßig an Nagel hängen? Ich denke, irgendwelche Werbesponsoren werden sich da auch etwas distanzieren. Ja, es ist halt vor allem halt auch immer so, dass einem Mann halt eher nicht geglaubt wird, wenn er sagt, die Frau hat mich verprügelt. Halt. Ja, weil das halt auch so ein Thema ist. Ja. Wir hatten doch erst diese Woche, glaube ich, war doch Welttag häusliche Gewalt irgendwas. Das war internationaler Tag, bla bla. Das klingt so, als würde man das feiern. Nee, darauf aufmerksam machen und einfach das Thema besprechen oder beziehungsweise halt hochholen, um zu sagen, pass auf, es gibt so und so viel häusliche Gewalt und vor allem hat häusliche Gewalt in Corona-Zeiten sehr stark zugenommen. Das ist das, was ich weiß nicht, haben wir das sogar nicht im Podcast einmal kurz angeschnitten, wie das Ganze angefangen hat, dass da die häusliche Gewalt hochgehen könnte. Auch natürlich gegenüber Kindern, leider. Ja, ist auch so. Ist aber tatsächlich so. Ja, und gerade diese Sache Gewalt gegen Männer von Frauen, ich meine, da lacht ja jeder erstmal, denkt sich, ja, die Frau verprügelt den Mann, klar, Alter, was ist mit dir los? Das ist ja in unseren Köpfen gar nicht drin, dass sowas passieren kann. Aber das gibt's halt wirklich. Das ist ja kein Witz halt. Es gibt ja auch ein Männerhaus, ne? Es gibt nicht nur Frauenhäuser. Und ich glaube, Frauen können genauso zuhauen, ne? Ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, dass Männer halt da, wie Männer halt darüber reden, wie das ist, in einer Beziehung oder in einer Ehe zu leben, wo die Frau halt regelmäßig handgreiflich wird.
Und das stelle ich mir schon nicht ohne vor. Also du kannst auch als Mann auch vergewaltigt werden. Da denkt sich halt immer jeder so, ja, vergewaltigt werden, ja. Da gab's irgendwie mal so vor 2-3 Jahren mal so ein Fall, da wurde ein Schüler von seiner Lehrerin vergewaltigt. Okay. Und da hat auch die Reaktion im ersten Moment war so, vergewaltigt, freilich. Ja, das ist halt, ja, aber das so, ist aber halt wenn genauso. Du keinen Bock auf die Alte hast oder so, dann ist es halt vergewaltigen. Und wenn du auch noch minderjährig bist, ist halt echt schwierig. Ja, es ist halt, ich glaube, das hängt ganz viel mit Unwissenheit zusammen, weil man sich mit dem Thema halt, das ist wie das Thema Tod zum Beispiel, man setzt sich mit dem halt auch nicht wirklich auseinander, weißt du? Ich meine, weil viele gehen halt davon aus, ja, wenn ein Mann keinen Sex haben möchte, dann kriegt er auch keinen Ständer. Das ist mal der Grundgedanke. Quatsch. Und das ist halt mal der Grundgedanke, wo man halt auch sagen müsste, okay, ich denke, das ist nicht wahr halt einfach, ne? Und das es gibt ja auch das Gegenteil. Es gibt ja auch das Gegenteil, du kannst ja auch Sex haben wollen und es funktioniert nicht. Gibt's ja auch. Das ist totaler Quatsch. So funktioniert es halt nicht. Ja, aber das ist halt ein Ding, das ist halt so eine Sache, wo man halt aufarbeiten muss, wo halt extra so internationale Tage oder so Tage, wo man sich halt informieren kann, wo es halt extra dafür gibt halt. Und es ist auch ganz schwierig, glaube ich, dass, wo man dann sagt, okay, ja, der Mann wurde von der Frau geschlagen. Du siehst ja, wie das ist. Die Frau geht hin und sagt dann zum Beispiel, ja, der hat mich geschlagen, bla bla. Und dann, wen glaubt man denn zuerst halt? Das ist halt diese Nummer halt. Das ist halt. Ganz, oder ganz wie lange gibt es solche Beziehungen und solche Ehen, bis sich irgendeine Seite halt mal auch traut, was zu sagen jemand anderem? Der halt, ja, gerade für Männer ist es ja auch total schwierig, weil die stehen ja dann so in Anführungszeichen als Weichei halt da. Richtig. So, haha, du lässt dich von einer Frau schlagen, was ist denn mir falsch? Das, so, ne? Ja, eben. Das ist ja auch das Nächste, dass wir halt eben dieses Rollenbild haben, das halt immer noch existiert, weil das halt einfach, ich meine, das wirst du auch das so nicht wegkriegen, weil ich meine, das hat uns jahrhundertelang oder jahrtausendelang, glaube ich, das Überleben mitgesichert vielleicht, dass es dieses Rollenbild gab, dass der eine geht halt jagen und der andere geht halt sammeln. Ich weiß es nicht. Oder sehe ich das falsch? Aber die Zeiten sind halt jetzt einfach vorbei. Ja, das ist halt eben, ja. Früher war es ja gang und gäbe, dass die Frau nicht arbeitet und das hat sich auch geändert und das ist voll in Ordnung. Ja, natürlich. Und es geht ja auch gar nicht mal anders. Du kannst ja als Mann, kannst du ja kaum noch mit deinem Job die Familie durchfüttern. Das geht ja auch fast schon immer. Warte mal, ich muss das noch ein bisschen klarstellen, weil ich habe ein bisschen vielleicht missverständlich ausgedrückt. Wenn ich von Jahrtausenden spreche, dann meine ich jetzt die Höhlenmenschen. Ja, ja, klar. Ne? Also, ja, für dich ist es klar, aber uns hören ja auch andere Leute zu. Und ich will damit sagen, dass von Natur aus der Mann einfach so gebaut wurde, dass wir einfach maskuliner sind wie Frauen. Ja, ich will es gerade. Nein, aber ihr seid ja, das ist ja ein Fakt, dass ihr körperlich überlegen seid. Genau, darum geht es. Ne? Jetzt wird der nächste Mal wieder kommen. Ja, aber wenn Frauen trainieren und sowas, dann sind die ja genauso stark wie Männer. Ja, ist alles gut, aber wir sind einfach von der Natur aus, vom Sinn der Sache her, ist es einfach so, dass die Natur gesagt hat, der Part ist einfach anders gebaut wie der Part. Und deswegen haben die Männer meistens mehr Muskeln, sind stärker gebaut, Knochendichte, whatever. Das ist einfach mal Fakten halt. Ja. Das hat jetzt nichts mit Sexual Harassment oder so. Ich meine, deshalb gibt es ja auch in Sportarten werden ja auch Männer und Frauen immer noch getrennt, weil es halt einfach ein körperliches Fakt ist. Halt, weil es Defizite halt vielleicht auch gibt oder so. Ja, was heißt Defizite, ja? Ja, genau, im Körperlichen halt, ja, klar. Männer haben halt mehr Muskelmasse, ist ja logisch. Ich rede von körperlichen Defizit, ich rede jetzt nicht von geistigen Defizit oder sonstiges. Da sind Frauen ja meistens hochintelligent, weil die Intelligenz wird, glaube ich, auch aufs Kind von der Frau übertragen, glaube ich, gell? Keine Ahnung. Also irgendwie, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es eben die Sache, wo man dann eben in diesem Rollenbild, um jetzt wieder den Kreis zu schließen, dass wir immer noch dieses Rollenbild drin haben, dass der Mann nicht von der Frau geschlagen wird. Das ist ein Ding der Unverständlichkeit. Wenn einer hergeht und sagt, ja, Alter, wo hast du das Pfeilchen her? Ja, von meiner Frau. Da kann ich dir jetzt schon genau die ersten Reaktionen drauf sagen. Die Reaktion, die sofort kommt. Ja, dann heißt es, kauf dir mal ein paar Eier. Ja, oder das, so. Genau das ist es halt. Ne? Und solange wir darüber noch nicht hinweg sind, und das wird noch Jahrhunderte dauern, glaube ich, bis wir das alles rauskriegen, trotz Emanzipation, das macht's ja noch krasser halt. Weißt du, dass sich die Männer dann noch eingeschüchterter fühlen.
und noch weniger aus sich rauskommen können dann in solchen Beziehungen und noch mehr Angst haben. Naja, das ist halt ein Teufelskreis auch. Ja. Krasses Thema. Also schwieriges Thema. Krass. Eure Meinung in die Kommentare. Genau. Toni, wolltest du nicht noch so eine Aktion vorstellen, die es gerade von Promis gibt? Irgendwas mit Project Zero oder so? Was war denn da? Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ist der Toni eingefroren? Ist der Toni eingefroren? Ja, der Toni ist eingefroren. Der Toni ist eingefroren in unserem Thema. Keine Ahnung. Guck mal auf dein Handy, ob er dir was geschrieben hat. Der Toni ist wieder da. Vor allem, ich habe gar nicht gemerkt, dass er eingefroren ist, weil er so in so einer Denkerpose saß. Und ich dachte, naja, er hört halt zu. Ne? Er hört gespannt zu auf unsere Ausführungen über das Rollenbild des Mannes im 23. Jahrhundert. 22. Jahrhundert. Genau. Ja, ich habe ja auch gespannt zugehört, aber irgendwann war dann auf einmal der Ton bei mir weg. Ich habe dann gedacht, der Discord spinnt, weil ich dann ein bisschen am Discord rumgedrückt habe, weil mit dem Discord haben wir ja immer mal ein wenig Probleme. Und dann habe ich gemerkt, hä, da geht nichts, aber Internet ist da und auf einmal war doch dann doch das Internet weg. Und das Ding ist jetzt so irgendwie, also meine Schwester war heute den ganzen Tag schon daheim und es war jetzt schon der vierte Verbindungsabbruch am Tag. Und das Ding ist, den kann man nur beheben, indem man den Stecker vom Router zieht, scheinbar. Krass. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Hinkriegen heute. Verraten hatte ich halt, dass du nicht mehr geblinzelt hast. Das Spiel habe ich gewonnen. Sonst hätten wir noch stundenlang weitergeredet. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist zu dieser Cancel Culture Thematik, also dass Schauspieler rausgeschrieben werden aus Serien und Filmen, weil sie im Privaten irgendwas angestellt haben. Wir hatten gerade in der letzten Folge Mando, hatte ich noch festgestellt, dass ich einen harten Girl-Crush auf Gina Dingsbummens Carano habe, also die Cara Dune in Mandalorian, dass ich die ganz toll finde. Und irgendwie am nächsten Tag oder so kam, dass die jetzt wohl rausgeschrieben wird, sie irgendwie so politisch fragwürdig Ansichten. Könnte rausgeschrieben werden, aber ja, das ist alles halt, noch nicht. Weil sie halt irgendwie auf Twitter so echt seltsame Sachen abgelassen hat, so von wegen die Wahlmanipulation und so. Blablabla. Sie ist halt voll pro Trump. Sie ist halt ein Trump-Fan und irgendwas mit den Masken war auch und es ist gerade... Also der erste Post, der war ja noch so, hätte man noch nicht so richtig einordnen können, aber der zweite Twitter-Post, das war halt schon ziemlich eindeutig und es war halt sehr stumpf und sehr dumm irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Da war ein Bild mit Masken. Die hatten ein Bild von den Republikanern gepostet, da wurden die Masken so komisch drauf photoshoppt, dass sie über den Augen hatten. Und dann hat sie sich halt drüber lustig gemacht, weil die Republikaner halt doof sind. So in etwa. Die Demokraten, na klar, die ist ja Republikaner. Ging es halt irgendwie drum, so, ja, die wollen, dass wir die Masken jetzt so tragen, damit wir nicht mitkriegen, was abgeht oder so. Irgendwie so. Verschwurbelungsschmarrn. Ja. Ich meine, Trump behauptet ja immer noch felsenfest, dass das alles getürkt ist. Naja, auf jeden Fall, jetzt fand ich sie gerade so gut und jetzt. Ja, es ist schade. Ich finde es aber interessant in der heutigen Zeit, wie schnell das gehen kann, dass ein Mensch unsympathisch wird. Ja. Komisch, oder? Krass, ja. Ich meine, selbst ganz schwierig, selbst in der eigenen Familie kann sowas passieren. Und das ist ganz, ganz schwierig halt, dass auf einmal Familienmitglieder unsympathisch werden und du denkst dir so, Alter, halt doch bitte einfach das Maul. Ja, aber ich bin trotzdem kein Fan davon, dass man Leute dann blockiert oder irgendwie ignoriert oder so, sondern ich denke mir halt immer so, ja, okay, dann hab die Meinung. Ich teile die zwar nicht und du wirst mich auch nie davon überzeugen und ich werde es immer lächerlich finden, aber ich lasse dir. Ja. Du wirst wahrscheinlich irgendwann feststellen, dass das Quatsch ist, aber ich würde niemanden halt jetzt blockieren oder ignorieren deshalb. Ja. Keine Ahnung, ich lasse die Leute halt in ihrem Glauben. Ich stelle die Leute halt auf Mute. aber du erträgst es einfach irgendwann nicht mehr. Ja, klar. Ich will es nicht lesen halt. Ja. Weißt du, das ist so die Sache, ich habe... Ich rede jetzt von Real Life.
Also, oder ja, komplett blockieren oder sowas. Ach so, ja, ja, schon klar. Die Katze möchte hier hoch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, zum Beispiel, wenn es jetzt heißt, ja, wir haben jetzt Familientreffen jetzt mit einer Seite von der Family, würde ich jetzt nicht sagen, ja, ich gehe jetzt nicht hin, weil die Schwester so blöde Sachen auf Facebook postet. Mhm. Oder so. Also das wäre jetzt kein Grund für mich, nicht zur Familienfeier zu gehen. Ja, ja, sowas, nee, das ne? nicht. Aber ich würde es halt dann auf der Familienfeier definitiv ansprechen und dann würde ich den Shitstorm über den Tisch lassen. Ja, du bist halt derjenige, du liebst halt die Konfrontation. Ich würde halt versuchen, dem aus dem Weg zu gehen und mich auf andere Themen zu konzentrieren. Ja, was heißt, ich liebe halt die Konfrontation. Ja, ich kann es halt nicht abhaben, wenn einer falsch liegt. In nee, meinen Augen. Andersrum, du kannst es nicht abhaben, wenn du nicht recht hast. So sieht's nämlich aus. Und das ist auch so eine Sache, die ihr beide habt. Ihr müsst immer recht haben. Und ihr diskutiert das. Ey, das haben wir alle drei, Nadine. Du Alter. Möchtest auch sehr oft recht haben. Ja. Doch. Also doch, jetzt. Doch. Ja. Aber ihr diskutiert mit Leuten, wo von vornherein klar ist, dass das verschwendete Energie ist. Den nehme ich an. Ja. Aber also manchmal macht ja. man das auch bewusst. Und sagt, ja, ich lasse mich da jetzt drauf ein, weil ich es halt einfach, ich habe halt ja jetzt Bock drauf. Okay. ASMR. Ja, schön. Beim, ASMR. Ich habe ein ganz schön aufs Klo gehen. Quatsch drüber. Du quatschst übers ASMR, Alter. Was ist mit dir? Ja, es tut dir überhaupt nicht leid. Schau, wie du lachst. Stimmt. ich verstehe das ASMR-Ding nicht. Zum Beispiel bei mir jetzt ja. war es zum Beispiel so, Wir haben eine Familiengruppe auf WhatsApp und eine Familiengruppe auf Telegram mit den echten Wahrheiten. Und komm in Tonis Familiengruppe. Die wir Familie haben eine mit WhatsApp-Gruppe dem Durchblick. Mit der Familie auf Telegram. Alter, und jeder postet da irgendwas. Wisst ihr, was da los wäre? Ich habe eine große Familie. Wir haben eine Familiengruppe und die ist eigentlich nur hauptsächlich dazu da, dass die irgendwelche Bilder posten. Und die posten die nicht mal selber, die werden immer einfach nur weitergeleitet. Mhm. Ja, ja. Und das ist so ein WhatsApp-Ding, was ich furchtbar finde. Einfach nur Sachen immer unkommentiert weiterleiten. Toni hat die Familie verlassen. Ja, genau. Ja, ich hab dann wirklich die Gruppe verlassen, weil ich habe viel geduldet, viel akzeptiert und ich bin dann immer noch drin geblieben, weil ich mir gedacht habe, okay, weil ab und zu mal irgendwelche Familienfeiern Sachen angekündigt worden sind und für das war die Gruppe halt einfach gedacht, um halt irgendwelche Events auszumachen oder so, wo man sich halt mal wieder trifft, und was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber das letzte Bild, was geteilt worden war halt einfach, du siehst ein schwarzes Pärchen, das an so einem Tisch hockt und zwei, also jeweils halt einen deutschen Pass hochhält und oben drüber steht halt so eine schlecht rein photoshoppte Schrift mit wir sind Deutsche. Und unten drunter stand irgendwas mit, ja, dann bin ich der Kaiser von China oder sowas. Oh Gott. Also halt wirklich rassistische Scheiße einfach. Ja. Und das war für mich halt einfach der Punkt, wo ich sage, ich bin hier raus jetzt. Das Ding ist halt, die wissen es halt einfach nicht besser. Ja, aber weißt, dann ist halt wieder die Sache, du bist dann der Letzte, der vielleicht anders denkt und der geht dann auch noch raus und dann sind die wieder nur in ihrer eigenen Blase und keiner widerspricht mehr. Das ist dann halt auch das Nächste. Ich meine, klar ist das für dich anstrengend und energieaufwendig. Ja, aber soll er denn immer wieder... Nee. Schau, das ist jetzt genau die Geschichte. Ja. Das ist jetzt genau das zweischneidige Schwert, was du jetzt sagst. Auf der einen Seite diskutieren wir mit Leuten, wo es keinen Sinn macht, aber auf der anderen Seite hätte jetzt er in der Gruppe bleiben sollen und soll immer der Widersprecher sein. Es ist ja ein Unterschied, ob du mit irgendwelchen fremden Leuten, die du überhaupt nicht kennst, wo du nicht weißt, ist der vielleicht irgendwie ein bisschen zurückgeblieben oder was weiß ich, was ist das für ein Mensch? Mit dem musst du doch nicht diskutieren, wenn du von vornherein merkst, dass da Hopfen und Malz verloren ist. Mit deiner Familie, mit der du aber auskommen musst, lohnt sich's vielleicht schon. Habe ja aber auch Hopfen und Malz probiert. Verloren. Ja. Das wird halt dann einfach gelesen und unbeantwortet zurückgelassen. Interessiert halt kann. Ach, Shahid, der schreibt wieder seinen Scheiß. Schau, das ist ja, das aber ist halt das ist das Nächste. Da antwortet vielleicht keiner drauf und es gibt dir vielleicht keiner recht, aber trotzdem
regst du vielleicht zum Nachdenken an. Und es ist trotzdem, und du zeigst trotzdem, dass das nicht einfach hingenommen wird, halt, was die dafür machen. Nee, nicht auf der Ebene. Ich glaube nicht, dass ich's über eine WhatsApp-Gruppe erreiche. Aber wenn ich dann wirklich auf der Familienfeier, das wollte ich eben auch noch mit anschließend sagen, wenn ich dann aber auf der Familienfeier bin und es werden, und es ist immer der Fall, es werden wieder politische Sachen angerissen, dann grätsche ich da immer rein. Mhm. Ich bin halt dann immer der Buhmann, der halt als Einziger, der ja, das, da in der Runde hockt. Ohne, ja. Mhm. Wie gesagt, die geben es vielleicht in dem Moment nicht zu, aber die denken dann vielleicht schon drüber nach. Aber und ich denke, halt das ist... Ich denke, halt auch wichtig, dass jemand widerspricht, damit nicht einfach hingenommen wird, dass die... Weil die bestätigen sich dann nur gegenseitig und denken so, ja, wir sind ja hier geil, ist ja alles super, was wir machen. Ja, schon, die leben in ihrer Blase, schon klar. Allerdings denke ich eben, wenn ich den persönlichen Dialog aufnehme und persönlich Konter gebe und halt auch emotional zeigen kann, warum das eben anders ist, dann hat es meiner Meinung nach viel mehr Wirkung, wenn ich einfach in der WhatsApp-Gruppe schreibe, hey, ja, das klar. ist jetzt aber scheiße, weil... Ja, klar. Ja, weil, da kommen wir nämlich auch zu meinen Was machen Sachen, und zwar zu Jana aus Kassel. Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel. Oh Gott. Hallo, ich bin Jana aus Kassel. Was ist denn da los? Ich habe das nur über Memes mitgekriegt. Ja, du hast ja natürlich den Link nicht angeklickt und nicht angeguckt, das Video. Furchtbar. Schade, weil das ist ein Stück deutsche Geschichte, die man mitkriegen sollte. Ich habe schon so viele Memes und Sprüche drüber gelesen, dass ich schon fast weiß, um was es geht. Der Postillon hat was Geiles dazu gepostet. Wir hatten eine Querdenker-Demo irgendwo in, ich weiß gar nicht, wo es war. Wo war das? Brandenburg? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war irgendwo Berlin, ja. Shit, oh Gott. Was? Was? Nix. Was ist mit dir jetzt? Der Trump würde jetzt wieder sagen, in einem Shithole-Country. In einem, oh Gott, Alter. Aber sowas sagen wir natürlich nicht. Sowas sagen wir nicht. Wir nicht. Also es war auf jeden Fall irgendwo weiter weg von uns. Und da ist auf der Querdenker-Demo ist Jana aufgetreten auf der Bühne aus Kassel. Und die hat damit angefangen, hallo, ich bin die Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Ihr kennt Sophie Scholl? Ja, ja. Wer war Sophie Scholl? Eine Jüdin. Was hat die gemacht? Hat die nicht irgendwelche Tagebücher geschrieben? War das die? Nee. Anne Frank. Ach, das war Anne Frank. Sophie Scholl war Freiheitskämpferin in Deutschland zur Nazi-Zeit und ist deswegen hingerichtet worden. Die hat die Weiße Rose gemacht. Mit ihrem Bruder, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Geschwister-Scholl-Schulen gibt es ja genügend in Deutschland. Und die wurde dann von den Nazis damals hingerichtet. Und Jana hat gesagt, sie fühlt sich wie Sophie Scholl in Deutschland. Weil wir alle Nazis sind. Weil der ganze Staat halt Nazis sind. Soweit ist sie halt tatsächlich bei der Videoaufnahme nicht so richtig gekommen in ihrer Ansprache. Wo ist sie ausgelacht? Weil der Ordner, der vor der Bühne stand, hat dann gesagt... Für den Schwanz, sie macht doch keinen Ordner mehr! Hat seine Schutzweste runtergenommen, diese rote Weste. Du hörtest dir das Video. Nein. Ich finde es schade, dass du dir... Ja, okay, ich werde es mir noch anschauen. Ich finde es immer schade, dass ihr... Ich verlinke extra in unserem Paper. Ich habe es geguckt. Verlinke ich schon extra meine Sachen immer, damit meine Mitarbeiter hier, Freunde und Bekannte... Mitarbeiter. Genau. Mitarbeiter werden aber schlecht bezahlt von dir. Ja, durch Dankbarkeit werdet ihr bezahlt. Ah, ja. Das muss euch genügen. Und manchmal Rühreier zum Frühstück. Richtig. Ja, davon habe ich gar nichts. Von meinen Eiern hast du nichts, da hast du recht. Ja, noch weniger. Also, ich verlinke unsere Artikel oder meine Artikel immer, damit meine Kollegen besser. Hier immer gleich meine hochverehrten geschätzten Kollegen. Ich denke immer, dass du es aus Versehen verlinkst, weil du hast da nur Links drin. Ja, damit ihr gleich gucken könnt, um was es geht, damit ihr mitsprechen könnt, wenn ihr nicht informiert seid. Deswegen. Ich finde, dass du das erwartest von uns. Ich dachte, das ist nur so für dich, die Link. Ich erwarte von euch Mitarbeit, ja? Richtig. Also, okay. Alter, was ist los mit euch? Hier, der eine kommt nur zum Kaffeesaufen, wieso, der andere hier... Wieso mit euch? Aufs Klo. Wieso mit los? Euch? Ich habe mir doch das angeguckt. Ja, das sagst du jetzt. Ja, jetzt erzählst du halt bitte weiter. So, bitte. Jana, also, der Ordner vor der Bühne nimmt seine Sicherheitsweste ab. Guckt zu ihr hoch und hält die Sicherheitsweste so in ihre Richtung und sagt... Für den Schwanz, sie macht doch keinen Ordner mehr. Geil. Und dann sagt sie total verdutzt... Was für Schwachsinn. Hat er das Mikro noch so in der Hand. Was ist los? Dann hat er gesagt, ja, die Scheiße mache ich nicht mehr mit. Das ist ja Holocaust-Verleugnung hier. Das mache ich nicht. Krass.
Und dann von außen hörst du dann schon, jetzt lass doch die mal reden. Du hörst schon so rein. Schon gesagt, nee, die Scheiße mach ich nicht mit. Geil. Und dann kommt die Polizei und geht halt mit ihm so weg. Und dann fängt sie das Weinen an. Aha. Also da hat sie dann schon das, was denn, nee, dann sagt sie noch, was denn für eine Scheiße, ich habe doch gar nichts gesagt. Mhm. Also sie ist sich nicht mal bewusst, aha, was sie gesagt hat. Was sie überhaupt gesagt hatte mit diesem Vergleich von dem Nazi-Regime, Sophie Scholl und ihrem Leben halt. Mhm. Das hat die nicht begriffen. Die hat's ja, klar, nicht, natürlich, das ja. hat sie nicht begriffen. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten Angst macht, ist, dass sie das nicht begriffen hat, weil, um der ganzen Sache nur vorauszugreifen, die hatte später ihre Rede dann trotzdem nochmal gehalten. Genau dieselbe Rede. Also, hat sie nicht das Mic gedroppt oder was? Das kam dann, also sie hat dann das Weinen angefangen, da kam ein anderer auf die Bühne mit drauf und wollte sie so ein bisschen trösten oder sowas. Dann hat sie aus lauter Zorn, wie so ein kleines, zorniges Mädchen, hat sie so ein bisschen mit Fuß aufgestampft und hat das Mic gedroppt und ist von der Bühne gestanden. Ja, mehr als ein. So geil. Wie alt ist sie denn? Ich weiß es nicht. Ich habe mir in dem Moment nur gedacht, was ist in ihrem Leben das oder arme Mädchen, oder ab wann? Die versteht doch gar nicht, von was sie redet. Ab wann ist es in ihrem Leben so falsch gelaufen, dass sie sich auf die Bühne stellt und mit Sophie Scholl vergleicht? Ich meine, der Vergleich ist sowas von unglaublich dreist. Weil sie nicht weiß, von was sie redet. Ja, ich meine, das ist halt das, was wir in unserer jetzigen Situation, in unserem jetzigen Leben haben. Uns geht so gut. Ja, eben. Dass wir überhaupt keine Ahnung haben, von wie es den Leuten früher gegangen ist. Eben, und dass wir und jetzt schon denken, in unseren ganz klitzekleinen öffentlichen Beschneidungen, die wir gerade erleben, oder in diese kleinen Bevormundungen, sage ich mal, die wir gerade so haben, da machen die schon so ein Fass draus. Halt. Ja, und schau mal, das ist eine Jugendliche, die ist ja noch viel weiter weg von dem Ganzen als wir, wo die Eltern noch, die Großeltern noch im Krieg waren und sowas. Ja. Und sowas hat die vielleicht gar nicht mehr. Also die hat keine Zeugen, die ihr erzählt haben, wie schlimm das damals war. Und weiß auch nicht, ob die heutzutage in der Schule noch so krass damit konfrontiert werden. Und, also, und dann ist halt noch so, dass Jugendliche ja immer beeinflusst werden von anderen Sachen, von anderen Menschen und sowas. Ja. Was weißt du, was wie ihre Eltern drauf sind, was das für Aluhutträger sind und was weiß ich. Ja. Und wie sie indoktriniert wurde. Die weiß gar nicht, von was die redet. Also es ist erschreckend, war das. Das war echt erschreckend. Toni? Nadine, du triffst es gerade ganz gut, weil das ist genau das Problem. Diese ganzen Aluhutträger und Querdenker und weiß der Geier was, die relativieren das die ganze Zeit. Und das ist ja ist ja schon die ganzen letzten Wochen so, dass die irgendwelche Plakate haben, wo irgendwas draufsteht mit keine Ahnung, Corona-Maßnahmen ist gleich Judenverfolgung oder sowas. Ja, ja, die wirklich. Doch auch diesen Judenstern hatten sie doch eine Zeit lang, wo ungeimpft drauf stand oder genau, so. Genau, genau, ungeimpft, ja. Haben und sie das den ist Judenstern genommen, den man aus dem Dritten Reich kennt und haben ungeimpft draufgeschrieben, haben sich den draufgeklebt auf ihre Klamotten. Und so relativieren die dieses ganze damalige Regime und diese ganze Zeit. Krass. Ja. Da hat doch irgendein kleines Mädchen, war doch auch schon auf der Bühne und hat davon geredet, dass sie wie Anne Frank ist. Das ist doch irgendwie nur das Gleiche. Ja. Ihre das Kinder, die nehmen ja teilweise furchtbar. Ihre Kinder mit, genau. Naja, da gibt es ja Telegram-Gruppen, wo halt extra drinsteht, so, ey, nehmt ruhig eure Kinder mit und stellt sie mit in die ersten Reihen, dann sind die Bullen ruhiger und dreschen nicht gleich drauf los und solche Geschichten halt. Ja, klar, aber ich meine, die Kinder kriegen das von den Erwachsenen eingegeben. Ist so die krass, können am wenigsten dafür halt. Ja, die Kinder checken das gar nicht, die machen nein, da halt mit einfach. Nicht. Ja, logisch. Das ist, also wir haben momentan eine ganz schlimme Situation mit diesen Querdenkern und mit diesen Reichsbürgern und der AfD vor allem auch im Bundestag mit dieser Demokratiezersetzung, mit dieser langsamen, die da stattfindet. Rezo hat dazu ein krasses Video gemacht. Yo, in diesem Video geht es um Corona. Vor allen Dingen um Leute, die auf Masken, Abstände und ihre Mitmenschen scheißen, damit die Pandemie weiter vorantragen und so dafür sorgen, dass nicht nur mehr Menschen erkranken, sondern wir auch alle zum Ausgleich mehr Einschränkungen aushalten müssen. Also ein gutes Video sogar. Das absolut. Ist auch gar nicht so lang. Ist auch 17 Minuten, 18 Minuten. Ja, ja. Diesmal keine Überstunde. Nee, nee. Wo halt wirklich auch wieder mit Fakten wirklich brilliert wird, wie sich unser Rechtsstaat gegenüber diesen Querdenkern verhält. Und das macht mir Angst. Tatsächlich macht mir das so richtig Angst. Die konnten ja, also diese Querdenker-Demo, Toni gleich, ja. Das damalige Datum, wo die Reichspogromnacht war. 9.11. Bitte? 9.11. Genau. Unser Jahrestag übrigens. Oh. Stark. Konnten ja super, geile Leistung. Wollte die jüdische Gemeinde und irgendwie ein paar Vereine wollten ja eine Gedenkveranstaltung
auf die Beine stellen und sowas. Und das wurde untersagt. Aber im Gegenzug durften die Querdenker und sowas demonstrieren. Letztes Beispiel, weil wir haben nicht so viel Zeit. Die Querdenker haben am Gedenktag der Novemberpogrome eine Demo veranstaltet. Zur Erinnerung, das war, als die Nazis einfach so rumgezogen sind, massenhaft Juden umgebracht haben und Synagogen oder andere jüdische Gebäude niedergebrannt haben. An dem Gedenktag machen sie dann eine Kundgebung mit dem Titel Geschichte gemeinsam wiederholen. Und die Kundgebung war übrigens um 18.18 Uhr. Komische Uhrzeit, war bestimmt nur Zufall. Ja, oder es ist halt typischer Nazi-Code für Adolf Hitler. Also, wenn der NRW-Innenminister sagt, es gibt keine nachweisbaren Verbindungen zwischen Rechten und Querdenkern, dann bin ich in dieser Sache entweder besser informiert als der Innenminister, was scheiße wäre, oder er weiß es eigentlich besser und sagt das nicht so deutlich, was auch scheiße wäre. Also das Gedenken darf nicht stattfinden, aber die dürfen demonstrieren. Das ist Zersetzung von Demokratie in meinen Augen. Das gibt ein völlig falsches Zeichen für alle Menschen da draußen. Du kannst ja irgendwann den Staat nicht mehr ernst nehmen. Ja. Sind es zwei unterschiedliche Sachen irgendwie mit Versammlungsfreiheit und... Na, es wären beides angemeldete Großveranstaltungen gewesen, jetzt zur Corona-Zeit. Ich meine, was soll das? Bei den einen weißt du genau, die halten sich nicht an die Regeln, haben keine Masken auf, weil sie darauf keinen Bock haben. Und bei den anderen hättest du gewusst... Aber ich glaube, du kannst Demos halt nicht verbieten. Ein Gedenken halt kannst du wahrscheinlich eher verbieten, aber Demos nicht... Ja, aber da musst du dich dann irgendwann fragen, wie weit darf es gehen? Hm. Ab wann ist ein demokratiefeindliches Verhalten wirklich so schlimm, dass es anfängt zu wirken halt? Und das macht's bei denen. Okay. Und die AfD hat ja dasselbe Ding gemacht. Sorry, Toni, ich bin gerade in dem Redeschwall. Ich bin gerade im Laberlauch-Modus. Laberlauch. Die AfD hat es ja genauso gemacht zu der aktuellen Stunde, die ja da war, zwecks Corona-Maßnahmen und zwecks irgendwelchen Geschichten Bundestags, bla bla bla. Wenn ihr es wissen wollt, googelt es nach. Hat die AfD ja, also ein paar von den Leuten haben ja irgendwelche Gäste eingeladen gehabt, irgendwelche rechte Blogger und rechte YouTuber und keine Ahnung. Und die haben dann im Bundestag, haben die Abgeordneten bedrängt. Mit Videoaufnahmen und Kameraaufnahmen und lauter so Zeug und haben die beschimpft und angeschrien da drin. Krass. Ich meine, Alter, das kann es doch nicht sein, oder? Also, ich ganz ehrlich, das geht halt direkt zurück auf diese ProSieben-Dokumentation, die wir da gesehen hatten. Ja. Also Toni und ich zumindest. Wo halt der Mann aus dem Innenministerium, glaube ich, war das, oder? Der wo dann irgendwann gesagt hat, hätten sie mich vor ein paar Jahren gefragt, ob unser Rechtsstaat... Nee, das war der Verfassungsschutz, sorry. Ach, der Chef vom Verfassungsschutz, der gesagt hat, hätten Sie mich vor ein paar Jahren gefragt, ob unser Rechtsstaat, unsere Demokratie in Gefahr ist, hätte ich gesagt, nee, ist nicht. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, dann würde ich ganz definitiv offen und ehrlich sagen, ja, ist in Gefahr. Das ist jetzt übrigens auch ganz, da kann ich jetzt direkt einlenken, der Verfassungsschutz hat jetzt diese ganze Querdenker-Dings auf dem Schirm. Jetzt. Ach, auch schon. Ja. Ja, schnell. Ich finde es halt so geil, weißt du, da sagen schon Leute Monate voraus, warum... Macht ihr da nichts dagegen? Warum dürfen die das? Warum darf das so sein, wie es ist? Und keiner macht irgendwas halt. Antisemitismus in diesen ganzen Schwurblern und Esoterikerbereich. Esoteriker ist vielleicht jetzt schwierig, weil es hängt aber komischerweise immer mit zusammen. Ja, genau, warum das ist immer. Das Heilpraktik, Esoterik, Schwurbler, hängt halt leider immer ein bisschen zusammen. Deswegen muss ich es halt in dem Zusammenhang nennen, ohne dass ich jetzt meine, dass alles, was aus der Heilpraktik kommt, schlecht oder falsch ist. Ja. Aber ich muss das bloß ein bisschen klarstellen. Ja, ist schon okay. Da ist immer der Antisemitismus ganz weit verbreitet. Ja. Da schwingt immer Antisemitismus mit. Und das ist halt, das darf man einfach nicht vergessen und relativieren halt auch. Es ist genau dieselbe Geschichte mit diesen Reichskriegsflaggen, ne? Da haben dann irgendwelche Bundesländer haben angefangen, in Eigeninitiative die jetzt zu verbieten halt. Ja, warum geht man da nicht bundesweit her und sagt, okay, pass auf, Reichskriegsflaggen sind in ganz Deutschland verboten. Fertig. Aber nein, Reichskriegsflaggen ja eben nicht. Aber das ist unser föderales System. Hast ja auch mit einem Bildungssystem. Du hast überall einfach nochmal deine Grundregeln. Ich meine, es ist ja in jedem Bundesland trotzdem, du hast deutschlandweit gewisse Grundregeln, aber jedes Bundesland hat dann nochmal seine eigenen Regeln und das merkt man im
Rauschgiftgesetz, sage ich jetzt mal, was Cannabis betrifft. In Bayern ist es am verschärfsten. Und, am schärfsten. Am schärfsten, ja. ja, sorry. Und, aber verschärft ist es definitiv, ja. Und auch mit Verkehrsregeln und so ist es auch immer unterschiedlich. Also da das ist halt wieder das, dass... Ja, und die Bildung halt. Bildungspolitik ist ja auch klar. Ländersache. Ist ja auch keine Bundessache. Und das ist dieses föderale System und das macht es eben da schwierig. Deswegen hast du auch keine Corona-weiten Grundregeln, sondern jeder Bundesstaat regelt... Bundesland. Corona-weite Grundregeln, auch geil. Deutschlandweite Corona-Regeln. Corona-weite. Bundesweite. Ja. Bundesgleichheitliche. Ihr merkt schon, ich hab's mit dem Reden heute wieder. Ja. Ja, das ist halt echt ganz schwierig. Ich habe gerade noch mal ein interessantes Ding. Wo habe ich denn das letztens mitgekriegt? In irgendeinem Podcast. Da gab's jetzt ein Gerichtsverhandlung, weil da hat ein Typ einen schwarzen Mitarbeiter. Ach ja. Warte mal, wie hat er hat vor ihm Affengeräusche gemacht und sich über den lustig gemacht, indem er Affengeräusche gemacht hat. Mhm. Der wurde aufgrund dessen vom Arbeitgeber gekündigt und rausgeworfen und der hat dann geklagt. Richtig. Und wisst ihr, was sein Argument ist, warum er geklagt hat? Weil es war ja nur Meinungsäußerung. Leute, wir sind jetzt schon so weit, dass jemanden beleidigen und seine Ehre, ne, sein ihn in grundlegend auf alles zu reduzieren. Grundlegend aufs Niederste zu formieren und diffamieren. Ey, es ist schon zu und spät. Und dann das als Meinung. Und das als Meinungsfreiheit auszulegen. Ja, das, ja, das ist einfach furchtbar. Es ist einfach furchtbar. Ja, und da fangen wir wieder damit an, dass diese Zersetzung schon lange begonnen hat. Weißt du? Ja, eben. Diese Zersetzung, dass man einfach sagen kann, was man will, das hat man bei der AfD gesehen, wenn die im Bundestag sprechen oder wenn die, was die für Aussagen machen. Da gibt's haarsträubende Aussagen, die aber dann einfach. Die werden dann einfach wieder konform halt, ne? Das traut man sich dann einfach wieder zu sagen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Genau, ne? Das ist das. Da ist der Punkt wieder. Das wird man doch wohl sagen dürfen. Aber nein, wenn du jemanden beleidigst und seine Menschenwürde antastest, dann ist es keine Meinungsäußerung mehr. Und dann darfst du das auch nimmer sagen. Ja. Und doch, du darfst es dann sagen, aber du wirst da dann rechtlich dafür belangt. Du musst halt mit den Konsequenzen leben, richtig? Genau. Und wenn du dann nicht damit leben kannst, hast du halt verschissen. So, ich würde sagen, wir cutten das hier jetzt mal, weil das wird jetzt sehr extrem. Themen. Kommen wir mal zu leichteren Themen, nämlich der PlayStation 5. Genau, ein leichtes Thema, PlayStation 5. Und zwar nicht die PlayStation 5, sondern nur der Karton. Weil da geht es momentan wieder ab auf eBay. Und zwar gibt es Kartonangebote für das Höchste, was ich gesehen habe, waren 50.000 und 500 Euro. Ich frage mich immer, ob das dann wirklich bezahlt wird. Also, ich habe das nachgelesen tatsächlich, weil ich mir auch gedacht habe, das kann ja wohl nicht sein, weil ich habe dann PlayStation 5 Angebote gesehen für 1200 Euro und ich mache jetzt hier gerade eins auf. Genau, hier sind wir nämlich bei 50.000 und 50 Euro, 32 Gebote, das ist jetzt beendet. Und dann habe ich geguckt und dachte mir so, wie ist denn das? Kann ich da zurücktreten oder ist das wirklich ein Vertrag oder kann ich mich da einfach rausreden? Ja. Und gesetzlich gesehen ist es ein Vertragsabschluss. Krass. Gesetzlich gesehen musst du es bezahlen. Und vor allem kann da keiner was machen, weil die Leute schreiben ja eigentlich im Text rein, dass es sich nur um den fucking Karton handelt. Das steht ja sogar im Titel. Pass auf, ich lese es kurz vor für uns alle. Hier steht Sony PlayStation 5 PS5 Disc Edition Day One Karton / Verpackung. Das ist die Überschrift. Ja. Und in der Artikelmerkmale steht neu. Sonstige, siehe Artikelbeschreibung, neuer, unbenutzter Artikel ohne Gebrauchsspuren, Marke Sony. Die Originalverpackung ist unter Umständen nicht mehr vorhanden. Nee, das ist nur der Artikelzustand. Du musst das da unten lesen. Ach so, genau. Und dann kommt unten drunter. Aber trotzdem, hier steht halt erstmal dieses, ne, sie bieten auf und sowas.
Und das kann schon verwirrend sein, sage ich mal, weil hier auch Modell steht, Sony PlayStation 5. Es steht da, das ist aber bisschen, der Standardtext, ne? Von eBay, genau. Der zum Artikel Zustand ist. Und dann steht hier drunter, sie bieten hier auf einen Sony PS5 PlayStation 5 Diskussion Originalkarton in Weiß. Sie bieten hier auf einen bereits geöffneten Karton ohne Inhalt. Lediglich die Verpackung ist im Lieferumfang enthalten. Es wird keine PS5 PlayStation 5 angeboten. Das steht hier drin. Das ist schon groß geschrieben. Und somit ist der Verkäufer auf gesetzlich gesehen sicherer Seite. Ja. Und dieser Mann hat hier 50.050 Euro gemacht. Das ist doch unfassbar. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand wirklich bezahlt. Wahnsinn. Also ich, keine Ahnung, wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, ob du... Ey, vor allem, wenn du so viel bietest, dann musst du doch mal den Text genau durchlesen. Ich meine... Und selbst wenn es wirklich die PlayStation wäre, warum 50.000 Euro für eine PlayStation? Ich glaube, dass das jetzt nur noch Fake-Accounts sind. Ich glaube nicht mehr, dass das hier noch original richtige Accounts sind. Da macht sich einer Spaß draus oder so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, aber willst du einen Spaß machen, wenn du es nachher wirklich bezahlen musst? Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der 50.050 Euro bekommt. Das ist doch unnormal. Ist Toni wirklich, wieder eingefroren? Oder? Ich bin schon noch da. Er blinzelt noch. Selbst wenn es wirklich eine PS5 wäre. Ja. Warum 50.000 Dollar? Das ist doch Quatsch. Ja, das ist alles schon wieder so komplett absurd, was da gerade wieder abgeht einfach. Ich meine, schau mal, hier stehen auch Angebote drin. Also hier branded new PlayStation 5 Konsole für $1,799. Ich meine, wer zahlt denn sowas? Leute, die Geld locker haben. Die Geld scheißen, oder was? Ja, für die das halt nur Peanuts sind. Ja. Und das sind bestimmt Leute, die auf die Straße gehen und sagen, ja, hier, Maskenpflicht schadet uns. Ja. Naja, und dann bieten sie für 1.000 Euro auf die PlayStation, die Hälfte eigentlich kostet. Also hier sind 1, 2, 3, 4 Angebote jetzt, die ich hier gerade sehe und alles über 1.000 Euro. Ja. Naja. Also das ist unglaublich. Ich kann es mir nur so vorstellen, wie wenn du in WoW 100.000 Gold hast, dann kaufst du dir halt auch mal kurz einen Mount für 20.000, weil es dir egal ist. Ja, weil du es ja hast. Und es gibt bestimmt auch in echt solche Menschen, die haben einfach so viel Geld, dass ihnen halt 1.000 Euro gewünscht sind. Ja, weißt du, ich weiß doch, dass die PS5 eh bald wieder irgendwann auf dem Markt sein wird. Ja, die wollen sie halt jetzt und sie haben das Geld. Ja, ja. Okay. Toni. Was mich halt ein bisschen wundert, ist, dass das halt immer noch funktioniert. Ja, das, ja. Weil das war bei PS3 und Xbox 360 Zeiten, war das absolut schon gang und gäbe. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat das die ganze Zeit gemacht. Der hat diese Kartons so sauteuer einfach verkauft. Wo hat er denn her? Funktioniert bei ihm? Nee, der hat sich halt dann, keine Ahnung, der hat sich halt die Kartons hat's von irgendwelchen... Nein, der hat sich die halt... Ausgedruckt und so. Ja, genau, und hat die auf den Karton draufgeklebt und dann hat er sie verkauft. Genau. Mhm. Ja, jetzt muss er schon mal erklären. Nee, der hat sich halt die Kartons von Freunden oder so genommen und hat die dann halt weiter verkauft. Okay. Krass. Ja, und das hat bei ihm funktioniert und er hat keinen aufs Maul gekriegt von irgendjemand? Nee. Krass. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und ich verstehe halt nicht, warum immer noch Leute drauf reinfallen. Aber hat er nicht mal irgendwie dann böse Mails oder so gekriegt dann? Ja, mit Sicherheit. Ja. Natürlich. Ja. Der hat da Leute halt abgezockt. Ich meine, der kriegt dann auch schlechte eBay-Bewertungen und so Zeug wahrscheinlich. Ja, klar. Aber. Ja, wenn das die einzige Sorge ist, die du nach so 5, 6 Verkäufen gemacht hast, dann. Ja. Ne? Aber vor allem auf der einen Seite ist halt, wenn du es halt reinschreibst und die Leute so dumm sind und darauf bieten. Ja. Ja. Ja, klar, ich meine, auch in dem Text, wir haben es jetzt gerade gesehen, es steht ja offenherzig drin, es ist ein Karton, es ist keine PS5, es ist ein leerer Karton, der wurde schon geöffnet, sie bieten hier nicht auf die PS5, aber sondern Menschen auf einen Karton. Aber Menschen lesen halt nicht, das ist das Problem. Die sehen das Bild und bieten sofort. Dann bieten doch keine 50.000 Euro. Nee. Ja. 50.000 Euro ist Irrsinn. Ja. Krass. Naja. Ich verstehe es. Ich verstehe es auch nicht. Wir werden es nie verstehen. Nee, wahrscheinlich. Hast du noch ein paar gute Nachrichten, Flo? Nein. Heute gibt es keine guten Nachrichten. Ich habe eine schlechte Nachricht, The Expanse wird eingestellt. Nein. Ja, es wird noch eine Staffel geben. Aber Biohackers geht weiter, oder? Biohackers geht weiter. Ah, okay. Aber ist auch Amazon und nicht Netflix. Ja, Expanse wird eingestellt, eine Staffel wird es noch geben und dann ist es rum. Aber ganz ehrlich, vielleicht ist es auch gut so, bevor es ein Quatsch wird. Das sagst du, das ist deine Meinung, aber die muss ja nicht richtig sein.
Muss nicht richtig sein. Ne? Ich kann auch damit leben, wenn ich mal nicht recht habe. Ja, ja, das sagst du jetzt so, weil das Mikrofon mitläuft. Kann auch einfach mal meine Klappe halten. Die Sache ist halt, für mich hat die Serie jetzt gerade erst so richtig, mir hat die Serie gerade so das Gefühl gegeben, als würde es jetzt gerade erst richtig anfangen, weil in der letzten Staffel sind halt eben diese ganzen Ringe aufgegangen, dieses ganze Portalsystem, unendliche Galaxien. Wir könnten Shadowlands. Was? Wie in Shadowlands. Wir könnten jetzt unendliche gute Taschendimensionen. Episoden erleben in dieser Serie mit Außerirdischen, whatever. Und jetzt hört es dann irgendwann auf. Also ich finde es schade. Schade auch für Deutschland. Aber war nicht nach der ersten Staffel, wurde die dann nicht irgendwie abgesetzt? Und dann wurde sie wieder neu? Ja, ja. Und dann hat Amazon sie gekauft und weitergemacht. Nach der zweiten wurde sie bei... Es war eine Sci-Fi-Original-Serie von Sci-Fi, wurde sie nach der zweiten Staffel abgesetzt und dann hat Amazon-Chef gesagt, ich bin großer Fan von der ganzen Sache und wir machen das weiter. Da hast du, glaube ich, denke ich, immer generell Schwierigkeiten. Wenn du schon mal einen Neustart oder einen nochmal Auflegen versucht hast, was heißt nochmal Auflegen, aber halt so eine Wiederbelebung versucht hast, das ist halt immer echt schwierig. Ich weiß gar nicht. Glaube jetzt ganz ehrlich gesagt nicht. Ich glaube einfach, dass die Fanbase von The Expanse einfach nicht groß ist. Das ist halt vielleicht, wenn es auf Netflix gelaufen wäre, wäre es vielleicht besser gelaufen. Aber Amazon ist halt immer noch irgendwie hinterher. Also ist irgendwie nischiger, weil du einfach da die Sachen dazu ins Gesicht geschmissen hast. Ja, und ich finde... Aber Amazon hat auch Werbung sogar für Expanse immer gemacht. Ja, aber ich glaube immer noch... Wie gesagt, die Fanbase von The Expanse ist einfach so wie von Babylon 5. Es gibt halt eine harte Fanbase, die das abfeiert und gut findet und das war's halt dann. Das und zieht halt nicht den Casual Binger. Ich meine, auf Facebook zum Beispiel gibt es die The Expanse Fangroup. Ich glaube, da sind 680 Leute drin. Das ist halt, marginal. Ja, krass. Ja. Und wie viele Staffeln gab es dann insgesamt? Also wenn jetzt noch eine kommt? Sechs. 206 ja, Staffeln. Komm, das reicht ja auch. Ja, aber irgendwann. Die Bücher, ich meine, das geht ja alles nach Büchern. Und die Bücher, also normalerweise geht es bis 9, glaube ich. Es sind 9 Bücher. Also Hashtag ungeprüft, können auch bloß 8 sein. Ja, aber du weißt ja gar nicht, wie weit, also heißt ja, wir wären jetzt Staffel im vierten Buch oder sowas. Wir wären jetzt im vierten Buch irgendwie. Oh, okay. Also krass. Es wäre noch, also für die Buchfans ist es halt doppelt so hart, weil es hört jetzt dann mittendrin einfach auf. Okay. Weil anscheinend die Serie geht schon sehr nach den Büchern von der Storyline her und sowas, aber das ist halt für die dann noch... Dann muss man halt die Bücher weiterlesen. Ja, wollte ich ja gerade sagen. Flo, dann musst du halt die Hörbücher geben. Gibt's ja auch als Hörbücher oder so. Ja, gibt's als Hörbücher. Okay. Ja. Aber ich habe so viel Zeit für Hörbücher, wie ich Zeit habe für Podcasts. Ja. Stark. Ja, schade, Schokolade. Ja, eine gute Nachricht. Wonder Woman 1984 soll jetzt tatsächlich dieses Jahr noch erscheinen. Und zwar hat Warner hat gesagt, sie wollen es doch noch bringen und zwar im Dezember und zwar am 23. Dezember soll der Ausstrahlungstermin sein. Kurz vor knapp. In Kinos. Ja. Beziehungsweise, nee, hier steht, Release-Termin ist der 25. Dezember. In Kinos und auf HBO Max. Ach in komm. Streaming-Form. Das ist für uns natürlich geil. Weil das heißt, das ist Sky und auf Sky werden wir es nicht sehen, weil wir keinen Sky haben, aber dafür... Der hätte sich jetzt fast einmal lohnen, weil auf Sky jetzt schon verschiedene Serien kommen, die wirklich auch Sinn machen. Mhm. Also da mal wieder Sky-Ticket anzuschmeißen, ist, glaube ich, eine gute Investition. Moment, ja, da komme ich ins Spiel. Sky-Ticket und Sky ist nochmal ein Unterschied. Also es kann sein, dass die HBO Max-Sachen nicht unbedingt auf Sky-Ticket sind. Oh, komm, stimmt, das könnte natürlich auch sein. Vielleicht ja aber auch auf Sky Go. Oh mein Gott. Ich hasse es. Das ist mir alles zu kompliziert, da warte ich lieber. Ja, bis man dann wieder ins Kino kann. Ist halt schwierig, oder? Wir gehen mal wieder ins Kino, ja. Ich meine, ja, vielleicht läuft es ja trotzdem bei uns in den Kinos. Achso, wir können ja momentan in den Kinos. Momentan ist alles zu. Ja. Scheiße. Ja, supi. Aber das wäre auf jeden Fall mal ein Film, wo es sich wieder lohnen würde, ins Kino zu gehen. Ja, definitiv. Das hätte sich auch bei Ding gelohnt. Bei. Wie heißt's? Tenet. Hätte sich's auch gelohnt. Den haben wir, der ist völlig an uns vorbeigegangen, ja, der Film. Ja, mir auch. Aber ich kenne den Namen, ich weiß, dass es irgendwie so ein Hype war, aber ich habe keine Ahnung, um was es da ging. Oder. Nee, der wurde deswegen gehypt, weil es halt einfach der einzige vernünftige Kinofilm war. Ja. Der vernünftige einzige neue Blockbuster. Kinofilm. Blockbuster. Ja, ist mal, ich meine, es gab Kinofilm. Schon andere Filme auch, aber die waren halt nett. Was gab es? Das Kaiserschmarrn-Drama gab es auch noch. Oh, wow. Alter, wir reden hier von Filmen, nicht von ZDF-Serien. Aber es war auch ein neuer Film. Ja, toll. Wow. Aber kein Blockbuster.
Furchtbar. Ja, also ich verstehe so ein bisschen nicht ganz, was mit Warner los ist. Ich meine, du machst jetzt in einem Lockdown in Europa und in Amerika eh so ein bisschen, bringst du den Film jetzt doch ins Kino? Also ich verstehe, entzieht sich auch irgendwie meinem Verständnis, was sie da machen. Ne, ich glaube, dass die einfach den Film jetzt nochmal reinballern wollen, weil falls dann doch irgendwelche Oscar-Verleihungen sein sollten, 2021. Mit einem Film? Tenet hat gewonnen und Wonder Woman. Yay. Naja, es gab ja am Anfang des Jahres ein paar Filme. Vielleicht müssen die dann nächstes Jahr einfach diese Regel ändern, dass Filme im Kino gelaufen sein müssen, weil sonst haben sie niemanden zum Nominieren. Alter, was für ein Scheiß, ey. Ohne Witz. Was für ein Scheiß. Aber das wär der Punkt, wo vielleicht Wonder Woman einen Oscar gewinnen könnte. Das ist der einzige Film, der im Kino lief. Ja. Wahnsinn. Ja, supi. Nee, also seltsam. Ganz seltsam. And the Oscar goes to Wonder Woman. Again. In jeder Kategorie einfach. Ja, genau. Ja, nee, Tenet ist ja auch gelaufen. Also 20, der könnte auch. 20 Oscars. Aber der war zu verwirrend. Ach so, der war zu verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Der Film ist so an uns vorbeigegangen, das ist... Kein Plan. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal im Kino waren. Schau. 1900. Es fühlt sich wie ein Jahrzehnt an. Letzter Film war Star Wars? Ja, es könnte echt... Also ja. Wahrscheinlich irgendwas, was halt noch im Dezember gelaufen ist, weil dann im neuen Jahr konnten wir ja nicht mehr ins Kino gehen, weil dann war es ja schon ziemlich vorbei. Naja, also das ist schon drastisch gesagt. Das war ja erst ab März. April... Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir das deswegen nochmal im Kino waren. Also, ja, schon, jetzt, aber ihr hättet theoretisch ja noch gehen können. Theoretisch. Ja, aber wir waren nicht. Und ich fragte, wann waren denn wir das letzte Mal im Kino? Nicht, wann könnten wir das letzte Mal theoretisch gehen? Keine Ahnung. Also, es war wahrscheinlich tatsächlich Star Wars Episode 9, ne? Wo wir zusammen in Cine Magnum waren. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, weil danach waren wir nicht mehr im Kino. Ja. Ganz sicher nicht. Kam ja nichts mehr, was uns interessiert hat. Doch. Oder kam der. Was? Ihr wart doch nur nochmal in einem Film. In was denn? Joker danach? Nee, Joker war 2 Jahre vorher. Ja, das habe ich mir jetzt auch gerade gefragt. Wann kam denn der Joker eigentlich? Was, 2 Jahre? Nee, Joker kam letztes Jahr, glaube ich. Doch, Joker kam letztes Jahr, aber der kam... Hashtag ungeprüfte Weiten sind wir gerade. Oh, der Witz. Da war doch aber ihr war doch dann nochmal in einem Film. Wir haben doch drüber geredet. Ihr war doch dann noch in einem Film drin. Das weiß ich noch. Was lief denn da am Anfang des Jahres? Ja. Ist ja scheißegal, wir kommen auch nicht mehr drauf. Jetzt, doch, wir kommen drauf. Ihr müsst nur weiterreden. Ich bin gleich soweit und sag euch genau, kannst mich deine Tickets nachvollziehen. Und welches das letzte Ticket? Da, tatsächlich, Star Wars. Aufstieg und Skywalker. Joker war davor. Also doch, Joker war natürlich davor. Joker war am 27.10.2019. Ja. Ja, hier Toni vor 2 Jahren. Und war Star gar nicht Wars vor 2 Jahren. Ja, sorry. Aber ihr wart... ich hab gedacht, dass ihr schon mal noch in einem Film doch, wart. Doch, schon. Wir waren 2020 im Kino und zwar am 4.1. in Star Wars Skywalker. Ach so, noch einmal. Ach, das war im Januar erst, wo wir zusammen waren? Ganz waren, knapp. Ja, stimmt, ja. Drin. Weil wir am 19.12. haben wir den nämlich schon gesehen gehabt, den Star Wars. Und dann sind wir mit dir nochmal im Januar rein. Und dann sind wir mit dir im Januar rein und das war das letzte Mal. Egal, das interessiert jetzt auch niemand. Wow, Leute, jetzt live dabei. Das ist so gut. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wann ihr das letzte Mal im Kino Richtig. Wart. Das würde mich mal interessieren. Ja. Schreib uns das mal. Meine Katze steht gerade hinter mir, guckt mich erwartungsvoll an und schreit mich einfach nur an. Ich weiß ja, was sie will. Das macht der Bube andauernd. Wollen wir jetzt überhaupt noch mal eine Pause machen vor dem Fundstück? Ja, wir hatten doch schon eine Pause. Oder? Wir hatten ja eine Pause, deswegen machen wir jetzt Fundstücke. 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 Okay. Fundstücke. Ich lass jetzt kurz Annie raus. Genau. Ah, ich tippe was in mein tolles. Gibt's dann überhaupt einen Pausensong dieses Mal? Ja. Keine Ahnung. Leute, der Pausensong kommt jetzt. I feel you crumble in my arms down to your heart of stone. You bled me dry just like the tears you never show. I feel you crumble in my arms down to your heart of stone.
you bled me dry just like the tears you never show. Why don't you take what you want from me? Take what you need from me. Take what you want and go. Why don't you take what you want from me? Take what you need from me. Take what you want and go. I never needed anything from you, and all I ever asked for was the truth. You showed your tongue and it was forked in two. Your venom was lethal, I almost believed you. Yeah, you prayed on my every mistake, waited on me to break, held me under hoping I would drown. Like a plague, I was twisting away, trying to find my way out, find my way out. I feel you crumble in my arms down to your heart of stone. You bled me dry just like the tears you never show. Why don't you take what you want from me? Take what you need from me. Take what you want and go. Why don't you take what you want from me? Take what you need from me. Take what you want and go. Hallo. Toni. Toni ist zurück. So, Toni ist zurück. Wir haben das Fundstück der Woche jetzt. Fundstück der Woche, Toni ist zurück. Wir haben den Song gehört, alles gut. Wir sind wieder auf Spur und zwar Fundstück der Woche. Der Flo hat was gefunden in dem Comic. Und zwar haben wir, Nadine und ich, den wunderbar fantastischen Comic gelesen, Die unfassbare Welt von Barbarcolor. Von André Lux. Barbarcolor. Genau. Und André Lux macht Strichmann-Kunst. Ja, die Review gibt es schon auf unserem YouTube-Kanal. Genau. Und in diesem Comic ist das Fundstück versteckt. Und zwar eine Telefonnummer in dem Comic-Strip. Und zwar Mops reiten im Elsass. Das ist so eine Anzeigenseite mit so Kleinanzeigen. Kleinanzeigen. Mops reiten im Elsass. Und da steht, da ist eine Nummer dabei und die rufen wir jetzt an. Live im Podcast. Weil ich wollte wissen, seid ihr dabei? Ich wollte nämlich wissen, was passiert, wenn ich diese Nummer anrufe. Und dann habe ich den netten André gefragt, was passiert denn, wenn ich diese Nummer anrufe, Mops reiten im Elsass? Na, hat er gesagt, probier's aus. Oder? Probier's aus, er weiß es gar nicht genau, wem die Nummer gehört. Der hat die wahrscheinlich einfach erfunden, die Nummer. Oh, ach du Gott. Scheiße. Es kommt bestimmt irgendeine Privat- ist es eine Handynummer? Nix, was weiß. Ihr seid jetzt auf jeden Fall live dabei. Die Nummer ist uns nicht bekannt, aber wir können sie gern mit der Auskunft verbinden. Ach. Die Telekom-Auskunft 11833 kostet 1 Euro. Schade. Langweilig. Ich habe einfach irgendwelche Zahlen erfunden. Schade. Ach Mensch. Kaufen Sie jetzt diese Handynummer. Ja, das wäre wieder, wär so eine verschenkte Gelegenheit für virales Marketing. Halt. Richtig. Mops reiten im Elsass, Leute, leider kein Anschluss unter dieser Nummer. Vielleicht gibt es Mops reiten wegen Corona auch nicht mehr. Das kannst du nicht. Auch vielleicht hat es zugemacht, ja. Und dann hat es die Nummer gleich mit zerrissen halt. Aber es müssen auf jeden Fall ganz schön riesige Möpse sein. Definitiv. Wäre schön, wenn jetzt Dolly Buster reingegangen wäre oder so. Weil die kennen die jungen Leute heutzutage gar nicht mehr. Dolly Buster? Die ist schon gestorben, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Er stickt an ihren riesigen Möpsen. Ich weiß es nicht. Boah, also. Das war jetzt sehr schwarzer Humor. Sehr mobil. Das war freie Meinungsäußerung, oder? Böse Nadine. Böse. Ich hatte einiges mit Dolly Parton. Lebt die Dolly hat, glaube ich, auch große Möpse, Dolly Parton. Dolly Buster lebt noch, oder? 51. Schau. Ja.
Ist verheiratet seit 1997. Ja. Ist schön. Ex-Pornostar. Leidet unter schweren Krankheiten. Ach genau, die hat eine Krankheit. Genau. Oh nein. Ja, ja. Okay. Also ja, doch tot. Nee, schwer krank halt. Naja. Das war jetzt halt. Also, ich glaube, wir müssen hier einiges rausschneiden. In das Podcast. Schneide ich nicht raus. Lass ich alles drin, was ja, du zwei erzählst. Ja, ich krieg dann die Scheiße, aber es passt schon. Sonst bin ich immer hier der Assi. Okay. Weißt du? So ist nämlich wirklich. Jetzt habt ihr es alle hier, mal gehört. Ey, ohne Scheiß, wenn hier einer der Assi ist, dann bin's meistens doch ich. Assi-Toni halt. Noch, ja. Also die jungen Leute kennen den, glaube ich, auch nicht mehr, weil der war ja ganz am Anfang vom Internet, als man sich noch über AOL eingeloggt hat, oder? Oh, da gab es doch den Assi-Toni. Assi-Toni, oder? Ich glaube, den kennt man schon. Keine, ich glaube nicht. Also falls ihr nicht kennt, googelt einfach mal nach Assi-Toni und dann findet ihr das Ganze. Ist auch nochmal zeitgemäß, ne? Ja. Das war noch nie zeitgemäß. Das war auch noch nie zeitgemäß. Genau, und dann könnt ihr gerade, wenn ihr schon dabei seid, so Klassiker aus den Anfangszeiten des Internets zu suchen, könnt ihr auch gleich nach Two Girls, One Cup googeln. Oh, Alter, jetzt, oh, wow. Jetzt ist aber hier die ganz alten Dinger. Und danach, hört ihr euch den Two Girls, One Cup Song an von John LaChoy. Okay. Den könntest eigentlich reinschneiden in der Pause. Packen wir euch alles in die Videobeschreibung. Der ist super. Der ist so super. Es gibt so Sachen, die... Wir haben schon einen Song, der steht im Paper. Wenn ihr euer Paper lesen würdet, wüsstet ihr... Ja, ich hab das schon gesehen. Ich weiß es doch. Zum nächsten Punkt bitte. Und du hättest dann das andere Fundstück doch vorstellen können, wenn die Möpse jetzt so krepiert sind. Herrgott, Maria und Josef. Das andere Fundstück der Woche war die Therapiedecke. Es gibt Decken, die sind 12 Kilo schwer, die wickelt man sich rum, dann fühlt man sich gut. Wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar gelesen. Super. Wow. Okay, da fühlt man sich gut. Sie ist sehr gut. Toni, was hast du gelesen? Ich habe fast nichts gelesen. Ich bin jetzt fast ein bisschen überrumpelt, Leute. Ich habe... Trommelwirbel. Ich habe endlich Descender fertig gelesen. Band 5 und 6 habe ich gelesen. Und ja. Was sagst du zum Abschluss der Reihe? Das ist echt sauschwierig, mich da auszudrücken, weil halt das Ding ist, das ist kein richtiges Finale. Denn es gibt jetzt eine neue Reihe, die heißt Ascender. Die auch vom selben Kreativteam ist, auch von Jeff Lemire und vom Dustin Nguyen. Der heißt Lemire. Was? Jeff Lemire. Lemire. Der heißt nicht Meyer. Meyer. Der Meyer, der Jeff Lemire. Jeff Lemire. Ist er. Lemire. Ja. Ich weiß schon, ganz viele sagen Jeff Lemire. Jeff aber Lemur. Der heißt nicht Meyer. Jeff Lemur. Der Jeff der Lemure. Oh Gott, jetzt stelle ich mir so Lemuren vor. Ja. Mit so einem Namensschild Jeff. Und der Lemurenführer heißt Jeff. Weil er der Einzige, der ist, der Namen hat. Hi, ich bin Jeff. Und ich bin der Lemur. Einzige, genau. Ich bin Jeff. König der Lemuren. Wenn der dann stirbt, dann steckt sich der nächste Lemur das an. Ja, das ist auch Jeff. So wie bei den Goblins. Ja, alles Lemuren. Ja, scheiße, die Goblins, die sich immer den Bart anmalen. Ja. Der den Bart hat, ist der Chef. Da kommt der später noch dazu. Ja, okay. Also, Jeff Lemire hat Descender gemacht und macht Ascender. Genau, Ascender, und das Problem ist, ich kann jetzt halt nichts sagen, weil sonst müsste ich halt spoilern, warum das jetzt so ist. Das ist halt jetzt das Problem. Das Ende von Descender ist aber schon eigentlich sehr, sehr cool gelöst und macht auf jeden Fall extrem viel Bock auf alles, was in Ascender vorkommt und vorkommen wird. Das E-Sender. Edeka-Sender. Lebensmittel einkaufen mit E-Sender. So stark. Gott, Mann, wir sind aber heute auch wieder albern. Dino bist aber heute albern. Jeff Lemur ist der Komik im E-Sender. Ist so kleiner der alberne Podcast-Wagen. Jeff Lemur. Wo ist denn hier das Klopapier? Jeff Lemurs neue Reihe. Wo ist denn das Klopapier? Was? Oh Gott. Du bist so ein kleiner Einkaufswagen und packt alles voll mit Bananen. Oh Mann. Oh shit. Ach, ich hab Tränen. Jeff Lemur kauft beim E-Sender ein. Oh Gott.
Habt das? Ah, nee. Ich drehe gerade richtig auf. Okay. Ja. Jetzt habt ihr mich komplett rausgebracht. findest das Ende ist, also dieses Ende von Descender ist gelungen. Fand ich ganz gut gelöst, weil wirklich endlich mal die Fragen, die seit dem ersten Band im Raum stehen, endlich mal gelöst worden sind. Und die Katze jetzt wieder rein, oder weil du dauernd nach rechts schaust? Ja, weil die Annie schon wieder am Rad dreht. Das ist furchtbar mit der Katze. Und was ich aber sagen muss, ist, Band 4 und 5 hat mich ein bisschen verloren gehabt, weil ich hatte das Gefühl, so langsam bis zum sechsten Band eben, dass die das alles ein bisschen aufgeblasen haben. Okay. Man hätte das, denke ich, wesentlich kürzer erzählen können und wesentlich schneller auf den Punkt bringen können. Mhm. Aber ja, im Großen und Ganzen fand ich die Reihe auf jeden Fall echt gut. Die kann man lesen. Kommt halt jetzt darauf an, was sie mit Essen da draus machen. Muss ich mich halt dann jetzt da auch mal ranmachen. Die läuft gerade, also die ist noch nicht abgeschlossen. Und ich glaube, die sind gerade bei Band 3. Was lasst du schon wieder? Ich wüsste mir leid. Was ist denn? Ich bin wieder im E-Center. Der E-Center. Ich bin schon wieder im E-Center. Oh Gott. Aber das klingt genauso, wie es irgendwie so Oberbayer aussprechen würde. Hast also du schon den neuen E-Center gelesen? Ja, Alter, das ist furchtbar. Das ist dann in meinem Kopf. Oh, ja. Der Kino. Flo, der braucht gar nicht ins echte Kino, weil in seinem Kopfkino ist das beste Programm. Ah, herrlich. Da läuft das geilste Programm in meinem Schädel. Voll, richtig gut. Toni, was würdest du sagen, für wen ist die komplette Reihe gedacht? Wer soll sich's anlesen? Wem könnte es gefallen? Sci-Fi-Fans. Okay. Jeder, der Bock hat auf eine geile Sci-Fi-Story, die gerade mit vielen mit dem ganzen Thema umgeht, was... Ey, komm, Flo, das ist so unfair, Alter. Ich weiß, es tut mir leid. Ich kann auch. Ich schalte die Kamera gleich aus. So kann ich nicht arbeiten. Denk an irgendwas anderes. Ich kann nicht. An Möpse im Elsass. Oh, Scheiße. Mann. Im Elsass, genau. Denk ja, an warum Möpse. Warum erzählt ihr auch sowas mit Lemuren im E-Center? Es ist furchtbar. Das war ich nicht. Sowas, ich habe das nicht sowas erzählt. Sowas dürft ihr mir nicht in meinen Kopf reinsetzen. Ich versuche professionell zu sein. Das seid ja, alles aber das ihr. Entwickelt eine Dynamik in meinem Kopf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen halt. Ja, also auf jeden Fall Sci-Fi-Fans greifen zu. Wie heißt denn der Begriff, wenn die Maschinen, wenn der Punkt, wo, Flo, Alter, das ist, wenn der Punkt, wenn Maschinen die Herrschaft übernehmen, wo der Punkt kommt, wo die Menschen Maschinen schaffen und die Maschinen die Menschen übernehmen. Das hat einen Begriff. Apokalypse? Ich hab's heute erst gehört. Scheiße. Nee, Scheiße heißt es nicht. Der Terminator-Tag. Das weiß bestimmt Terminator-Tag. Irgendein Zuhörer denkt sich jetzt wieder, Mann, wie kannst du so... Dystopie, oder? Nee. Naja, Dystopie ist im Alten, das ist ein Hauptbegriff halt. Dystopie heißt einfach düstere Zukunftsvision. Ja, genau, stimmt. Das ist ein Hauptbegriff. Stimmt. Da gibt es auf jeden Fall einen Begriff. Okay. Ist also ja es wurscht. Gibt einen Begriff dafür. Denken euch jetzt... Oh Gott, wir sind so genau, irgendjemand so weiß es bestimmt. Ja. Ich finde das so wie mit dem Filmgenre. Alter. Mit Whodunit. Whodunit, ja. Ja, genau. Und dann erfahren wir es irgendwann einmal 4 Podcast-Folgen später dann. Genau. Descender, coole Reihe, kann man auf jeden Fall lesen. Krass. Dann habe ich noch. Lange gebraucht. Ja. Da habe ich noch gelesen, eine Studie in Smaragdgrün. Ja. Das ist was ganz, ganz Interessantes. Und zwar ist der Comic schon ein bisschen länger draußen. Also Flo, du hast ihn ja schon vor 3-4 Jahren als englische Rezension gemacht. Also die Rezension ist nicht auf Englisch, aber wir haben Comic das englische Englisch. Comic, genau. Genau. Und wow, jetzt habe ich mir überhaupt nicht hergesucht. Das ist toll. Warte, ich erzähl kurz. Wir haben ihn gemacht. Genau, bist du weit? Ja, ich rede weiter und ich suche nebenbei den Comic her, damit ich euch die Hard Facts um die Ohren hauen kann. Das ist eine Mischung, also ihr könnt euch den Comic vorstellen als eine Mischung von Sherlock Holmes und H.P. Lovecraft.
Und zwar ist ein ehemaliger Kriegsveteran, sucht eine Unterkunft und wird auf Empfehlung von einer Bekannten einen Berater der Polizei zugewiesen oder empfohlen, und er zieht bei dem ein. Und das ist ein ganz komischer Typ. Der hat auf einmal schon eine sehr krasse Auffassungsgabe. Also es wird ziemlich schnell klar, und der Kriegsveteran ist ein bisschen hin und her gerissen und denkt sich so, hä, was mit wem habe ich mich denn da eingelassen, und hat eigentlich gar keine Zeit, groß drüber nachzudenken, weil der Berater der Polizei, ich sag, das muss ich jetzt gerade sagen, weil falls sich jetzt jemand denkt, warum nennt denn der keine Namen? Das hat einen Grund. Und das kann ich nicht machen, sonst müsste ich euch den Comic spoilern, weil das ist ein grundlegendes Dings, ein essentielles Detail. Und zwar wird er dann gleich auf einen Fall mitgenommen. Also da kommt ein Polizeichef und sagt, ich habe einen Fall für euch, kommt mal mit. Und die gehen dann zu diesem Tatort hin. Und bei diesem Tatort finden sie eine Leiche. Und die Leiche hinterlässt kein rotes Blut, sondern ein grünes Blut. Also smaragdgrün. Mhm. Da kommt dieses Titelgebende her. Darf ich ganz kurz eingrätschen? Ja. Fun Fact. Die Originalgeschichte ist von Arthur Conan Doyle und heißt A Study in Scarlet. Danke. Bitte. Das wollte ich gerade alles sagen. Also, ich dachte, das ist. Also nicht nett, ich wollte jetzt halt sagen, dass jetzt vielleicht der ein oder andere eben sich denkt, hey, das kommt mir alles bekannt vor, und auch der Titel irgendwie klingt er bekannt, weil eine Studie in Scharlachrot ist nämlich die erste Story, die man von Sherlock Holmes gelesen hat. Und der Comic fängt genauso an. Was aber jetzt das Ganze mit H.P. Lovecraft zu tun hat, das Opfer ist nämlich einer der großen Alten. Ja, und mehr kann ich jetzt leider nicht sagen. Also wer da jetzt Bock drauf hat, es lohnt sich absolut, diesen Comic zu lesen, weil der ist sehr, von den schon sehr gut. Nee, der ist sehr, man hätte schon noch was erzählen können, weil, aber gut. Ja. Sorry, ja, ich halte mich zurück. Die verfolgen halt an den Fall und versuchen halt den Fall aufzuklären. Ich kann jetzt ja die ganze Story erzählen. Was ich vielleicht noch sagen kann, ist, das Ganze spielt in der Baker Street, aber nicht in London, sondern in Albion. Ist schon mal ein anderer Fakt. Also der Autor ist übrigens Neil Gaiman. Und man merkt da an vielen Stellen, er bedient sich halt an dieser Grundstory, aber baut immer mehr Elemente ein und verändert Sachen von der Ursprungsgeschichte. Und das ist halt, wer die Ursprungsgeschichte kennt, also das Original, ich denke, gerade für den Leser ist das richtig, richtig geil, weil er dann immer wieder an Ecken rankommt, wo dann halt die Elemente geändert werden und dann so, okay, cool. Weil er das schon ziemlich intelligent und geschickt macht. Zeichner ist man der. Hat man auch Spaß dran, wenn man die Originalstory nicht kennt? Hat man dann trotzdem Spaß dran? Ja, gehe ich stark davon aus. Man muss aber ich denke, man muss da auf jeden Fall mit dem Genre was anfangen können. Also dieses Crime Story, dieses, und dann eben vermischt mit dem H.P. Lovecraft Thematik. Das musst du halt mögen. Okay. Also damit musst du was anfangen können. Sonst könnte da deine Schwierigkeiten haben. Also du musst, vor allem denke ich aber auch, wenn du die Grundstory kennst, musst du dich halt dann auf diesen H.P. Lovecraft Einschnitt auch wirklich einstellen. Wenn du, weil sonst kannst du auch denken so, die haben ja mein Lieblingsstory komplett kaputt gemacht am Ende. Mhm. Ja. Okay. Gezeichnet hat es der Raphael Albuquerque. Dem habe ich schon mal einen Comic gesehen, der hat mit dem Mark Miller diesen Prodigy gemacht, den ich ja nicht so gut fand. Der gibt's auch schon in Deutsch, den habe ich auch auf Englisch gelesen gehabt. Die Zeichnungen, ich finde es recht durchschnittlicher Zeichenstil. Der zeichnet halt recht viel Strichlinien und Schraffierungen. Ist alles recht
recht dunkelkalten, also viel, viel schwarz, grau, braun, grün, blautöne. Also nichts Buntes, relativ dunkelkalten. Ich finde, es passt schon. Aber ist jetzt nichts, keine Augenweide. Okay. Der Comic hat 92 Seiten. Also ist echt kein dickes Ding. Finde ich aber für die 92 Seiten schafft es Neil Gaiman da wirklich eine geile Story zu liefern. Gerade auf 92 Seiten, finde ich, machen die das gut. Was man auch noch sagen kann, ist, zwischen den Kapiteln ist immer so eine Seite mit Werbung drin. Das fand ich immer ganz geil. Da hast du zum Beispiel halt aus bekannten, das ist jetzt ganz schwierig, ich will eigentlich da nicht so viel vorgreifen, weil die halt echt mich sehr überrascht haben und mir viel Spaß gemacht hat beim Lesen. Du hast da dazu Werbetexte, wie zum Beispiel von Jekylls Pulver. Und das ist halt wie so eine Art Verjüngungspulver. Und da steht halt auch ein Text mit dran, der dann das Ganze halt richtig geil beschreibt. Aber das verrate ich euch jetzt nicht, weil das ist echt, weil das also habe jetzt natürlich schon keine echte Werbung, sondern halt so. Also das ist halt Werbung aus dem Universum aus sozusagen. Der Welt halt. Genau, aus der Welt. Und das ist halt echt cool, weil das sind halt auch wieder so Querverweise an diesen ganzen Sherlock-Holmes-Geschichten und ja, klar. Das Ding ist generell vollgespickt mit irgendwelchen Anspielungen an Sherlock Holmes und Crime-Stories. Da ist auch auf den letzten 2-3 Seiten, ist jetzt zumindest im deutschen Buch so, ist da halt ganz viel erklärt, ganz viele Begriffe erklärt und auch zu diesen ganzen Leuten nochmal, falls jemand da irgendwas nicht kennt oder eine Anlehnung nicht versteht, ist da auch nochmal eine Erklärung drin, was ganz, ganz gut ist. Weil ich habe auch nicht alles gekannt, bin da auch nicht so krass tief drin. Fand es ganz gut, es hat mir einiges geholfen. Cool. Absolute Empfehlung. War ein geiler Comic, ja. Im Nachhinein, ich habe mir jetzt noch kurz ein paar Bilder angeguckt so und ist schon geil, ist Neil Gaiman halt, ist schön erzählt. Ja, absolut. Ich glaube, da macht man nie was falsch. Noch ganz kurz, ist erschienen beim Dantes Verlag und kostet 22 Euro. Ja, für den Preis kannst du auch zuschlagen. Ist ein Hardcover, ne, oder? Ist ein Hardcover, ja. Ich glaube, die englische war auch Hardcover, ne, die ihr hattet. Was jetzt nicht mehr, ist schon so lange her. Ja, ich weiß schon. Ich habe eure Rezension nämlich dann auch angeguckt. Aber das hat schon gepasst, also ich war eigentlich schon ziemlich. Ihr fandet es auch gut. Ja, ja, der Comic war gefallen. Toll. Also der hat Spaß gemacht. Ich finde halt auch das Cover schon so geil. Das Cover sieht da echt gut aus. Ja, vor allem auch das ganze Zwischenspiel zwischen Holmes und Watson und so. Und dass Watson halt auch eine andere Hintergrundgeschichte hat. Und ja, also lest's, wenn ihr Bock drauf habt. Was Toni gesagt hat, macht's. Ja, lohnt sich echt. Was hast du gelesen, Flo? Wie, war's das schon? Achso. Das war's schon. Ich habe zwar noch Ding gelesen, Swamp Thing bin ich noch drüber, aber da brauche ich nicht drüber reden. Ich habe ganz viel gelesen und werde euch aber nur zwei Sachen vorstellen, weil ich glaube, für die dritte hebe ich mich vielleicht noch auf. Na, mal schauen. Und zwar das erste, was ich gelesen hatte, war Die Stadt der drei Heiligen aus dem Schreiber- und Leserverlag. Zeichner ist Vincenzo Pizzari und der Autor ist Stefano Nardella. Das Lustige ist, beim Autor habe ich gegoogelt. Willst du aufs Klo oder was? Wo willst du hin? Ja. Du willst. Nadine, ne? Ist hart. Ich Hardcore. Aufs Klo, ja, dann geh doch. Soll ich mir hier einen Eimer hinstellen? Nein, nein, dann dreh hier nicht doch. Auf deinem Stuhl so rum, sondern dann geh doch aufs Klo. Da lacht sie. Stefano Nardella habe ich auf Instagram gesucht, weil ich mir dachte, ich habe von dem Autor noch nie was gehört und von dem Zeichner auch nicht. Der Zeichner Vincenzo Pizzari hat tatsächlich noch andere Comics gemacht. Alles italienisch, hat mir alles nichts gesagt. Habe ich mir schon gedacht, dass es italienisch ist. Und der Autor Stefano Nardella, das Geile habe ich gesucht, Instagram, der Account ist ein Maler irgendwie. Also da sind lauter so Malfarben und Pinsel auf seinem Account, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das ein einmaliges Werk von ihm war, ich habe auch nichts anderes mehr von ihm gefunden. Krass. Nichtsdestotrotz, wir haben ein Hardcover-Buch, 192 Seiten in Farbe, 29,80 Euro kostet das Ganze. Genre ist Crime und es geht um Italien. Wer hätte es gedacht?
Also ein kleines Städtchen in Süditalien, da lernen wir Nika kennen. Der hat die Schule abgebrochen und dealt jetzt auf der Straße mit Drogen, wie man es halt so macht. Ne? Nach der Schule abbrechen auf jeden Fall. Die Mafia macht hier die Straße unsicher, beziehungsweise sicher. Ne? Die macht die Gesetze der Straße. Und Nika versucht, wie halt andere auch, ich sag mal, durchzukommen in dieser Welt. Einen anderen Charakter, den es noch gibt, das ist der Michi. Ist ein drogenabhängiger, gewalttätiger Ex-Box-Champion. Oh, krass. Und so ein Ex-Knacki Marciano, der war in der Mafia und ist halt verknackt worden für 8 Jahre und ist dann ausgestiegen und hat jetzt eine kleine Imbissbude, mit der er halt versucht, seine Familie über Wasser zu halten. Also man merkt schon, 3 Charaktere, die alle ein scheiß Leben gehabt haben. Und ziemlich kaputt sind. Und im Endeffekt alle ziemlich broken sind und versuchen halt irgendwie aus dieser Scheiße rauszukommen. Oh, klingt auf jeden Fall nach Feelgood-Comic. Ja, absoluter Feelgood-Comic sollte man auf jeden Fall lesen, wenn man richtig, richtig schlecht drauf ist. Der zieht dich richtig hoch. Und das Ganze läuft auf so einen Showdown hinaus, der unterbrochen wird. Also muss er vorstellen, also es ist eine große Szene in dem Comic, ist die Imbissbude von Marciano und da stehen 3 Schutzgeldeintreiber davor. Und wir befinden uns gerade in der Zeit, wo halt für die Heiligen alljährliche Prozessionen gemacht werden, für die 3 Schutzheiligen der Stadt. Und kurz vor Showdown kommt halt diese Prozession die Straße runter und alle müssen halt aufhören, mit Waffen zu ziehen und sowas. Das ist ganz lustig, weil sich dann alle hinstellen und so dieses Kreuzzeichen machen und einen auf heilig machen. Ja, stark. Was mir aufgefallen ist, wie hässlich diese Menschen gezeichnet sind. Tatsächlich hat der Zeichner die Menschen, die Böses getan haben oder auch böse Menschen sind, unheimlich hässlich gezeichnet. Oh, okay, also als Stilmittel halt. Das ist aber cool. Also wirklich als Stilmittel und wirklich hässlich. Also wirklich, ich habe selten so hässliche Menschen gesehen. Hässlicher als bei Blast. Kommt dem gleich halt, tatsächlich. Mhm. Also ich fand es tatsächlich, kommt dem sehr gleich. Aber hier als Stilmittel gesehen, da war wirklich diese ganzen Gangstertypen, diese ganzen Drogentypen und sowas wirklich alles hässliche Menschen sind. Okay. Und als Fazit hatte ich geschrieben, als Leser war ich überrascht, wie traurig dieser Comic eigentlich ist. Wir bekommen es hier tatsächlich mit nur heruntergekommenen Existenzen zu tun, die irgendwie versuchen, aus ihrem jetzigen Leben auszubrechen. Das Ganze hätte auch in New York, Frankfurt oder Peking spielen können. Es hätte wahrscheinlich an der Grundsubstanz der Geschichte nichts verändert. Nichtsdestotrotz schafft es der Zeichner und der Autor, eine wirklich bedrückende Stimmung in die Panels aufzubauen, die ich auf der einen Seite schrecklich fand und auf der anderen aber auch spannend und unterhaltsam. Dass ein Showdown durch eine vorbeiziehende Prozession unterbrochen wird, ist eine schöne Situationscomic, die ich gerne etwas öfters gesehen hätte. Denn alles in allem haben wir es hier mit einem düsteren und traurigen Welt mit einer düsteren und traurigen Welt zu tun. Das Ende wirkt versöhnlich und doch bleibt man mit einem mulmigen Gefühl zurück. Für alle Leute, die auf Crime stehen, so ein bisschen auf italienischen Mafia. Ja, Nadine verzieht das Gesicht. Das ist so eins der Genre, die ich überhaupt nicht so Sopranos-mäßig und sowas, ne, die auf sowas Bock haben. Dann könnte die Stadt der 3 Heiligen für euch interessant sein. Ja. Was haben wir dann gelesen? Wie fandest du es denn? Mein Fazit? Ja. Habe ich doch gerade vorgelesen. Vorgelesen. Das war sein Fazit. Das war mein Fazit. Ach, das war dein Fazit, okay. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn sehr traurig. Also es ist eine traurige Story, weil halt eben diese 3 Existenzen versuchen, aus diesem beschissenen Dunstkreis, in dem sie leben, halt auszubrechen. Und ob sie es schaffen oder nicht, das kann ich halt nicht erzählen, ne? Weil sonst wird das... Ja, klar. Ne? Aber das ist halt unheimlich übel und ja, es klingt schon echt krass heftig, ey. Ja, es ist kein Feelgood-Comic, aber es ist ein Comic, der halt auch ist. Aber es klingt wieder so Schreiber und Leser typisch halt. Es ist, ja,
ich kann jetzt auch nicht sagen, das ist ein Comic, der irgendwie eine Pointe hat. Halt, weißt du, also irgendwie so eine Moral so, von der Geschichte. So eine Moral von der Geschichte, nimm keine Drogen und hab ein schönes Leben oder so, weißt du? Das hat er eben auch nicht. Es hat er nicht. Und halt aber das ist, finde ich, auch wieder gut. Oder? Weil es gibt halt nicht schwarz und weiß. Auch wie Nadine schon sagt, es ist halt einfach mal ein Einblick in, vielleicht gibt es solche Leben, bestimmt. Ne? Klar. Also gehe ich schwer davon aus, dass es sowas gibt. Gehe ich stark davon aus. Und das ist halt einfach mal so ein Einblick in so ein Leben. Und das war echt scheiße. Der Comic ist gut, keine Frage. Mhm. Aber, also der Comic ist gut darin, dir zu zeigen, wie scheiße das sein kann. Das, mhm. ne? Und das macht er sehr gut. Wie froh du sein kannst, dass du nicht so ein Leben hast. Richtig, dass ich kein drogenabhängiger Ex-Boxer bin. Ja. Ja, also das ist schon, oder irgendwie aber Schulabbrecher. Du bist ein Ex-Wrestler, dachte ich. Stimmt, ich bin Wrestler. Genau. Wo wir wieder auf die Geschichte kommen. Ah, ja. Und Koch war ich auch schon auf ProSieben. Ja, genau. Flo hat ja so ein paar Doppelgänger einfach. Aber das mit dem Wrestler, das war keine Doppelgängergeschichte. Das war halt, jemand ist davon ausgegangen, dass du auf Wrestling stehst, weil du so ein Viech bist halt. Ja. Hat er gesagt, du stehst auch auf Wrestling, oder? Ja. Tatsächlich, um jetzt in diese Geschichte einzutauchen, habe ich als Kind tatsächlich auf Wrestling gestanden. Ja, ich auch. Und habe viel WWF geguckt. Ich also, auch. Aber nur ja, WWF. Logisch, Hulk klar. Hogan, Undertaker, ja. British Bulldog, Yokozuna, wie sie, Gott, warum kenne ich diese ganzen Tatanka. Namen? Tatanka. Tatanka, Ric Flair, yeah. Jake the Snake Roberts. Ich wollte gerade sagen. The Rock. The Rock. Ultimate Warrior. The Rock gab es nicht in der WWF. Wo war der dann? Der war WWE Anfang 90er, Mitte 90er oder so. Ja. Das war aber auch eine gute Zeit. Ja. Ja. Stone Cold Steve Austin. Alles schon später. Das war alles die alles 90er dann. Goldberg, ja. Steve Austin. Ja, das kam alles später. Und das habe ich schon immer geschaut. Also wie sich die WWF in die WWE transformiert hat, das habe ich noch mitbekommen und da fand ich es dann schon Quatsch. Kennt ihr das Bild, wo du WWF siehst und dann unten drunter siehst du zwei wrestlende Panda-Bären? Weil es gibt doch die WWF. Ja. Diese Wildlife. Okay. Es hätte so gut werden können. Es funktioniert nicht, weil Panda Bear nicht wrestlen, ne? Genau, deswegen konnte ich jetzt nicht lachen. Aber es hätten Lemuren sein müssen, dann. Es hätten Lemuren im E-Center sein müssen. In der rechten Ecke Jeff Lemur. Und in der linken Ecke Jeff Lemur. Wer ist der wahre Jeff Lemur? Genau. Es kann nur eine geben. Ja, so ein Cage-Match. Ja. Und dann schlagen sie sich mit so Stühlen, mit so Balsa-Holzstühlen. Boah, das war schon ein ganz schöner Hype bei uns damals in der Kindheit, in der Jugend. Wie ich denke, in der Schule haben wir Actionfiguren getauscht. Echt? Wenn jemand, ja, ich wollte unbedingt die Legion of Doom haben. Oh, krass. Das waren ja diese mit diesen Stacheln und sowas, die fand ich so ganz krass. Das war dieses Tag-Team, diese Legion of Doom. Ja. Und die habe ich dann tatsächlich getauscht gegen den Big Boss Man und gegen den Big Boss Man und wie hieß der andere noch? Macho Man. Nee, nicht Macho Man. Das ist so ein anderer, der aussah wie Elvis Presley. Ich weiß es nicht mehr. Der hatte so eine Gitarre zum Schlagen. Ja. Oh Gott, und, den kenne ich ja auch nicht. Fällt ja, mir okay, also ein. Die zwei. Elvis Presley. Ich weiß es nicht. Also die zwei Figuren habe ich gegen die Legion of Doom getauscht gehabt. In der Schule damals. Völlig krass halt. Und ich hatte sogar so einen Ring halt. Ne? So einen Wrestling-Ring. Gab es ja aus Plastik mit diesen Gummiseilen. Und da konnte man da die Figuren so, die hatten ja so Bewegungsmechanismen, ne? Konnte man die dann so rumfliegen lassen. Und Hulk Hogan hatte ich, auf den war ich verdammt stolz. Oh, cool. Hulk Hogan, der hatte so zerrissenes Tanktop an und so. Also sau cool. Hulk Hogan war egal. Das immer halt so auf DSF oder so lief es doch immer, oder? Ich nachts auf DSF oder spät abends. Nee, oder da hat meine Mutter LKWs gezogen. Ja. Mann, bei Hulk Hogan weiß ich noch ganz genau, dieses eine Match gegen Yokozuna, wo er den dann hochstemmt, Alter. Military Press und dann runterwirft. God. Diesen fetten Yokozuna, Alter. Das war krass, ja. Also ich hatte so ein... Also meine Lieblinge waren ja tatsächlich hier der Ultimate Warrior, den fand ich auch ganz geil. Das war ein Vieh, ey. Der Typ war ein super krasses Vieh. Absolut krass, ja. Und hier Macho Man, Randy Savage war auch geil. Oder hier der Bret Hart. Oh Gott. Bret Hart und sein Bruder Owen Hart, die dann diesen fiesen Kampf hatten und Brüderstreit und so. Ja. Aber Hulk Hogan war für mich immer der Gute halt. Also Hulk Hogan war immer der Gute. Aber der hatte auch seine böse Phase. Die NWO-Phase, da war er doch dann der Böse.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja. NWO. Ich fand halt immer Tatanka fand ich heiß. Okay. Die, also die Langhaarigen und so haben mir nie gefallen. Ich habe nie auf langhaarige Männer gestanden und deshalb fand ich Tatanka gut. Und später dann halt The Rock, den fand ich am allergeilsten. Mm. Damals schon fand ich den geil. Und Stone Cold Steve Austin. Ich fand den Undertaker auch geil. Ja, der Undertaker war echt geil. Übrigens habe ich jetzt gelesen, gestern oder vorgestern war es eine News, der Undertaker ist jetzt tatsächlich in Rente gegangen. Jetzt. Ja, jetzt erst. Ja. Boah. Aber das hat er schon lange angekündigt gehabt. 18. Aber wie alt war der damals, wenn ich noch klein war? Konnte man nie erkennen, weil der immer die Haare im Gesicht hatte. Also krass, jetzt geht er in Rente. Wahnsinn. Ja, das ist, der hat, glaube ich, jetzt 30 Jahre gewrestelt. Der Typ ist einfach. Das kann er. Der Tom Brady des Wrestlings. Ohne Scheiß, ey. Das ist echt heftig. Vor allem musst du halt echt überlegen, dass das ein anderer Sport ist wie Football. Also 30 Jahre zu wresteln ist schon eine Hausnummer. Ich meine, der ist, glaube ich, wahrscheinlich jetzt 70. Weniger verletzen als Footballspieler. Weil bei denen ist das ja alles kontrolliert und abgesprochen. Halt, ne? Richtig, ja. Also muss man dazu sagen, wir wissen, dass Wrestling abgesprochen und kontrolliertes Zeug ist, aber trotzdem erfordert es Training und körperliche Kontrolle. Du fliegst ja eh ständig hin. Wenn du da mal nicht einmal richtig landest, verletzt du dich ja. Ja, richtig. Ja, klar. Und beim Football ist es ja wieder was anderes. Ich meine, da will sich auch nicht wirklich jemand verletzen, aber manchmal reicht es einfach, wenn du keine Ahnung. Mit dem Fuß hängen bleibst. Ja, oder sowas. Wie es bei dem einen jetzt war, der ist halt blöd auf seinen Hintermann draufgefallen und dann fällt der nächste auf sein Bein drauf und dann dreht sich das so in die Richtung, die sich nicht drehen sollte. Oder jemand tackelt dich, hält deinen Fuß fest und du fällst blöd hin und dann ist der Fuß schon durch. Genau. Da ist halt keine Kontrolle drüber. Nee. Gerade was so Knie- und Knöchelverletzungen angeht, ist bei Football immer krass. Ja. Ja. Schlimm. Jetzt sind wir schon wieder bei Football. So. Ja. Wir waren aber noch bei Comic Reviews. Sorry für alle, die eigentlich nur wegen den Comic Reviews einschalten, dass wir so krass abdriften. Wir sind halt sportlastig. Aber wir sind heute eh. Ich glaube, das war eine der unbeliebtesten Kategorien bei uns. Nee, stimmt nicht. Auf Instagram war die relativ beliebt, weil aber Instagram auch eher die Comicblase ist. Richtig, ja. Wir sind heute eh krass unkonzentriert und stark am Abdriften. Ja. Ja. Also es tut uns nicht leid, weil so müsst ihr uns halt einfach ertragen. Ja, die Lemuren sind schuld. Das ist allerdings richtig. Das ist der Podcast-Titel, Toni. Die Lemuren sind schuld. Schreib mir das gleich auf, meine unsichtbare. Liefer immer die Podcast-Titel. Ja, Toni liefert immer. Toni liefert immer. Deliver Hero. Liefert immer. Toni liefert immer. Hallo, hier ist Toni, liefert immer. Mops, dein Himmel ist das. Ah, geil. Aber Black Friday. Bei mir in der Nähe gibt's. Kommst du jetzt auf Black Friday? Ja, warte, ich sag euch das gleich. Bei mir in der Nähe gibt's eine Pizzeria, die auch Black Friday macht. Kaufe drei Pizzen, zahle zwei. Hammer, oder? Wow. Können wir jetzt endlich mit Podcast fertig machen? Für Familien halt. Wow. Pass auf, ich habe noch was gelesen. Und zwar war ich wieder im Sandman Universe unterwegs. Traurigerweise wird ja das neue Sandman-Universe eingestellt bei Panini, oder in Amerika ist es ja eingestellt worden, diese ganzen Sandman-Reihen, die da rauskamen. Das Einzige, was es noch geben wird, ist, glaube ich, dieses Crossover mit Lock and Key und Sandman. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, hoffentlich, bitte. Das klingt echt spannend. Ja, das wird auf jeden Fall gemacht. Das ist definitiv safe. Nice. Aber der Rest ist abgesäbelt worden. Habe ich richtig Bock drauf. Panini hat ja in diesem Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, glaube ich, auch schon angefangen, die Sandmann-Saga neu rauszubringen, also neu aufzulegen, und zwar in Deluxe-Bänden im Hardcover. Mhm. Und da ist jetzt mittlerweile der 9. draußen, und zwar ist das Sandman Death, Deluxe-Band Nummer 9. Da geht es nur um seine Schwester Death. Nice. Da sind folgende Stories enthalten, und zwar Death, The High Cost of Living 1-3, Sandman Dream Hunters von 1999, Sandman Dust Covers, The Last Sandman Story, Talks About Life, Time of Your Life 1-3, Vertigo Winter's Edge 2, 9-11. Das Ganze kostet euch 39 Euro, ist ein Hardcover und hat 396 Seiten in Farbe. Ui, das geht schon vom Preis. Das ist schon. Ja, fast 400 Seiten für fast 40 Euro. Ich sag mal, ne? Also, super Deal. Ist ein Schinken. Schönes Teil. Ist auch ein bisschen, jetzt wollte ich schon sagen, großspurig, aber ist auch ein, ich glaube, Überformat. Ist ein Überformat, ja. Krass. Stimmt, ja, das sind die Deluxe-Bände, die sind nochmal einen Zacken größer. Die sind ein Stück größer, ja. Wahrscheinlich so wie die Lady Mechanica Deluxe, oder? Genau. Okay.
Krass. Der Buchrücken hat gesagt, Death gehört zu den beliebtesten Figuren der Neil Gaiman Sandman-Saga. Ihr habt beide Sandman gelesen, ne? Nicht Nein. ganz. Nee, du ich habe Sandman gar nichts gelesen. Band 7 oder sowas. Ach, du hast noch gar nichts gelesen, Toni? Nee, ich habe mich da noch nicht rangetraut an dieses Universum, weil es halt so groß ist und ich so viel lesen muss. Ich hänge, glaube ich, bei 7 von 9. Hm. Du hattest aber schon ein paar Death-Auftritte, glaube ich, oder? Ja, wie hat dir Death gefallen? Beste ist die Charakter, die beste super. Charakter, okay. Ich liebe die. Tatsächlich. Ging es mir nämlich auch so. Ich habe da auch was zu geschrieben. Mein Fazit. Death ist meiner Meinung nach ein absoluter Pflichtkauf für jeden Sandmann-Fan. Die gesammelten Geschichten in diesem Deluxe-Band sind tiefgründig, aber auch lustig, traurig, aber auch versöhnlich. Mhm. Als Leser wird man mehr als einmal mit der Frage, was bedeutet eigentlich Leben und Tod, konfrontiert. Und fast jede Geschichte in diesem Buch lädt zum Nachdenken ein. Es ist eine perfekte Gratwanderung zwischen Melancholie und dem seltsamen Gefühl des Geborgenseins. Ja, das finde ich, das ist auch das, was Death ausmacht. Das ist ganz seltsam. In den Sandmann-Comics auch. Sie hat immer so eine Liebe halt für alles und allen. Krass. Und ich finde manchmal, dass sie auch, ist sie älter als als Dream? Ja, ja, das sagt er immer, mein jüngerer Bruder. Ja, okay. Weil so kommt sie auch rüber wie die ältere Schwester, die weisere ältere Schwester. Die weise, ja. Vernünftiger. So. Und sie ist immer da halt, wenn man sie braucht so. Und wenn man immer weiter weiß, dann geht man zu Death, weil die regelt halt. Die regelt. Aber das ist krass, dass ihr das so über den Tod... Tod sagt halt. Ja, ja. Toni, wenn du es gelesen, wenn man ihn braucht, vielleicht? Ist er immer da. Das ist so verrückt. Ja, das ist aber auch was Liebevolles. Also, ja. Das ist ja. Also, Neil Gaiman hat es tatsächlich für mich auch geschafft, Death so darzustellen als liebenswerten Charakter, vor dem man keine Angst haben muss, weil sie einfach ein quirliges Girl ist. Ich würde nicht mal sagen, quirlig. Doch, sie kommt mir auf der einen Seite so quirlig vor und so voller Leben, lustigerweise. Ja, stimmt, ja. So lebensbejahend einfach, so wirklich lebensbejahend und strahlt eben diese, dieses Gefühl aus, dass ich mich bei ihr geborgen fühle. Ja. Das hört sich jetzt sehr seltsam an. Aber also eigentlich das komplette Gegenteil, was man, wenn du jetzt zu mir sagen würdest, wie stellst du dir den Tod vor, wenn er eine Person wäre? Dann würde ich mir den nicht so vorstellen. Absolut nicht. Aber das liegt an unserer, Gesellschaft. Richtig. Na klar. Es gibt andere Kulturen, wo das genauso gesehen wird, wie sie da dargestellt wird, wo der Tod was Gutes ist, den man empfängt und willkommen heißt. Ja. Ja. Gibt es genügend Kulturen, wo das so ist? Richtig. Es gibt auch eine Entstehungsgeschichte zu Death, warum sie in den Comics so aussieht, wie sie aussieht. Das, sie ist ja so eine Gothic-Frau. Halt. Es ist, sieht aus wie ein Gothic-Girl halt und hat immer so ein Ankh rumhängen. Mhm. Ein Ankh, das hat, cool. Und es hat halt einen folgenden Grund, den ich euch jetzt nicht sagen werde, weil ihr sollt es lesen, weil das ist wirklich lesenswert. Auch die deutsche Erstveröffentlichung von Die letzte Sandmann-Geschichte ist sehr, sehr lesenswert. Da erzählt Neil Gaiman aus seinem Leben, wie er zu Sandmann gekommen ist und was er erlebt hat und warum es Sandmann gibt. Und also ganz, ganz schöne und auch seltsame Geschichte, die Neil Gaiman da verfasst hat. Also das auch ist schon bei allen Sandman-Stories so. Ist sehr lesenswert. Also Neil Gaiman ist für mich schon ein geiler Storyteller. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn die Sandmann-Reihe für mich Tiefen hatte, also wirklich zähe Parts, wo man sich durchkämpfen musste. Nadine hängt gerade bei 7. Ich glaube, da hing ich damals auch. Ja, aber darüber bin ich schon raus in die Stelle, wo du kennst. Ich bin, glaube ich, schon ein bisschen weiter zumindest. Okay. Aber es ist halt immer so, du kannst die Sandmann-Bände nicht einfach so weglesen. Du brauchst eigentlich nach jedem Kapitel eine Pause, weil du drüber nachdenken musst oder das erstmal verdauen musst. Das sind keine so Weg-Snack-Binge-Dinger. Nee. Geht nicht. Und das ist bei Death halt auch so. Also wie gesagt, wir haben lauter Geschichten nur mit Death und die sind wirklich toll und für jeden Sandmann-Fan ist das also wirklich, Leute, wenn ihr den Band noch nicht habt, schwer empfehlenswert. Allein schon wegen dieser, ich kann es nochmal sagen, wegen dieser Erstveröffentlichung von Die letzte Sandmann-Geschichte, wirklich toll. Toni? Könnte man den auch einfach so lesen, also ohne irgendwie Bezug zu den anderen Bändern zu haben? Ja, da hätte ich schon könnte Bock man. Drauf, muss ich echt sagen. Könnte, ja. Sollte könnte man nicht. Was haben wir hier? Haben wir den hier oder hat er nämlich hier? Nee, den haben wir da. Da haben wir schon die Review gemacht. Ah, okay. Dann muss ich den nochmal lesen.
Kann man machen. Natürlich hast du ein anderes Gefühl beim Lesen, wenn du den Charakter schon kennst durch eben vorhandene Geschichten, die man vorher schon gelesen hat. Ne? Ich glaube, es gibt auch ein, zwei Charaktere, die in den Geschichten auftauchen, die man von Sandmann schon kennt. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn man es vorher nicht kennt. Man kann schon lesen. Kann man schon. Aber ich weiß nicht, ob sich dann dieses Gefühl auch so einstellt. Ja, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wenn, dann muss ich das komplett durchziehen einfach. Weil die Geschichte ist halt, du lernst halt Death in Sandmann kennen und da lernst du auch ihre Art und Weise halt in den Geschichten kennen. Und dort würdest du sie wahrscheinlich vielleicht wirst du ein bisschen anders kennenlernen. Keine Ahnung. Wäre auch interessant zu erfahren, wie das für jemanden ist, der sie nicht kennt. Der sie nicht kennt und dann einfach nur ihre Geschichten liest. Also ich würde es jetzt nicht einfach so frei Schnauze empfehlen. Unter Vorbehalt könnte man es vielleicht schon machen, ja. Ja, toller Comic. Also wie gesagt, wenn ihr die 40 Euro vielleicht also irgendwie übrig habt, gönnt euch. Holt es euch. Geholt. Ja, das wurde ja, naja, ich sag's jetzt dann. Im letzten Podcast oft gesagt. Da wurde sehr viel geholt. Ja, da wurde sehr viel geholt. Der holt sich viel, ja. Also der hat's auch hier. Aber ich hab's mir verkniffen, weil er kennt den Running Gag halt nicht und dann wollte ich das nicht. Dann hätten wir es wieder erklären müssen. Hätte ich es wieder erklären müssen, ja. Ich habe noch gelesen, was liegt denn jetzt da alles drauf? Holy moly. Alles. All the comics. Ja, da ist doch schon. Alles geben? Nee, die brauche ich alle nicht. Ich brauche den da. Den da? Nee, den. Danke. Venom. Genom. Venom. Genom. Oh, den Titel habe ich auch schon mal gehört. Hä? Das ist aber nicht Genom. Ach, Venom. Venom. Ah. Ich habe verstanden, Genom. Stark. Ah, ist das der neueste, gelesen, oder? Ich habe noch gelesen, das ist Band 6. Insel des Grauens, Marvel, vom Panini Verlag. 140 Seiten für 17 Euro. Ich war ja schwer, schwer abgefuckt von den letzten zwei Trade Papers von Venom, weil ich Geschichten lesen musste, die ich nicht verstanden habe. Hört sich jetzt blöd an. Ist aber so, weil wir in irgendwelche Zwischenevents geschmissen wurden, wo ich von keine Ahnung habe, wenn ich die Events nicht gelesen habe. Ja, das ist furchtbar. Was mich halt ziemlich abfuckt, ne? Weil furchtbar. Ich will einfach nur Venom lesen. Und ich will nicht lesen, der magische Symbiont mit irgendeinem Malekin-Showdown in irgendeiner Stadt, wo Dunkelelfen magische Sachen machen. Das interessiert mich einen Scheiß halt, sorry. Interessiert mich nicht. Oder das Total Carnage-Ding. Wo ich mir auch dachte, Maximum. So, what the Ultimate, fuck, nein, Quatsch. Absolut. Was habe ich jetzt da gelesen, wo es überhaupt keinen Sinn für mich gemacht hat? Also es war echt abgefuckt. Also die Veröffentlichungspolitik für den Arsch, sorry. Also da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Nee, das ist ja wirklich so. Das war furchtbar. Und das hat aber auch wirklich jeder gesagt. In diesem Venom-Band Trade Paper sind verarbeitet Insel des Grauens Teil 1. Also das ist Venom Island Part 1. Part 2, Part 3, Part 4, dann noch Venom Island Conclusion und Paradise Interrupted, whatever. Mhm. Das Ganze ist von Donny Gates, David, Michelin heißt der? Okay. Das Michelin? Ja, irgendwie schon. Dann okay. Mark Bagley und Ron Lim, also wir haben hier einen Haufen Leute, die da mitgearbeitet haben. Aber Donny Gates sagt einem, sollte einem eigentlich schon was sagen, glaube ich, gell? Mir sagt er nichts, aber ich höre ihn oft. Also ich habe von ihm, ich weiß nicht, ob ich von ihm schon mehrere Sachen gelesen habe und jetzt kommt wieder mein totales Unwissen hier raus. Aber Donny Gates, irgendwie der Name sagt mir was, aber ich kann leider keinen Comic-Titel zuordnen. Der hat die anderen Venom auch schon alle von Donny Gates? Der hat alles, der hat den kompletten Venom-Run hat der bis jetzt geschrieben. Okay. Was ich aber jetzt noch dazu sagen kann, ist, Donny Gates schreibt auch die Torreihe, die jetzt gestartet ist, da gibt es jetzt einen neuen ersten Band und der ist gezeichnet von Nick Klein, das ist ein deutscher Zeichner. Das ist ein Deutscher, genau. Der hat Deadpool zuletzt gezeichnet. Ja. Cool. Ja, also Donny Cates ist großartig. Donny Cates hört sich an wie so ein Karate-Schauspieler, aber ist tatsächlich ein sehr guter Autor. Donny Cates. Genau, Donny Cates. Denn diese Geschichte, muss ich sagen, hat mich echt abgeholt, hat mir gut gefallen. Also die Venom-Geschichte Insel des Grauens fand ich sehr schön. Wir haben wieder einen schönen Eddie Brock am Start. Wir haben wieder eine innerliche Zerrissenheit mit seinem Symbionten. Dann einen Kampf um den Symbionten. Es geht mit seinem Sohn endlich weiter, weil der hat ja auch Kräfte.
wo man noch nicht ganz genau so weiß, was genau mit ihm geht und was nicht geht. Dann haben wir ein paar krasse Szenen am Start, wo ich auch sage, so okay, da wird der Charakter grundlegend etwas verändert für die Zukunft. Was ist mit deinem Finger? Die Katze. Schau mal da oben. Ach so, die Katze sitzt in deinem Haar. Ja, und gähnt. Ja. Schaut mich an. Und ist der Symbiont da eigentlich auch so witzig wie im Film? Ja, okay. Ist er. Tatsächlich. Und wir haben eine Symbiontenkatze, die finde ich auch ganz nice. Ah, mega. Der hatte ja, im zweiten Band, da hatte er ja einen Symbiontenhund. Der war auch cool. Richtig, cool. Aber die Symbiontenkatze ist ja bei seinem Sohn die ganze Zeit dabei. Und die sehen wir, glaube ich, das erste Mal schon. Ist es in Band 3 oder 4 irgendwie? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ist schon so lange her wieder alles. Wollte der Symbiont sich mit seinem Sohn verbinden und es ging ja nicht, weil sein Sohn hat, wie gesagt, irgendeine Fähigkeit, die Symbionten daran hindert, sich sofort mit ihm verbinden zu können. Die fühlen da Schmerz und Leid, wenn sie das tun wollen. Allerdings kann er Symbionten befehligen. Also es ist ganz interessant. Vom Storytelling hat es mir gefallen. War endlich wieder ein schöner Venom-Band, wo ich mich nicht dauernd WTFen musste, was hier eigentlich los ist. Ja, cool. Ja, gutes Thema. Cool. Carnage ist ja jetzt durch. Jetzt beginnt ja dieses Venom Island-Dings. Ich weiß gar nicht, wie lang das da noch gehen soll. Also wie viele Bände da noch kommen sollen. Ich meine, 6 Bände ist jetzt doch für Venom eine Hausnummer. Ja, schon. Gut, aber da kommt da wieder das Ding so, Trade Paper 4 und 5 ist halt so diese Lückenfüller-Geschichten halt, weißt du, die halt nicht wirklich diese Venom-Story haben. Ja, das ist halt wieder das Ding. Das hat halt dann trotzdem mit diesen War of the Realms und Absolute Carnage zusammengespielt. Das ist halt schwierig. Es ist echt schwierig, weil du halt den ganzen Zusammenhang nicht gelesen hast und dann ist es komisch. Genau. Nee, aber ist nicht das komisch. Ist halt scheiße. Dumm auch von Panini gemacht. Aber wir haben schon mal drüber diskutiert. Ja, Wir haben uns schon mal darüber ausgelassen, was das für eine seltsame Veröffentlichungspolitik ist. Ja. Ja. Nadine hat was gelesen. Ich habe nichts gelesen. Doch, Wonder Woman hast du gelesen. Wonder Woman, Dead Earth Band 3. Stimmt. Oh, ich habe jetzt gar keine Lust mehr darüber zu reden, ein bisschen schon so ewig. Jetzt also unterwegs. Pass auf, Wonder Woman, Dead Earth Band 3 haben wir gelesen, aus dem Panini Verlag, DC Black Label, Autor und Zeichner ist Daniel Warren Johnson. Leute, den Namen solltet ihr euch unbedingt merken, wenn ihr hässliche Zeichnungen mögt. Ja, Hardcover, 52 Seiten, Farbe, 13 Euro, Genre Superhelden. Wir haben eine Review dazu auf YouTube. Super, ciao. es ist so eine Hassliebe, wo Flo mir den hingelegt hat. Und ich so, oh nein, das müsst ihr wieder lesen, weil die Zeichnungen sind halt wirklich Körperverletzung in meinen Augen. Manche finden die geil und feiern die. Ich finde sie halt schrecklich. Mhm. Aber es hat sich gelohnt, so lange durchzuhalten, weil der dritte Band ist von der Story einfach der Hammer. Hat sich wirklich gelohnt. Geile Story. Bin gespannt, was da noch kommt. Ja, ein Band kommt jetzt noch und dann ist durch. Ja, super. Okay, also ein Band von 3 fand ich jetzt gut. Dann hoffe ich mal, dass der vierte auch noch gut ist. Ja gut, aber man muss ganz ehrlich sagen, also... Der erste war halt so ein Einführungsband. Wenn ich so zurückblicke, ist es halt so die Geschichte. Genau, wir haben halt die ersten 3 Bände jetzt gelesen, die zusammengenommen eine tolle Story ergeben. Ja. Die hoffentlich schön endet. Also schön, die gut endet. Also, aber das ist halt, wie Nadine auch schon sagt, diese Hassliebe mit den Zeichnungen, weil Daniel Warren Johnson hat auch Extremity gemacht zum Beispiel und Extremity ist im Gegensatz zu Wonder Woman echt gut gezeichnet. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum das da so ist, wie es ist. Ja, und wir sagen das jetzt nicht einfach so, weil das irgendwie uns vom Geschmack her nicht gefällt, sondern es ist halt echt so, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, dass der teilweise halt die Perspektiven nicht richtig zeichnen kann, aber total krasse Perspektiven macht, kann sie dann aber nicht zeichnen. Ja. Die Proportion von den Gliedmaßen einfach nicht stimmt. Die Gesichter furchtbar entstellt aus. Also ja, nicht nur entstellt, sondern einfach... Sie driften halt manchmal ins unweigerliche Komische ab und nehmen der Story halt einfach ihren Ernst. Die Ernsthaftigkeit. Da gibt es wirklich ernste Szenen, wo es zur Sache geht. Ja. Und dann sind die Gesichter so cartoonartig verzerrt, dass es halt lustig wirkt und es ist dann genau der Gegensatz zu dem, was in der Story gerade abgeht und es passt einfach in dem Moment nicht. Ja, und das da kann man auch dann erzählen, dass das so gewollt ist. Das hört sich für mich so an, als hätte
als hätte er es anders zeichnen wollen, aber irgendeiner hat gesagt, nee, du musst es jetzt so zeichnen, und dann hat er es halt, weil er es nicht hinkriegt, so irgendwie hingezeichnet. Ich weiß es nicht. Ich denke mir bei diesem Comic immer, ja, schön, und jetzt würde ich es gern noch einmal in gut gezeichnet sehen. Das Ding ist halt... Schade. Ja. Oder ich würde es mittlerweile auch gern als Serie zum Beispiel sehen oder als Film halt. Als Film wäre es zum Beispiel auch geil. Weißt du, das Ding ist halt Extremity. Extremity, ich weiß nicht, nur damit du dir mal die Bilder angucken kannst von Extremity... Ja, okay, er kann es anscheinend. Ich meine, scheiße, er kann halt echt gut schauen. Ja. Ich meine, es hat schon ein bisschen, sieht man, ist, man erkennt schon ein bisschen dieses Wonder Womige, ne? Aber es ist nicht so extrem einfach. Weißt du? Ja, schau. Keine Ahnung, was das dann soll. Schaut sein also, Style. Ist. Ja, anscheinend ist es sein Style oder auch nicht. Ich meine, schau mal, weißt du, damit kann man doch echt umgehen, oder? Ja, ich also, wie gesagt, manche Leute feiern das und die sagen, ja, das muss so sein, weil die Welt so düster ist, aber ja, deshalb können aber trotzdem die Proportionen von den Gliedmaßen stimmen halt, sorry. Ja. Also, naja. Ja, whatever. Ich werde kein Fan mehr davon. Nee. Aber wie gesagt, die Story ist richtig geil. Ja. Was ich halt irgendwie nicht so ganz verstehe, dass man das auf 4 Bände aufteilt, die dann irgendwie 20 Seiten haben oder was weiß ich. Die sind ja super dünn. 56 Seiten. Ja, aber, das sind super dünne Heftle, das hätten wir alles in einem oder zwei. Ja, Bänden, da kommt bei Panini schon nochmal ein Deluxe-Sammelband raus. Ja. Das ist ja genau, also das wollte ich vorhin schon mal sagen, aber ich wollte euch jetzt da nicht einfach reingrätschen. Das ist halt, dass du kannst halt einfach bei 56 Seiten, da ist halt nicht viel Raum für großartig Story, und dass du dann halt beim dritten Band erst sagst, okay, jetzt nimm die Story an Fahrt auf, ist ja irgendwo logisch. Ja. Ich meine, das ist, du bist jetzt mit 3 Bänden, bist jetzt erstmal gerade mal bei dem Volumen, was du bei einem Sammelband hättest. Also bei mir hat die Story schon bei Band 2 angefangen, Fahrt aufzunehmen, wie sie auf Themyscira sind und sowas, das fand ich schon sehr krass. Hat Fahrt aufgenommen, aber hat mich noch nicht so umkauen wie der dritte Band. Aber der dritte Band ist schon sehr geil. Ich bin gespannt auf den vierten. Also storytechnisch geil. Also wer auf Dystopien steht, mal eine ganz andere, nicht mehr so ganz Superhelden mäßige Story will. Wonder Woman Dead Earth, ist schon sehr gut, ja. Frei von Glamour und Glorie. Ja, wer mit den Zeichnungen sich anfreunden kann, bitte greift zu. Very nice. So, was haben wir denn gesehen? Wer will denn anfangen? Gesehen. Oh, wir haben so viel gesehen, weil wir haben noch das vom letzten Mal übrig, weil wir ja dann ja dazugekommen sind, darüber zu reden, was wir gesehen haben. Und wir haben sogar eine Sache, die haben wir alle gesehen. Wir haben, ich glaube... Nee, zwei Sachen sogar. Zwei Sachen? Und zwar? Ja, das Damen-Gambit und die Lodge 49. Ja, die Lodge 49 hat die Nadine natürlich schon drüber geredet. Und Hubi Halloween. Ja. Aber das ist egal, mich würde trotzdem interessieren, wie es dir gefallen hat. Ja, genau. ich hab's ja nur geguckt eigentlich, weil du ja gesagt hast, ich soll's gucken, und du sagst, du dachtest, das gefällt mir. Mit deiner Annahme lagst du leider richtig. Falsch. Oh, richtig. Yeah. Hat mir natürlich schon gefallen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe irgendwie zu der Serie eine komische Beziehung, weil das gibt dir immer nur so kleine Happen. Ja. Immer wenn du an so einem Punkt bist, wo dich die Story anfängt, ein bisschen zu langweilen, kommt wieder so ein Moment, wo dich catcht und du wieder dran bleibst. Ja. Es ist ganz komisch. Das war der Moment, wo ich dann eingeschlafen bin. Das Star Wars Florian hat alles verpennt, die besten Momente. Und es ist die ganzen absurden Momente. Halt echt. Wo ich mich totgelacht habe. Ist halt echt so. Es ist ganz, ganz komisch, was die Serie mit einem da macht, weil... Immer wenn du den Moment hast, wo du denkst, langatmig und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch dranbleibe, kommt halt wieder so ein Moment, wo dich so ein bisschen, so ein klein wenig triggert, damit du halt trotzdem Bock hast, weiterzugucken. Aber es gibt dir halt da trotzdem immer nur so wenig. Ist dann, stellt sich dann immer aber irgendwie trotzdem als Blase raus, weil es da doch irgendwie gar nicht so krass ist. Also es ist ganz komisch, was die Serie mit einem macht. Ich finde es trotzdem interessant und vor allem war das Ende echt krass. Also wie kann denn... Es gibt eine zweite Staffel, ne? Ja, hast du gesagt gehabt, ja. Aber wie kann denn eine Serie so enden, eine Staffel? Das ist so gemein einfach. Die kann alles. Nee, fand ich schon gut. Also ich bin da auf jeden Fall dran. Ich fand die Charaktere alle durchwegs total geil. Herrlich, ne? So herrliche, schrullige Charaktere. Einfach Wahnsinn. Am geilsten war da der
der Alchemist von der Loge. Ja. Der, ja, der Alchemist. Der so gut einfach, der mit diesem, was hatte der, diesen Parasiten in sich. Ja, ja, genau. Und es hat sich immer alles angehört, als ob er lügt. Und dann, ja, ja. Okay, wir wollen es jetzt nicht spoilern. Nein, halt, ne? nein. Ja, das war schon immer lustig. Man hat so gedacht, so, ja, ja, Parasit und so. Und klar. Jetzt halt jeden und immer die Story, diese... dass er einen Parasiten verschluckt hat und seitdem einen Parasiten in sich hat, ist so gut. Ja, ja, und man denkt so, ja, ja, klar. Und so, so ein Heilpraktiker-Ding und so, ne? Und halt einfach immer diese Momente, die dann passieren, wo du denkst so, ja. Was? Ja. Ist es jetzt gerade wirklich passiert? Was zur Hölle? Was ja, geht total verrückt. Ja. Und was ich halt auch so total schön finde, so den, der Hauptcharakter, wie heißt der jetzt? Dutt? Dutt, ja. Dutt, genau. Der ist so, es wird, glaube ich, ein paar Mal in der Serie diese Tarotkarte vom Narr gezeigt. Hm. Und das ist eigentlich das, was er ist. Absolut. Er ist so total unbedarft, unschuldig, naiv irgendwie. Und er kann nichts Böses machen oder böses Denken, so, er ist eigentlich wie ein kleines Kind in einem Männerkörper und ich finde seine Einstellung auch so schön zu Geld. Geld ist ihm völlig egal halt. Oder das aber komplett. Oder so, ne? Es ist ihm scheißegal, weil das hat für ihn keine ja. Bedeutung in seinem Leben einfach. Ne? Absolut. Und wie er dann halt immer mehr Schulden bei diesem komischen, schrulligen alten Mann da in diesem Pornshop macht und so. Und es ist ihm halt völlig scheißegal halt und so. Und ich finde es so toll irgendwie, was er... Der strahlt so eine, ich weiß gar nicht. Egal aus. So ein, ja, nee, aber so eine, aber er ist halt glücklich auch. Hm. Er ist total, er ist immer glücklich halt und er ist immer positiv oder fast immer halt, ne? Ja, ja. Also egal wie scheiße in seinem Leben geht, er findet, er sieht immer das Positive und so. Also es ist total putzig und, irgendwie. Und ich fand's bei der Schwester fand ich so krass, weil die einem wunderbar zeigt, wie krass man sich selber immer im Weg steht. Ja. Also wie sehr man sich selber immer sabotiert einfach. Das zeigt ja. die an so vielen Stellen immer wieder, das ist ja. total verrückt. Ja, ist schön. Und wie sie dann halt am Ende einfach mal auf den Tisch haut und ja. sagt, was machst du? Flo, du hörst überhaupt nicht zu. Ich, die Serie, Leute. Okay. Ich hab's verpennt und es war ja. mein Interesse an der Serie war auch ja gut, natürlich hoch. Dann, wenn du natürlich kein Interesse an der Serie hast, dann hören wir natürlich jetzt auch auf, drüber zu reden. Das ist Quatsch. Ich habe nur nicht zugehört. Und Nadine hat mir gesagt, was machst du? Und ich habe gerade rausgefunden, dass ich in unserem Paper, in unserem Google Docs Paper, Textzeilen automatisch durch Google verlinken lassen kann, ohne dass ich einen Link eintragen muss. Wow. Wir haben einen Text, das heißt zum Beispiel, das Damen-Gambit steht hier. Dann gehe ich mit einem Linksklick auf Verlinken und dann schlägt mir Google automatisch vor, welchen Link ich denn nehmen soll. Wow, das ist so wie, dass Google zum Beispiel auch weiß, wie man Beskagar richtig schreibt. Ja, und Wonder Woman war jetzt falsch geschrieben und bei Woman hat mir Google jetzt automatisch gesagt, das heißt aber Woman. Ja. Ich finde es faszinierend, dass Google... Google ist halt mit Google verknüpft. Ich finde, mit Google ist verknüpft und automatisch lernt Google Sachen zu verknüpfen, zu verstricken. Keine Ahnung, ich finde es faszinierend. The Future ist hier. Toll. Übrigens, die tolle Serie, über die wir gerade geredet haben, heißt Lodge 49 und läuft auf Amazon Prime. Und wie wir damals schon gesagt haben, die am Anfang denkt man so, what the fuck, führt das noch zu irgendwas? Ja. Also man muss ihr so ein paar Stunden Zeit geben. Aber es lohnt sich. Und wie heißt jetzt nochmal der Typ aus Mexiko? Oh Gott. Aus Mexiko? El Duce. El Duce. Naja, nee, der, wo man auch denkt, den gibt's nicht. Wo der Logentyp von dem erzählt. Der den Bus hat. Der den Van hat mit der Schlange drauf. Mit der Schlange. Ach, das weiß ich. Weißt du? Das weiß ich komischerweise. Und der Dreiköpfchen. Ach, den meinst du? Ja, und dann denkt man die ganze Zeit, den gibt's nicht. Der hat so einen Namen, wo du denkst, der muss erfunden sein. L. Richtig. L. Ich hab's auf der Zunge, glaube ich. Ich muss es googeln, aber der andere krasse war ja der Captain. Der war ja auch krass. Der total wahnsinnig war einfach. Der auch nicht sterben wollte. Nee, und ich glaube ja immer. El Confidente. El Confidente, ja. Das ist El so geil. Confidente. Er möchte El Confidente treffen. Ja, natürlich.
Naja, also es passieren auf jeden Fall ein paar sehr, sehr abgefahrene Dinge da. Und ich finde, man lernt viele, sag ich mal, interessante Perspektiven aufs Leben kennen. Verschiedene Perspektiven. Ich finde, weil ja lauter so verschiedenste Charaktere halt. Ich meine, die Schwester, die diese mega Schulden abbezahlen muss und halt voller Workaholic deshalb ist. Dann aber sich immer selber total im Weg steht und sich selber sabotiert. Ja. Der schwarze Mann, der total einsam ist halt eigentlich und immer noch seiner Jugendliebe hinterherhechelt. Ja, genau, seiner großen Liebe hinterher und so. Also es sind so schöne Charaktere da drin und so abgefahrene Momente einfach. Also ich finde, es lohnt sich, aber wie gesagt, es ist nicht was für jeden. Das müsste aber ein Bild aus der zweiten Staffel jetzt sein, das du da gerade hast, weil das kenne ich nicht. Oh, Spoiler. Ja, ich hoffe, dass die dann irgendwann bei uns noch kommt, weil in Amiland ist die anscheinend schon gelaufen, die zweite Staffel. Na, dann müsste sie eigentlich bald dann kommen. Keine Ahnung. Ja, dann reden wir doch jetzt noch schnell über, wir sind jetzt fertig mit Loge. Schreib mal aufs Paper, bitte. Über das Damen-Gambit. Was, warum lässt man die Serie... Soll Staffel 3 geben? Wow, schreib mal bitte aufs Paper, bitte. Interessiert euch nicht? Okay. Also. Ja, Staffel 3 ist super. Aufgeben. Wir freuen uns. Mich. Jetzt wollen wir erstmal die zweite. Dann macht doch, was ihr wollt. Also, dann... Das Damen-Gambit. Wie fandest du das Damen-Gambit? Warum nennt man das... Warum lässt man es nicht einfach auf Englisch und lässt es einfach Queen's Gambit? Das wäre... Ich verstehe es wieder nicht. Ich meine, es ist 1:1 übersetzt, aber da ist ein Wort Deutsch. Man hat Queen, wobei Queen passt ja auch nicht einmal. Queen ist ja der Königin eigentlich. Weil es im deutschen Schach einfach Damen-Gambit heißt. Ja, trotzdem hätte man das doch auf Englisch lassen können. Es geht um ein klassisches Damen... Okay, war das, was dich an der Serie, was dir hängen geblieben ist von der Serie? Ja, das war alles. Leute, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Nein, Quatsch. Ich breche die Story jetzt einfach mal kurz runter. Und zwar geht es um ein weißen Kind. Ich habe den Namen leider vergessen. Elizabeth Beth Harmon. Ach ja, die Harmon, genau. Beruht auf einer echten Story. Genau, beruht auf einer echten Story. Man sieht am Anfang, wie sie bei einem Autounfall steht. Die Mutter ist gestorben und sie kommt daraufhin in ein weißes Haus. Und das ist ganz komisch. Am ersten Tag gleich, wie sie ankommt, kriegt sie zwei Pillen. Die eine Pille soll sie irgendwie ein bisschen beruhigen, die andere sind Vitamine. Ja, ja, klar, die eine Pille, die sie beruhigen soll, setzt sie direkt komplett lahm. Also ausgenockt. Die knockt die komplett aus, ja. Und merkt aber dann so nach einer Zeit, dass sie sich an die Pillen gewöhnt und fängt sie an, die auch sehr zu mögen. spielt jetzt nicht nur um diese Pillen. Die lernt dann vom Hausmeister, lernt sie dann so nach und nach über die Jahre von ihm alle möglichen Schachtechniken und spielt immer wieder gegen ihn Schach und stellt sich dann so langsam raus, dass sie ganz schön krass ist in Schach. Und hat dann mit 8 dann ihr erstes Turnier? Oder mit 9? Nee, Quatsch. Ihr erstes. Mit 9? Ihr erstes Turnier oder ihr erstes großes Match? Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben sie sich schon als Kind so gegen, was weiß ich, den ganzen Schachclub von der Schule parallel spielen lassen. Genau, das war's. Genau, ich glaube, das war mit 8 oder 9 dann. Ja, das erste Turnier war dann später. Ja, genau, da ist sie dann, glaube ich, 15 oder so, oder 14. Ja, genau, 14, 15, sowas. Ja, und da macht sie halt einfach simultan gegen, ich glaube, das waren 10 Mann aus dem Schachclub von der Schule, also das sind also Erwachsene oder jugendliche Leute gewesen und spielt einfach komplett gegen alle gleichzeitig. Das ist total verrückt. Ja, und läuft so von Tisch zu Tisch. Genau, und besiegt die halt auch. Das ist total crazy. Und man begleitet die dann so Jahr für Jahr immer so weiter, wie die dann ihren Weg so durch die Schachmeisterschaften macht. Und das klingt, wenn man sich das so anhört, denkt, das klingt total genauso langweilig. Wie es wirklich ist. Was? Nee, hier gehen jetzt eure Meinungen auseinander. Ja, da gehen unsere Meinungen auseinander. Ah, okay. Ich muss eine Frage, kannst du Schach spielen? Nee, überhaupt nicht.
Ich auch nicht, ich kenne nicht mal die Regeln. Und ich muss halt sagen, ich fand halt die Serie am Anfang interessant, weil man halt diese Kindheit und so, da war es noch einigermaßen interessant. Und es kommt halt schon sehr viel Schachspiel drin vor. Und wenn man das halt überhaupt nicht kennt, also ich fand es streckenweise sehr, sehr langweilig. Wirklich, ich habe mich echt sehr gelangweilt bei der Serie. Und dann waren halt zwischendrin dann halt mal echt wieder Sachen, wo dann halt aus ihrem Leben halt irgendwie waren und so. Und ich meine, es war schon krass irgendwie zu sehen, wie besessen die von Schach war. Also in ihrem Leben gab es ja nichts anderes als Schach. Die hat ja in jeder freien Sekunde Schach gespielt. Ja. Und wenn es nur im Kopf war halt und so. Und dann halt, ja, so diese Thematik, dass da normalerweise keine Frauen sind und so, dass das halt alles Männer sind und pipapo. Und dann die, was waren das, die 20er Jahre? Na. Nee. Ach nee, 60er Jahre, genau. Danke. 60er und dann Anfang 70er und so. Und so diese Frauenthematik spielt da so ein bisschen mit rein, Emanzipation. Das war, hat mich dann schon so ein bisschen dran gehalten oder so. Aber insgesamt fand ich es wahnsinnig langweilig. Okay, krass. Also ich fand für den, dass es halt eben Schach ist, fand ich es sehr interessant und gut inszeniert und ja. Spannend teilweise sogar, finde ich. Also, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es mir gefällt und ich war dann sehr positiv überrascht von der Serie. Hm. Ja. Ja, gut, und dann halt. Und Flo, ja. Bei dir? Also, der Flo hat's gut auf den Punkt gebracht. Ich meine, er hat die meiste Zeit verschlafen, zu Recht, aber er hat's gut auf den Punkt. Ja, es ist doch wahr. Weil er gesagt hat. Nur weil ich auf dem Sofa liege und. Und schnarche? Ja, heißt es nicht, dass ich schlafe. Ja, ja, also schnarchen kann man auch, wenn man nicht schläft, quasi. Ich kann immer schnarchen. Ja, ja, klar. Wenn die Nase zu ist, schnarcht man immer. Aber er hat es gut gesagt, es war eigentlich so wie der Rudercomic, nur als Serie halt. Es okay, war das Gleiche. Krass. Der Rudercomic war auch so, dass man nicht komplett gesagt hat, so, ich leg's jetzt weg. Mhm. Weil es doch weil's noch doch so ein, zwei Punkte waren, die vielleicht interessant waren, aber insgesamt war es sehr langweilig. Und man hat was über Rudersport gelernt. Und hier hat man halt ein bisschen was über Schach gelernt. Ja, nicht mal wirklich. Also nee, ich habe über Schach gar nichts gelernt. Ich naja, nur ich weiß jetzt, dass es voll krass ist und dass ich es nie verstehen werde. Ja, ich wollte gerade sagen, weil bei dem Rudercomic hast du tatsächlich noch Einblicke in den Rudersport bekommen mit Fachbegriffen und sonstiges. Hat man da auch, du hast Einblicke bekommen, wie so ein Turnier läuft. Ja, gut. Was, ja, das, ja, ja. Was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, wie das mit der Uhr läuft. Ich meine, es gibt ja nie den Zeitpunkt, wo keine Uhr läuft. Also entweder läuft die vom einen oder die vom anderen. Genau. Wie kann das dann sein, dass ein Spiel über 12 Stunden geht? Das habe ich nicht verstanden, wenn es doch eigentlich auf 120 Minuten begrenzt ist. Keine Ahnung. Vielleicht kannst du das der Antipapst erklären, unser guter Faktenchecker. Aber, naja, das ist, ja, das ist ähnlich wie bei Football, weil Football geht ein Spiel auch eigentlich nur 4 Viertel und zieht sich aber auch 3 Stunden hin. Nein, das ist aber anders, weil da hast du ja Pausen, weil da wird die Zeit ja angehalten nach dem Spielzug und dann passieren da andere Dinge. Aber da wird die Zeit nie angehalten, sondern wenn der eine drückt, dann läuft die Uhr vom anderen ja weiter. Aber deine nicht. Was ich meine? Ja, deine nicht, aber die vom anderen. Also muss doch irgendwann eine von den beiden aus sein. Nach 120 Minuten. Verstehst du, was ich meine? Also vielleicht habe ich da einen Denkfehler, aber das leuchtet mir irgendwie nicht ein, wie sich das Ding dann über den ganzen Tag ziehen kann. Theoretisch kannst du aber 120, wenn du es zusammenzählst. Ja, 240 müsste das längste sein. Aber die haben ja da teilweise dann abgebrochen und am nächsten Tag weitergespielt, weil es irgendwie schon 8 Stunden waren oder so. Das checke ich halt nicht, wie das geht. Hm. Vielleicht ist das ein wenig überdramatisiert gewesen. Ich weiß es nicht. Aber dass man zum Beispiel den Zug abgibt und dass man das Spiel unterbricht, das ist, glaube ich, schon legit. Also das ist schon was beim Schach gängig ja, ist. Ja. Aber vielleicht ja, hat die auch einfach mehrere Spiele an einem Tag gehabt und hat deswegen schon 8 Stunden gespielt oder so. Nein, das war doch das. Nein. Das war zweimal, dass sie gegen einen Gegner gespielt hat und einfach nicht fertig worden ist. Da wo sie gegen den 10-Jährigen oder was den gespielt kleinen hat. Jungen, ja, das weiß ich auch noch. Und gegen den Russen Armoy, glaube ich, hat sie auch Armoy. Ja. Ja. Naja, wie auch immer, also keine Ahnung. Schade. Genre-Fans schlagen zu, wenn man sich für Schach interessiert. Schachserien-Genre-Fans.
Stark. Ja. Also die haben dann Schacht wirklich Fans. Gewinn gemacht, weil für die gibt es eigentlich nicht wirklich viele Serien. Ja. Ja, wie gesagt, ich meine, dir hat es gefallen. Ja. Ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich fand's schade, dann habe ich euch wieder einen Quatsch erzählt. Empfohlen. Na, also kompletter Quatsch war es jetzt nicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich es abgebrochen habe. Im Gegensatz zu, schalte mal wieder aufs Paper bitte. Moment, es ist auch so, dass, Moment, jetzt rede ich. Ja. Oh. Jetzt kommt was von mir. Im Gegensatz zu, also wir haben da wohl auch vielleicht eine Geschmacksverirrung oder sowas, weil die Serie tatsächlich sehr, sehr gute Rezensionen und Kritiken bekommen hat. War alles schlecht gemacht. Überwiegend positiv auf der Seite Rotten Tomatoes hat die Serie eine Bewertung von 100%. Ja, es ist also verrückt. Wow, okay. Gibt's doch normalerweise nie. Die hat einen Metascore von 79 von 100. Das ist auch krass. Metascore ist auch gut, ja. Ja, vielleicht sind wir einfach nicht das Publikum dafür. Ja, für langweilige Schachserien. Aber anscheinend gibt es ein großes Publikum dafür. Ja. Ich hatte jetzt in meinen Newsfeed hatte ich eine Nachricht von der Serie noch, von der Schauspielerin, die hat irgendwie letztens jetzt aufgrund des Erfolgs von der Serie eben gemeint, dass sie zu hässlich sei für richtige Filme, für Blockbuster-Filme. Was? Aber das kann ich gar nicht bestätigen, ich finde die eigentlich voll hübsch. Die ist sau hübsch, die hat riesige Augen, die besteht ja fast nur aus Augen, die Frau. Ja, ich denke gerade, weil sie halt nicht so ein Allerweltsgesicht hat, meinst du das wahrscheinlich? Ist halt nicht klassisch hübsch, sondern also außergewöhnlich. Ja, genau. Ihre Art und Weise sehr hübsch. Sehe ich aber auch so. Ich finde sie sehr markant halt. Ja, sie ist halt von innen auch schön. Ach du Lars, ey. Naja, sie hat sehr schöne Eingeweide. Also. Es ist halt, ja, sie hat... eine ungewöhnliche Gesichtsform, sage ich mal deswegen, weil ihre Augen aus, also sie ist wie so ein Manga-Figur halt. Ihre Augen liegen etwas weiter auseinander, als es normalerweise, sage ich mal, üblich ist. Was ist üblich? Es hört sich auch falsch an, aber es ist halt einfach so wie bei Yvonne Katterfeld zum Beispiel, ihre Augen sind auch so weit auseinander. Okay. Sind Aliens halt. Ja, könnte man jetzt so sagen. Wie so ein Faultier. Man könnte auch einfach so sagen, sie sehen halt einfach so aus, wie sie aussehen und man mag das halt und man lässt es halt. Und ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich fand sie auch sehr hübsch. Ich fand sie auch, ja fand ich sehr auch. Hübsche Frau. Sehr, sehr hübsch. Ja. Das wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Genau. Auch sehr dünn halt. Wirklich sehr dünne Frau. Ja, das stimmt. Genau, was ich sagen, wo ich jetzt anknüpfen wollte wieder, ich fand die Serie trotzdem nicht so langweilig, dass ich sie abgebrochen habe. Im Gegensatz zu... Überleitung. Pam, pam, pam. Dem tollen Film... den mir mein lieber russischer Kollege empfohlen hat, der Viktor. Nie wieder. Ich habe zu ihm gesagt, so, boah, ich brauche mal wieder was Witziges irgendwie. Und dann hat er gesagt, schau dir mal auf Amazon Rendel an. Oh, Rendel? Das ist so ein bisschen wie, ja, jetzt pass auf, das ist so ein bisschen wie Deadpool, aber von Finnen. Nee, es ist wie Spawn. Für Arme. Ja, genau. Und es ist ein finnischer Film. Wenn du Spawn auf Wish bestellst, kriegst du Rendel. Kriegst du Rendel. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, aber es ist halt schon ein bisschen brutal, aber witzig. Und dann haben wir das angeschaut und waren irgendwie so in der Hälfte vom Film und ich hatte kein einziges Mal gelacht. Das ist eine Serie, kein Film, oder? Nee, es war ein Film. Das war echt ein Film? Ja, oh, shit. Ich habe kein einziges Mal gelacht. Ich fand es einfach nur platt und schlecht und übermäßig furchtbar. Brutal und einfach schlecht. Ja. Also Rendel... abgebrochen. Sorry. Dann haben wir versucht, die Serie auch auf Amazon Truth Seekers zu schauen. Die ist ja hier mit Nick Frost und Simon Pegg. Dachten wir, ja, ist ja schon mal gute Besetzung. Aber die war sehr englisch. Sehr englisch, also nicht durch. Ja, blutig. Genau. Die war auch nicht ganz durchdacht, hatte ich so das Gefühl, oder? Die war irgendwie unwitzig. Ich habe den Humor nicht verstanden, englischer Humor wahrscheinlich. Ja, das keine war mir echt schwierig. Langweilig, auch abgebrochen. Dann, ach so, das hatten wir noch vom letzten Mal draufstehen, weil du den ja so gefeiert hast. Hubi Halloween. Alter. Auch abgebrochen. Ja, okay. Nee, wir haben ihn geschaut, aber unter Schmerzen. Also Adam Sandler-Humor, ich verstehe ihn nicht. Ist nicht mein Ding halt. Dieses, boah, ich habe ihn dann auf Englisch geschaut, weil ich dachte, nee, auf Deutsch geht's gar nicht.
auf Englisch war er ein bisschen besser, aber halt dieses, ich meine, warum verstellt er seine Stimme so blöd und so, und das ist so ein, das ist fast schon so ein deutscher Komikerhumor, so man muss einen Hut aufziehen, damit man lustig ist. Ja, das hätte so nicht halt, sein müssen. Man muss sich halt dumm stellen, damit man lustig ist, und das fand ich irgendwie doof. Das hätte auch ohne funktioniert. Das Einzige, was halt echt witzig war, war halt diese scheiß diese Thermoskanne und so. Die war geil. Die ist so war geil, halt ich hätte die auch gern. Aber ansonsten habe ich da mehr gelitten unter diesem ständigen Mobbing, das er da erfährt, ja, was so übermäßig fies war, wo ich gar nicht verstanden habe. Und das hat, also da, das tut mir dann so weh, dass ich das auch nicht als witzig empfinden kann. Sorry, also. Ja, das Mobbing fand ich teilweise dann auch ein bisschen heftig, gerade wo er da in dieser Schule da dann auch war und ja, dieses Schulung über Halloween da gehalten hat, weil er ja der Halloween-Beauftragte ist. Selbsternannt, fand ich dann auch ein wenig heftig, wie dann die Kids Sachen nach ihm werfen, fand ich dann auch ein wenig mies, aber aber das ist halt voll dieses, Google, dass Sachen gegen ihn, nach ihm fliegen, wenn er da mit seinem Fahrrad durch die Stadt fährt, das fand ich halt wiederum lustig, weil es so dumm absurd ist. Es ist eine dumm absurde Komik, ja, die könnte mir auch gefallen, aber ja, aber irgendwo ist es halt dann auch. Ja, irgendwo hat es dann eine Grenze halt. Ja, mir war das ein bisschen too much. Was ich geil fand, also, war... Also, wie gesagt, ist nicht so mein Humor. Was ich geil fand, war halt auch der Radiosprecher oder die Radiosprecherin. Ja, okay, Okay. Das war so gut. Es hatte seine guten... Es hatte seine Momente, aber es gab für mich keinen einzigen Moment, wo ich laut gelacht habe. Hm. Doch einen einzigen, aber den habe ich wieder vergessen. Ja. Doch, ich habe es gab sehr, einen Moment, wo ich gelacht sehr laut gelacht. Wo die Posaune nach ihm geflogen ist. Das habe ich gar nicht gesehen. Da habe ich laut gelacht. Ja, es ist halt Adam Sandler, ne? Entweder du hast es oder du magst es. Ja. Ähnlich ging es mir bei Borat 2, der ja von Radio Nukala. Schalke Schwill so abgefeiert wurde. Ist auch ein Humor, den ich jetzt nicht wirklich verstehe, weil mir der Cringe einfach zu hart ist. Ich habe also auch... Wow. Ich habe nicht wirklich lachen können bei Borat 2. Ich habe auch bei Borat 1 schon nicht wirklich lachen können. Nee, aber es ist halt schon heftig, was der da halt für Dinge gemacht hat. Also vor allem war halt am Ende beim Giuliani schon so. Ich habe da zu krassen Stock im Arsch, um das lustig zu finden. Ja, es geht mir auch so, weil es halt wirklich ernste Themen sind. Ich meine, der Giuliani, der ist ja so ein mega Trump Abfeierer. Ja, halt. Furchtbarer Mensch. Und, der war doch hier vom Trump so. Der hat ihn doch irgendwo in einen Amt abgestellt. Sogar. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein ganz ekelhafter, schmieriger Typ, der wirklich eklig ist. Und sie haben ja dann das Mädel da für ihn hingesetzt als Interviewerin. Und es geht halt so weit, also wenn der Borat nicht reingekommen wäre, hätte er echt die Hose aufgemacht, ne? Ja. Die lagen ja schon auf dem Bett irgendwie. Er lag auf dem Bett und sie hat halt irgendwie rumgeküpft und er hat sich schon am Schritt rumgefummelt. Es war so ekelhaft, ey. Also, ja, das war echt, also es war... Schwede. Es war, also der ganze Borat-Film, wie gesagt, wahrscheinlich habe ich da, ist nicht meine Art von Humor, da habe ich einen Stock im Arsch. Ich fand es auch nicht witzig, wie er dann mit ihr da rumgefahren ist durch halb Amerika und haben da irgendwelche Sachen besucht, da diese Tanzveranstaltung, da, wo sie zwischen den Beinen geblutet hat und so. Ja. Fand ich auch nicht witzig. Also. Ich fand es nicht witzig halt einfach. Oder wie er den Käfig kaufen wollte und sie dann da in dem Käfig gelegt. Also, Alter, ja, wow. Ja, ich kann nicht drüber lachen. Ich find's halt bescheuert. Nee. Also war jetzt auch nicht so toll. Wir sind nur am Dissen. Ja, voll am Dissen. Schlechte Scheißstimmung hier. Was wir davor noch geschaut haben, haben wir jetzt auch gar nicht mehr besprochen gehabt, nachdem wir... Swedish Dicks. Das haben wir schon besprochen. Nachdem wir Bly Manor geschaut haben, hatten wir dann auch noch Spuk in Hill House geguckt. Das war die Vorgängerserie. Spuk in Hill House. Und die fand ich zum Beispiel weniger gruselig. Der Flo fand die gruseliger als Bly Manor. Und das finde ich echt spannend. Ich habe mit meinem Kollegen auch drüber geredet. Der fand auch Hill House gruseliger als Bly Manor. Also Spuk in Hill House hat mich einiges gekostet. Und ich fand das halt nicht so gruselig, weil das immer wieder, also weil das nicht die ganze Zeit in dem Haus spielt, eigentlich die wenigste Zeit, sondern immer wieder in die Gegenwart halt zurückgeht. Ja, aber und die Zeit in so mit den normales Kindern Alltags, in dem Alter, in so ein normales Alltagsleben. Und das holt mich immer wieder aus diesem Film raus, von diesem Spukhaus. Und deshalb fand ich das nicht so krass wie Bly Manor. Hill House hatte geile Jumpscares. Okay, ja, stimmt.
Also wo sie da zum Schluss da in dem Auto fahren und dann kommt die Schwester da an. Ja. Ey, alter Schwede, ich hätte fast in die Hose geschissen. Ja, waren echt paar üble Szenen dabei und so. Tony ist schon wieder eingefroren. Insgesamt. Tony ist schon wieder eingefroren. Oh nein. Ja. Das war die Frau mit dem krummen Hals, die hat den Gummi eingefroren. Stimmt, aber wir können ja noch weiterreden. Spuk in Hill House, also die Frau mit dem... Was ich halt interessant fand bei Spuk in Hill House war so, dass man von Anfang an dachte... Man hat's wieder, also man versucht ja immer so zu kategorisieren und man dachte halt, die Frau mit dem verbogenen Hals ist der Bösewicht, gegen den unsere Truppe von Kindern halt ankämpfen muss und so. Und später durch einen interessanten Plot-Twist, den wir jetzt nicht spoilern, entwickelt sich die ganze Geschichte in eine völlig krass andere Richtung und man denkt sich so, what? Ja. Aber wie gesagt, was wir halt den Unterschied so hatten, du fandest Hill House total toll, weil es immer diese warmen Farben hatte. Was? Hast du gesagt? Ach so, das Haus selber, ja. Das war ja das Interessante. Diese Aufnahmen, weil die Farben im Haus waren warm. Richtig. Und wenn dann die Farben in der Zukunft oder jetzt in der jetzigen Gegenwart waren, in dem Alltagsleben, da war alles total kühl. So, und ich fand bei Bly Manor zum Beispiel genau den Unterschied, dass Bly Manor war zwar so dunkel und sowas, aber da fand ich das Haus viel schöner. Und ich fand Hill House wirklich beängstigend. Okay, krass. Und, ja, wie gesagt, wir hatten Jumpscares, die hatten wir in Bly Manor ja eigentlich gar nicht. Nee. Und in Hill House schon. Und das ist halt immer so die Sache mit dem Zombie im Keller da und so. Alter Schwede, das war... Ja, aber das ist halt auch immer so Sachen, vor was man Angst hat. Weil mich haben zum Beispiel die gesichtslosen Leute in Bly Manor total geschockt, weil ich halt so eine Maskenphobie sowieso habe. Und also wenn irgendwas kein Gesicht hat. Und das hat mich halt vorgezogen. Und was mich halt auch immer schockt... Packen an Hals, das packe ich gar nicht halt, ne? Packen am Hals. Also wenn einen jemand am Hals packt, so da habe ich auch so eine, ich mag auch keine Sachen am Hals, also so enge, jetzt den Schal schon, aber so enge Schals und so kann ich überhaupt nicht haben am Hals oder irgendwas, was da eng ist und so. Und die Alte hat ja die Leute immer am Hals gepackt. Ja, ganz übel. Und das geht mir halt nach, ne? Und das sind halt so Sachen, glaube ich, einfach, was man selber so für Phobien irgendwie hat oder so. Und dann verfolgt einen das halt mehr oder weniger. Aber war für mich eine gute Gruselserie. Hat Spaß gemacht. Also auch wenn ich Schiss hatte teilweise, aber hat Spaß gemacht. Ja. Das mit den Kindern fand ich halt nicht. Ich weiß auch nicht, ey, das ist, und wenn du dann, und bei Hill House haben sie so viele, haben wir dann das Video da gezeigt, wo sie so viele, die haben ja immer Geister im Hintergrund eingebaut, ne? Ja, ja, genau. Die man und manchmal habe ich die halt auch gesehen. Und das hat mich halt noch mehr abgefuckt, wenn du irgendwelche Spiegelungen hattest, so bleiche, blasse Gesichter in irgendwelchen Spiegelungen. Ich dachte mir so, Alter, steht da jetzt einer oder ist da einer oder nicht? Und so, die haben, also das war schon ein ganz schöner Brainfuck für mich. Ja. Hill House war schon übel. Ja gut, aber zum Beispiel in Bly Manor waren dann wieder gruselige Kinder und ich finde halt gruselige Kinder ist halt auch sowas, was mich halt irgendwie schreckt. Das stimmt schon. Also beide Serien waren wirklich sehr, sehr schaubar, sage ich mal, wenn man draufsteht. Ja, dann hatten wir noch gesehen, beziehungsweise schauen wir gerade noch, die Trolljäger-Geschichten aus Arcadia. Genau, Disney. Und zwar habe ich dann... Ja, Pixar-Serie, eine Animated-Serie. Und zwar bin ich drauf gekommen, weil ein Mädel aus meiner Cosplay-Blase auf Instagram ständig Cosplays davon macht, von Trolljäger. Und die sehen immer so cool aus. Und jetzt bin ich doch mal neugierig geworden. Mhm. So. Also nach dem fünften Cosplay von Trolljäger oder so, dachte ich jetzt, damn it, jetzt muss ich mir das doch mal anschauen. Und ich habe das immer nicht so ganz gecheckt, wie das ist, weil einmal heißt Trolljäger, einmal heißt es wieder Arcadia, dann heißt es wieder Wizards. Mhm. Also es ist so drei geteilt und spielt aber alles in derselben Welt. Es sind drei Serien. Die erste Serie heißt Trolljäger, Geschichten aus Arcadia. Die zweite heißt Drei von oben und die dritte heißt Wizards. Die läuft jetzt gerade aktuell auf Netflix und jede von diesen drei Serien haben irgendwie immer drei Staffeln. Und die erste, die Trolljäger, die haben jetzt angefangen, da hat die erste Staffel 26 Folgen, die zweite und die dritte haben 13 Folgen. So. Und und ich dachte mir so, schau ich mir jetzt mal an, ich brauche mal wieder was Nettes. Wir waren ja schon lange auf der Suche Nettem. Wir haben noch nie eine Anime-Serie geschaut. Keine Anime-Serie. Animated Series, ja.
Also ich habe noch nie eine geschaut. Der Flo hat halt schon Star Wars... Clone Wars und sowas geschaut. Ich noch nie. Ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ist ja, genau das, voll, was ja. ich jetzt gebraucht habe. Weil ich hab, wir haben jetzt diese ganzen Spuk in Hill House und hier und da und lauter Drama und Horror irgendwie geschaut. Und ich habe gesagt, ich will jetzt endlich mal wieder was Nettes halt. Ne? Und das ist wirklich genau das, was ich brauche. Weil es ist nett, aber es ist nicht kindisch. Nett und gepflegt. Und es ist trotzdem spannend von der Story. Also ich meine, teilweise ist es natürlich ein bisschen vorhersehbar, ist klar. Aber ich feiere halt den Artstyle, weil der ist halt so typisch Pixar irgendwie. Also wenn man zum Beispiel How to Train Your Dragon, Drachenzähm leicht gemacht. Das ist ja auch ein riesen Ding. Da gibt es ja auch Serie, Drollfilme und genau. keine Ahnung was alles. Und so in der Art ist der Style halt auch. Und die Trolle sind halt so geil. Und es ist halt so schön, wie viel Kreativität da drin steckt. Diese Trollstadt ist wunderschön gemacht. Mhm. Und dann gibt's halt auch so witzige Sachen wie die Zwerge. Die sind halt so ein bisschen Minion-mäßig. Aber die können nicht richtig reden, sondern die machen so... Und die haben ganz spitze Zähne. Und die sind halt so frech und so. Und die tauchen immer überall mal wieder auf. So als Running Gag. Und dann halt so kommt viel so Magie-Sachen ins Spiel und so. Und immer wieder neue Sachen, die sich einfallen lassen. Das ist wahnsinnig kreativ und toll gemacht. Also macht echt richtig viel Spaß. Also sind jetzt schon in der zweiten Staffel. Und doch, war echt gut, das anzufangen. Und ja. Ist von DreamWorks, ja, oder? DreamWorks, ja. Ja, weil ich ja vorhin Disney gesagt habe, aber wenn es auf Netflix läuft... Nee, habe ich jetzt Pixar gesagt? Ja. Pixar war falsch, ja, das war ist Disney. DreamWorks. Sorry. Toni hat zuerst Disney gesagt, dann hast du gesagt, Pixar. Und dann wart ihr darauf verständigt, dass es von Disney und Pixar ist. Nee, ist DreamWorks Animation. Bevor uns jetzt dann irgendeiner in den Kommentaren zerreißt, es ist DreamWorks! Ja, genau. Um mal kurz irgendwie so ein bisschen die Story anzureißen, es ist halt... Es gibt halt eine unbekannte Welt in einer Welt, die halt unter unserer Welt ist. Da leben die Trolle halt seit Tausenden von Jahren. Genau. Und es gibt immer einen Trolljäger. Da denkt man sich jetzt, ja, wieso jagen die Trolle jetzt Trolle? Ja, weil es nämlich böse Trolle auch gibt. Also die meisten sind gut, aber es gibt auch böse. Was? Das sind die Gangangs. Ja. Und dann gibt's halt immer einen von den Guten, der Trolljäger ist, der halt dafür sorgt, dass die Bösen nicht wieder die Oberhand gewinnen, weil irgendwann gab's da halt so einen Krieg und bla 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 und der Oberbösewicht ist verbannt in den Schattenlanden, im Düsterland. Und und dann gibt's den Trolljäger. Und der Trolljäger wird immer bestimmt von einem Amulett. Magisch. Und es sucht sich den Träger aber selber aus. Und beim letzten Mal hat es sich einen Menschen ausgesucht. Genau, und das ist der Jim. Und der bringt dann irgendwann noch auch so eine Freunde mit ins Spiel, weil Menschen sind ja immer am stärksten mit ihren Freunden, also in der Gemeinschaft und so. Und die sind dann alle mit dabei. Und natürlich hat er den kleinen dicken Freund und dann noch ein Mädchen ist noch mit dabei und so. Und alles. Und es gibt halt einfach so geile... Dann gibt es halt noch Goblins, die gehören zur bösen Seite. Die kommen halt immer wie so Zergs in Massen halt. Und das Witzige an den Goblins ist zum Beispiel, es gibt immer einen Anführer, der malt sich immer mit Eddingson Bart so Mustache hin, ja. Und wenn der gekillt wird, also die Goblins, die platzen immer so und lösen sich in so eine Lichtkugel auf und dann ist halt so grüner Schleim und dann bleibt nur so ein Edding übrig, der liegt dann auf dem Boden. Und dann, wenn die anderen das finden, dann greift sich einer den Edding und malt sich den Bart an und dann ist der der Chef. Oh also Gott. Der Und die wollen dann immer Rache für den gekillten Chef halt und dann verfolgen die immer denjenigen, der den Chef gekillt hat und so. Die Nemesis. Also es ist halt echt geil. Also es macht einfach Spaß, ist schön. Was Positives kann man mal echt gebrauchen, so zwischendurch. Ja. Gab's da auch einen Film? Ha? Gab's da auch einen Film? Nee, eben nicht. Also es gibt einen Film, der Trollhunter heißt, ist aber was ganz anderes. Das ist so ein finnischer Film oder ein norwegischer Film. Das ist ja ein Live-Action-Film. Oh, da. Schwierig. Hat's auch mit Trolle zu tun. Der ist ähnlich wie Border, ja. So in der Art. Der hat damit nichts zu tun. Da also gibt's es heißt auch schlimme Momente. Es heißt wirklich Trolljäger Geschichten aus Arcadia. Ja. Genau. Und die anderen heißen dann auch immer. Sucht nicht nach Border. Mega. Doch, sucht nach Border und gebt es euch. Genau. Und auf Englisch heißt es Trollhunters mit
Mit S. Mit S. Mit Z. S. Genau. Trollhand hat's. Mit ja. Genau. Style, genau. Ey. Und dann haben wir jetzt einfach, wenn wir zwischendurch jetzt mal uns mal kurz was anderes gucken wollten, uns Netflix uns das ständig aufgedrängt hat, haben wir jetzt die ersten drei Folgen geschaut von We Are the Champions. Alter. Das ist wieder so eine Doku-Serie. Ja. Und da geht's um, ja, wie der Name schon sagt, um Leute, die halt Rekorde brechen. Und die ersten drei Folgen war jetzt, in der ersten Folge ging's um das Käserollen in England. Feiner Käse. Eine Traditionsveranstaltung. Alter. Eine Traditionsveranstaltung in einem bestimmten Ort in England, wo ein ganz steiler Hügel ist. Und da wird ein Käse runtergerollt und die Engländer rollen hinterher. Also das ist so als dumm. Erstes, genau, und die rennen, versuchen den steilen Berg runter zu rennen und überschlagen sich natürlich. Und es sind 700 Meter. Ja, es ist irre. Es sind 700 Meter, der Hügel ist teilweise 45 Grad steil. Mhm. Es ist verrückt, ja. Und die rennen da runter und brechen sie die Haxen und keine Ahnung. Und wer jetzt erst unten ist, hat gewonnen. Und er darf den Käse in die Luft halten. Ja. Yay. Stark. Und das war's. Kein Preisgeld oder sonstiges, nichts. Die fangen auch nicht den Käse. Nee, der rollt einfach voraus und die rennen einfach. Es geht einfach nur darum, als allererst da unten zu sein. Genau. Und das Geile ist, dann unten steht eine Rugby-Mannschaft und fängt die Leute auf halt, wenn sie angerannt kommen. Ich habe gedacht, die rennen jetzt hier um oder so. Die checken die nochmal. Ja, mal genau. So die geben ihnen dann noch das Letzte. Über die Überreste nochmal. Und dieses Käserad, das wird so bis zu 130 km/h schnell. Ja. Alter. Voll verrückt. Und wer fängt das auf? Ein Metallzaun. Ja, und der Typ, der den Rekord hält, der war schneller als hier der wie heißt Käse? Der als nee, als der Sprinter, der schwarze Usain Bolt. Ja. Ja. War schneller als der eigentlich beim Sprint. Ja, aber der ist gerollt. Viermal gewonnen. Ja. Und der hat halt eine spezielle Technik, dass der nicht hinfällt. Also wenn der hinfällt, dann fängt er sich wieder so, dass er nach vorne geht und das als Schub zum der Laufen rollt sich ab. Halt. Das ist ganz krass. Ja, aber jetzt ist mal der Grundgedanke, der Mann ist auf 700 Meter schneller als der andere. Ist ja egal, ob er jetzt einfach nur rennt oder runtergeht oder geradeaus. Er ist im Endeffekt, wenn man es jetzt mal faktisch sieht, 700 Meter, ist der eine schneller wie der andere. Ja. Nur mit dem Unterschied, dass der Usain Bolt sich eine fucking mehrere fucking Goldmedaillen sich geholt hat und er holt sich so einen Scheißkäse. Ich würde sagen, verschwendetes Talent. Ja, voll verschwendet halt. Ja. Das ist, ey, ich stell mir das gerade so vor, wie so ein wie so in so einem kleinen englischen Dorf, wo so ein ein kleines englisches Dorf. Ja, wo so ein diesen einen Typen gibt, der einzige ist in diesem Dorf, der irgendwas mal erreicht hat und da immer so als Held gefeiert wird, der Dorfheld. Ja. Ja, das ist halt auch wirklich der Käseheld. Der Käse, der drei Käse hoch. Genau. Die werden da echt gefeiert halt. Ja. Und außenrum kennt ihn halt kein Mensch. Nö. Dann die zweite Folge ging um Chili-Wettessen. Alter. Oh, das also ist ja völlig verrückt. Das ist ja was. Also ich bin ja jemand, der überhaupt nicht gern scharf isst, weil ich nicht verstehe, warum man sich das antut, weil man schmeckt ja dann nichts mehr also das und schärfste, brennt einfach nur alles. Das Schärfste, was ich so zu mir nehme, ist so diese Sriracha-Soße, heißt die. Das ist so eine, die, Die kenne ich gar nicht. Du hast schon gesehen, Sriracha heißt die, Sriracha-Soße, das ist mit so einer Gans drauf. Soße. Flying oder, Goose irgendwie. Oder der Hela-Ketchup, pikant. Die scharfe Ende, die chinesische, also dieses asiatische Zeug. Das ist nicht, das ist Mexiko, ist das, glaube ich. Ach so. Sriracha, wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Schratza. Sriracha-Soße. Ja, whatever. Sriracha-Soße. Es ist halt. In Thailand ist tatsächlich hier eine thailändische. Wo habe ich denn mal diese Doku gesehen, wo sie die in Mexiko machen? Ja, keine Ahnung. Die steht auf jeden Fall immer überall in einem chinesischen Restaurant immer mit rum. Genau, diese komischen roten Soßen mit diesem grünen Deckelchen, die so Plastikflaschen. Wo eine fliegende Gans drauf ist. Genau, eine fliegende Gans. Und die ist echt gut. Also, das ist das Schärfste, was ich zu mir nehme. Und das ist eigentlich ein Witz. Das ist ja gar nicht scharf, eigentlich. Also, hast du schon mal für mich? Also, für mich, ja. Ich esse gar nicht scharf, weil ich kann das nicht nachvollziehen, warum man überhaupt scharf isst. Also,
keine Ahnung, für mich ist das immer nur eine Angeberei, weil das ich denke mir immer, das kann doch nicht schmecken, das tut doch nur weh dann halt. Also, wir reden jetzt auch nur von der normalen mit der hellgrünen Kappe, weil ich sehe gerade, es gibt dann noch eine braune Kappe, eine orangen, eine rote Kappe, eine dunkelgrüne, eine schwarze und die sind natürlich alle noch unterschiedlich scharf. Gibt es auch eine blaue Kappe? Nee. Schade. Es gibt eine Narrenkappe. Ja. Ja, wäre was für mich. Okay. Ja, bitte. Nadine eiskalt. Okay. Ja, ich schaue gerade, ob es irgendwo noch einen Scoville-Wert gibt von dieser Soße, aber es steht nur scharf oder sehr scharf. Weil das Krasse ist halt, die machen dann halt so ein Chili-Wettessen und dann gibt es halt so einen Typ, der heißt irgendwie Smoking John irgendwas. Smoking Ed, der züchtet die schärfsten Chilis, die es gibt, und ist halt voll der Sadist einfach. Dem quält es halt, Leute zu quälen. Der kreuzt verschiedene Chilisorten immer wieder mit der, wie heißt sie? Die ganz die ja auch Carolina Reaper. Berühmte, mit der Carolina genau, Reaper. Die so ganz hässlich verschrumpelt aussieht. Und der kreuzt halt mit der Carolina Reaper immer ganz, ganz viele andere Pflanzen und guckt halt, was draus wird. Genau. Und bei dem Chili-Wettessen gibt es 13 fucking Runden. Und in der ersten haben sie halt noch irgendwie, was hat er gesagt, eine normale Chili, so eine grüne, hat irgendwie 300 Skurril. 3000. Sie fangen mit 3000 Skurril an. Ja, damit fangen sie an. Aber eine normale, die man so kennt, hat halt irgendwie 300 oder sowas. Ja, sie fangen, genau, und sie fangen und halt sie mit fangen 3000 gleich mal bei 3000 an. Aber das kann man aber schlecht pauschalisieren, weil Chili ist halt einfach nur der Überbegriff für so eine scharfe Tomate, für so eine scharfe Paprika so eine halt. So eine Jalapeno. Wir reden schon von der scharfen Geschichte hier. Und damit fangen sie gar nicht erst an, sie fangen gleich bei 3000 Scoville an. Mit Habanero wahrscheinlich. Die 13. Runde, und die dürfen dazwischen keine Milch trinken oder sowas, ne? Die 13. Runde war bei, halte ich fest, 2.600.000 Scoville. Ja, ich habe mir das, also das ist abartig. Ich habe mir das auch schon mal angeguckt, diese Wettbewerbe, und das ist einfach krass, wie du halt einfach siehst, wie die Leute einfach so langsam kurz vorm Koller stehen, weil die einfach die schwitzen. Ja. Die haben so ein, das sieht schon so aus, als hätten die so Fieberschweiß. Und die sind komplett blass und das ist total krank. Das ist ganz übel. Also gesund ist es nicht. Nee. Aber ja, also das war die zweite Folge. Ja, viele haben sich dann auch noch übergeben und so. Ja, ja, musst du auch. Diese Carolina Reaper, nur um das mal so zu sehen, die kam in Runde 6 von diesem Wettbewerb. Von 13. Von 13. Das, ne? Also, ja, die essen die dann teilweise auch so in einer Runde, also zumindest war das bei dem, was ich gesehen habe, essen die halt dann auch einfach keine Ahnung, dann mal eine Carolina Reaper mit einer Habanero oder so. Also du hast dann, okay, das war jetzt, weil die dann halt einfach keine krassen Steigerungen mehr haben, weil irgendwann hast du ja alles gegessen. Das war halt da nicht so, weil halt da der krasse Typ am Start war, der halt immer noch eine schärfere und noch eine schärfere gebracht hat. Naja. Und die dritte Folge, was wir jetzt geschaut haben, da ging es um Haare. Da kam der Typ von Doom Patrol. Das war der Host. Der Haarige. Ach Gott, jetzt hatte ich es vergessen. Ey. Nee, da gibt es irgendwie so einen Friseurwettbewerb von, da machen auch nur Schwarze mit und sind nur schwarze Models und so. Mhm. Und da machen die immer so Fantasy-Hairstyling, wo das dann so 2 Meter weit aufgetürmt wird und was weiß ich. Also und saukreativ und so und auch ganz eigene Welt. Also war ganz spannend. Ich bin mal gespannt, was noch alles kommt. Irgendwie. Wir haben es schon mal reingeschaut gehabt, aber... In der nächsten Folge geht es dann um Champignons. Irgendwas mit Hunden war da jetzt. Ach, Hundetanzen irgendwie, ne? Hundetanzen. Irgendwie sowas. Irgendwas, also auch völlig strange Geschichten. Ja, ist ganz witzig. Kann man sich zwischendurch mal durch reinziehen. We are the champions. Dauert auch nicht so lange, über eine halbe Stunde. Ganz süß gemacht halt immer so von der Aufmachung her und so. Ja, und sie versuchen am Ende immer noch so einen schlauen Satz mit einzuführen. Ja, so eine Moral. Genau. Irgendwie so. Das endet immer positiv. Richtig. Das hört sich, ist auch gut so. Hört sich für mich ein bisschen an wie die Netflix-Version von diesem Jeff Goldblum-Ding von Disney. Ja, ist halt eine Art Doku. Ist halt so aufgebaut wie eine Doku und Ne? Ja. Ja. Ja, das war's. Das war's dazu. Hast du noch irgendwas gesehen? Warte mal, ihr hattet doch noch was drinstehen. Dumblin, oder? Ja, das wollte ich jetzt eigentlich auslassen, aber das war ein Film, ganz kurz.
Das war auch was, wo ich gedacht habe, boah, ich brauche mal wieder was Feel-Good-mäßiges. Und dann habe ich mir den Film angeschaut. Ganz kurz, da geht es darum, Jennifer Aniston ist so eine Schönheitskönigin, die Schönheitswettbewerbe veranstaltet und hat eine sehr dicke Tochter. Und die sehr dicke Tochter denkt sich irgendwann, fuck it, ich mache da jetzt mit. Und irgendwie andere Mädels machen dann auch noch mit und dann werden sie von Drag Queens aufgestylt und ja, es ist nett. Es geht halt so ein bisschen um Body Positivity, was ich ganz schön fand. Ist ein totaler Feel-Good-Film, kann man sich mal zwischendurch reinziehen, wenn man so mit der Decke eingekuschelt auf dem Sofa liegt und sonntagnachmittags was Nettes schauen will. Also absoluter Film, Feel-Good-Film. Dumpling. Ja. Okay. Auch viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ah, ich habe auch Ich habe ihn auch gesehen, ja. Gut. Okay, ich habe noch den Film Chaos Cop gesehen. Vom Titel her denkt man, okay, das ist irgendein Adam Sandler-Film oder so. Aber es ist was ganz anderes. Es geht um einen Cop, ne? Also einen Polizisten, der lebt in einer Scheidung. Also die Scheidung ist noch nicht durch, aber lebt getrennt von seiner Frau, hat mit der ein Kind. Das Kind, also die Tochter, die mag ihn nicht so wirklich, die will immer lieber bei der Mutter bleiben und er hat aber halt immer am Wochenende Zeit mit ihr. Und der Film fängt da an, wo er auf der Beerdigung von seiner Mutter ist, also es ist ziemlich, ziemlich tragisch alles und so nach und nach fängt so komplett sein Leben an zu bröckeln und er verliert da ein bisschen die Kontrolle über sein Leben und verliert dann auch noch seinen Job. Und ja, hört sich auf jeden Fall nach einem Feel-Good-Movie an, ist aber trotzdem... Nee, gerade überhaupt nicht. Ist aber trotzdem, fand ich den schon sehr gut, weil der Schauspieler ziemlich, ziemlich gut in der Rolle aufgeht. Also der spielt sehr authentisch, also richtig authentisch und hat trotzdem auch mal ein, zwei Momente, die ein bisschen lustig sind, aber ist schon, ja... Es ist ein guter Film, aber er ist halt kein Feel-Good-Film. Hm. Fand ich gut. Okay. Mehr kann ich jetzt sagen, will ich. Der Chaos-Cop. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, der Chaos-Cop ist irgendwie so mit Schwarzenegger oder so, weißt du, so wie der Babynator oder so. Der heißt auch im Englischen wieder ganz anders. Ja. Das ist wieder so ein typischer deutscher Titel. Klingt halt für mich nach so einem. Ja. Chaos-Cop erinnert mich an. Das ist so ein Spaßfilm halt, der so ein weißes Cover hat. Erinnert mich an Dings, wie heißt der? Hier, der Doug Heffernan gespielt hat. Ach so, ja, okay. Der Kaufhaus-Cop. Der Kaufhaus, ja, danke. Genau. Ja, genau. Das ist, ich verstehe auch nicht, warum dir so ein Titel... Wie heißt der auf Englisch? Ich schau mal eben nach. Es ist halt so, der Chaos-Cop hört sich für mich so einen typischen 90er-Jahre-Film an, weißt du? So Eddie Murphy, keine Ahnung. So ein typischen, so ein weißes Cover, absolut, wo dann nur der Typ so freigestellt ist und so eine bunte Headline hat. Eddie Murphy als der Chaos-Cop. Ja, genau. Ich habe den tatsächlich so geguckt. Comedy-Ding. Weil ich habe eine News von, ich glaube, filmstarts.de drin gehabt, wo jemand eben darüber geschrieben hat, dass jetzt auf Amazon eben ein Film ist, der dank seines Namens komplett untergeht, weil jeder totale falsche Erwartungen an einen Film hat und den dann halt nicht guckt. Und genauso ist es halt, weil du denkst halt bei Chaos Cop, ja, das ist halt, dabei ist es halt ein ziemlich tiefgründiger, ernster Film, der Thunder Road heißt er im Englischen. Aha. Krass, warum? Wie kommt man denn da auf Chaos kommen? Ja, verstehe ich auch nicht. Ist ja seltsam. Ja, absolut. Thunder Road macht halt gleich einen ganz anderen Eindruck. Ja. In der Hauptrolle ist, Moment, oh, jetzt geht mein Tablet nicht auf, Jim Cummings, aber ich kannte den eigentlich auch nicht wirklich, aber der hat auch den Film sogar produziert, der hat Regie geführt. Jetzt ja mit Pornoname. Jim Cummings. Ja, Jim Cummings. In der Hauptrolle und als Produzent. Tommy Wiseau. Jim Cummings. Tommy Wiseau. Musik hat gemacht. Tommy Wiseau. Oh, Casting. Tommy Wiseau. Ja.
So. Ja. Ich glaube, über gezockt reden wir jetzt nimmer, weil wir sind schon wieder 4 Stunden hier am Start. 21. Naja, also wir müssen schon kurz sagen, dass wir also, jetzt draußen ist Shadowlands, Leute. Ohne Scheiß. Jetzt haben wir das letzte Mal schon nicht über gezockt gesprochen. Ja. In unserem Paper steht, WoW Prepatch ist da. Und jetzt steht schon drin, Shadowlands ist da. Bis wir das nächste Mal wieder drüber springen, ist das Ding schon wieder durch. Ja, dann kann man schreiben, WoW ist weg oder was? Ja. Genau, WoW ist tot. Zum 15. Mal jedes Jahr. Nadine hat Diablo 3 fertig gespielt, nach 8 Jahren. Nach 8 Jahren, wow. Ich weiß gar nicht, was mich gepackt hat, aber ich hatte irgendwie Bock, mal wieder Diablo zu spielen. Hab eingeloggt, hatte keine Ahnung, wo ich bin, wie das geht. Hab dann festgestellt, dass ich eigentlich schon fast durch bin durch die Story. Und voll imba irgendwie bin, schon alles wegnatze. Und hab dann irgendwie so ein paar Stunden gespielt und war dann am Endpunkt von der ganzen Quest-Story, wo man dann... Wer ist der Malchisar? Malta-El. Malta-El-Kill. Malta-El-Kill. Und dann stand dran so, herzlichen Glückwunsch, sie haben Diablo 3 durchgespielt. Und dachte so, yeah, geil. Schön okay, was. Dann habe ich es wieder deinstalliert und dann kam Shadowlands. Subi. Das war meine Diablo-Story. Es ist ja jetzt, also man muss ja jetzt echt dazu sagen, dass es ja jetzt kein krasser Akt ist, Diablo 3 durchzuspielen. Also eigentlich braucht man da echt nicht lang. Ich habe es halt seit 8 Jahren nicht mehr angefasst irgendwie. Keine Ahnung. Hatte ich das so verlassen damals, wie du es gespielt hast? Hatte ich das so krass verlassen? Ja, es hat nicht mein Ding, einfach Hack and Slay ist ja. Okay. Nö. Aber irgendwie hatte ich Bock drauf in dem Moment. Aber dann war es auch wieder gut. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich muss weiterspielen. Also ich finde ja, das hat was wahnsinnig Befriedigendes, wenn du einfach mit einem Charakter Horden von Gegnern niedermetzeln kannst. Ja, Mann. Das ist einfach so ein Machtgefühl. Und immer diese schönen Katsching-Geräusche. Katsching. Katsching. Das finde ich auch, ich finde es in WoW auch so geil. Weißt du, was ich das Geilste finde eigentlich? Wir haben ja beide dieses geile Addon, Sell Junk. Ja. Wo du alle grauen Items mit einem Klick beim Händler brauche ich unbedingt. Und ich finde es so geil, jedes Mal zum Händler zu gehen und immer den Knopf zu drücken und dann machst du Katsching. Also so und dann das ist wie so ein Belohnungssystem irgendwie. Ich bin ein bisschen süchtig danach, nach diesem Geräusch halt. Okay, interessant. Benutzt dieses Loot-Geräusch halt oder halt, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, Geräusche machen ganz viel aus bei mir. Ich finde halt stumm wird es mir weniger Spaß machen. Vor allem sind auch Geräusche in WoW oder auch Musikteile, die den krassen Wiedererkennungswert einfach geben. Weißt du, wenn du irgendwo ein Geräusch hörst oder ein Stück Musik oder sowas und du siehst nicht WoW, dann weißt du aber trotzdem sofort von WoW. Aber wegen diesem Katsching-Geräusch, das ist nämlich, glaube ich, auch das, haben die jetzt neulich nicht irgendwo gesagt, dass das ist, was Leute an Spielautomaten in Las Vegas so süchtig macht. Dass man ziehen kann und es immer so Katsching macht. Ja. Und das ist so Sachen, wo du Menschen damit, das ist wie so Klickertraining bei Hunden. Ja, das ist, damit trainierst du dich. Und das macht WoW auch mit einem. Dieses Katsching beim Looten und beim Verkaufen. Du kannst dich ja mit Geräuschen oder mit Musik kannst du dich ja konditionieren. Du kannst zum Beispiel, wenn du eine bestimmte Tätigkeit machst und hörst dabei immer eine bestimmte Art von Musik, dann kannst du mit der Musik die Bereitschaft für diese Tätigkeit triggern. Krass. Ja. Krass, also ich habe das Pre-Event gespielt, ich weiß nicht, du hast auch ein bisschen gespielt, ja, ne? Ich hab's komplett durch, ja. Toni, du? Natürlich. Fand ich ganz gut, weil ich konnte da tatsächlich, ich bin ja jetzt kein Fulltime-Gamer, so wie bei uns die Leute in der Gilde teilweise. Oh Gott. Ich habe halt da noch mein Equipment ein bisschen aufrüsten können. So hat es ja so 100er Items gegeben oder bei den ganzen Bossen, die da immer kamen, so 115er, beziehungsweise bei dem einen da, ne? Bei dem Pestrufer, Nathanos Pestrufer, wenn du die Quest gemacht hast, gab es eine 115er Waffe. Ja, Gott sei Dank. Auf jeden Fall bei den ganzen Bossen, die halt in Eiskrone rum immer gespawnt sind, mit Glück konntest du eine Riesentasche abgreifen, einen Mount oder halt eben 100er Items, also so 100er epische Items. Und wenn du genug Marken sammeln konntest, war wieder so ein Markensammelbelohnungssystem. Dabei konntest du dir den Spuk holen als Pet oder dann halt auch dein Equipment noch gar ausbauen, dass du überall 100er
Also Itemwert bei 100, rede ich von Itemwert, 100 halt equipped hast. Das habe ich soweit dann auch ziemlich drin gehabt. Ja. Vor allem, weil ja das Witzige einfach jetzt ist, dass die ganzen Boni, die du auf deinen Azarit-Rüstungsteilen halt hast, alle weg sind. Ja. Das ist, aber, und das ist jetzt, jetzt muss ich gleich direkt da anknüpfen und gleich meine Kritik aussprechen. Ich finde, das finde ich es so sau schade, dass Blizzard es nicht hinkriegt, dass die Add-ons irgendwie aufeinander aufbauen. Es werden immer mit einem neuen Add-on... Machen sie ja normalerweise. Normalerweise ist es ja so. Nee. Aber es wurde halt jetzt ein Reset gemacht, weil das sich diese Itemspirale ja immer weiter hochgedreht hat. Bei Legion, Legion war ja, hast du ja diese Artefaktwaffe gehabt, die war ja dann mit Battle for Azeroth, war die dann auch schon wieder wurscht. Die hast du dann immer verwenden können. Ja, aber ist doch gut, weil du willst doch nicht den alten Content nachholen müssen. Das ist ja genauso, wie ich den, du dieses Trinket hast du ja, dieses Herz von Azeroth, das ist ja jetzt auch dann völlig wurscht. Na eben. Genau, das hat aufgehört und zu schlagen. Und den Umhang, den ich mir da erspielt habe, diesen legendären Umhang. Kannst du da wegschmeißen. Für die... Naja, das ist Nonne, weil der ist ja Stufe 144 oder so bei mir. Ich habe ihn ja ziemlich weit ausgespielt gehabt. Der geht ja, glaube ich, bis 180 sogar. Aber den kann man schon noch ein bisschen tragen, aber das... Nee, und das Herz von Azeroth war bei mir auch schon hoch. War fast auf 90 schon. Aber die ganzen Boni und der ganze Zeug fällt halt weg. Und dann denke ich mir auch so, ja, schade drum, weil doch im letzten Add-on so viel Gewese drum gemacht wurde. Es war halt eines der Hauptbestandteile der Story am Ende. Ne? Ja, dass du das halt jetzt immer. Dass du das Herz von Azeroth hast und dass du das halt gegen Endoth da hier einsetzen kannst und sowas, und das ist halt jetzt weg. Ist halt jetzt egal. Ich bin darüber eigentlich immer ganz froh. Ja, aber du hast es ja nicht gespielt. Du hast ein Add-on komplett ausgesetzt. Aber, ja, BFA habe ich ausgesetzt, aber ich habe mir auch in Legion die Sachen erspielt. Also Legion habe ich mir erspielt, ja. BFA habe ich halt ausgesetzt. Aber ich bin halt ein bisschen Items halt, ehrlich gesagt, scheißegal, weißt. Aber warum füllt man so ein System ein, nur um es dann wieder zu verwerfen? Das ist so, das machen andere Spiele halt einfach echt genialer. Warum baut man die nicht so ein, dass man die bisschen, die Add-ons, dass die nicht komplett egal sind? Und das ist halt das. Du hast überhaupt keinen Grund, irgendwie die anderen Add-ons, außer dich interessiert ein bisschen die Story. Das ist das Einzige, was ja, aber das ist ja auch, die wollen halt, dass du das... Guck mal, das Spiel gibt es seit 15 Jahren und die wollen halt, dass du zu jedem Add-on einsteigen kannst, ohne dass du die alten vorher spielen musst. Ja, stimmt schon. Das ist ein Punkt, ja. Aber das kannst du ja trotzdem machen. Das ist ja kein Problem, aber du kannst ja trotzdem einbauen, dass du halt gewisse Elemente übernehmen kannst. Ich finde auch, dass du die 10 Level nicht bräuchtest. Du könntest einfach die Gebiete reingehen, könntest die Story halt spielen, weil du Bock auf die Story hast, könntest dir neues Equip farmen, was dir vielleicht neues optisches Equip, und dann gibt's halt Ruf für gewisse Bonis und keine Ahnung was. Jetzt hast du halt mit den Pakten, kriegst du wieder irgendwelche neuen Fähigkeiten dazu, die dann beim nächsten Add-on auch wieder egal sind. Ja, klar. Das ist halt immer das gibt mir überhaupt keinen Anreiz, das zu erspielen, weil es für mich keine Zukunftsrelevanz hat. Aber das ist halt, aber das ist schon so eine Sache halt. Leb halt im Moment. Es ist halt jetzt im Moment. Den Gedanken habe ich jetzt auch nicht. Also das ist dafür in meiner Zukunft nicht wichtig. Ich mein, interessiert mich in dem Moment jetzt eigentlich auch nicht, weil mich interessiert es jetzt im Moment, was ich gerade mache. Ich will doch WoW nicht für die Zukunft. Also das ist doch was, keine Ahnung. Ja, aber es ist ja trotzdem schade, weil das alles WoW Elemente sind, die mir Spaß machen. Ich fand, die Artefaktwaffen fand ich total super, weil du eine gewisse Bindung halt hattest zu deiner Waffe, und weil du dieses Aufleveln der Waffe Spaß gemacht hat, dieses Durchprobieren mit diesen Verbesserungen, die du einsetzen konntest und so, das hat mir Spaß gemacht und das war halt dann weg. Super, wow, dann gingst wieder zurück zu diesem alten System mit Looten und Waffenlooten. Und dann hattest du aber auf einmal dasselbe System auf deinen Rüstungsgegenständen und dann... Toni, das ist eine Übung in Loslassen. Ja, allerdings. Nein, das ist eine buddhistische Übung zum Loslassen. Nichts hält für immer. Ich habe ja jetzt nicht meiner scheiß Rüstung hinterher geweint oder so. Mir ist es wurscht, ich habe die rausgeschmissen und ich habe sofort, sobald ich ein neues Item hatte, habe ich die wieder rausgeschmissen. War mir wurscht. Ich verstehe nur nicht, warum das immer alles gleich so egal ist.
verstehe ich halt nicht. Das ist, ich finde es halt so schade einfach. Warum baut man nicht Elemente ein, die halt... Ich habe eine riesen Zeit lang GW2 gespielt und da war das so, immer wenn ein neues Element eingebaut worden war, hat es nie ein anderes Element abgelöst oder hat... Es hat sich immer super ergänzt. Das war super durchdacht halt. Und das kommt mir hier halt nicht so vor. Ich empfinde es halt nicht so ganz dramatisch wie Toni jetzt gerade. Ich meine, ich finde es auch blöd, weil gerade die Geschichte, halt die Storyline um Herz von Azeroth beziehungsweise um den Umhang auch und sowas, die waren halt wirklich einfach gut und da verbindet man halt einfach auch mehr mit so einem Item, ne? Weil, ja, man schmeißt dann auch nicht weg oder so. Genau, man legt das ist halt das dann in die Bank, ne? Du legst in die Bank, fertig ist der Lack. Aber ja, mei, dann kommt halt was Neues. Pff. Eben. Also, ja. Das sehe ich eigentlich auch so. Ich habe da jetzt auch nicht so das Problem damit. Ich habe halt jetzt bei Shadowlands das Gefühl, ja, sorry, ich will euch auch nicht von meinem Standpunkt überzeugen oder so, aber für mich ist es halt jetzt so, ich spiele halt jetzt wieder Shadowlands, ich level halt jetzt meinen Charakter, dann mache ich halt das, was mir Shadowlands gibt, aber mir ist das egal, was da gerade passiert, weil ich halt weiß, ja, das mache ich halt jetzt, weil es halt im Add-on drin ist, aber dann mache ich es beim nächsten Add-on halt auch wieder. Das hat für mich überhaupt keine Tiefe und keine Ding. Ja, aber dann frage ich mich, warum spielst du überhaupt WoW? Ja, weil mir halt das Universum Spaß macht. Mir gefallen die Klassen, die Charaktere und ich spiele das halt einfach gern. Aber das, was die immer wieder neu einbauen und so, das ist für mich einfach immer wieder so egal. Weil es halt nur kurzweilig da ist und in 2 Jahren ist es wieder weg. Finde ich ehrlich gesagt gerade das Schöne dran. Ich will ja nicht für die Ewigkeit das Gleiche. Ja. Nee, du musst ja nicht immer für die Ewigkeit das Gleiche. Ja, es ist. Nee, ich weiß schon, was du meinst, Toni. Du meinst halt immer, es ist halt nichts, was man sich erarbeiten kann und was bleibt. Ne? Also, naja, ja. Ich verstehe deinen Standpunkt. Nee, das ist aber auch nicht direkt das, was ich sagen möchte. Nee, ich weiß schon, dass du die Sinnlosigkeit irgendwie. Ja, aber so ist doch das Leben auch halt. Ich meine, what the fuck halt. Kann man das jetzt vergleichen mit, okay, ich kaufe mir mein iPhone 1 und 5 Jahre später kommt das iPhone 2 raus. In der Hinsicht ist dann mein iPhone 1 einfach totaler Bullshit gewesen und ich schmeiße es weg. Aber wenn ich jetzt daran nachdenke, dass ich mir mein iPhone 2 hole, obwohl ich weiß, dass in ein paar Jahren iPhone 3 rauskommt oder PlayStation 2, 3, 4, 5, dann bräuchte ich ja das alles gar nicht kaufen, weil ich im Endeffekt sagen kann, ja, es kommt ja eh in ein paar Jahren, will was Neues raus, scheiße auf den Dreck. Naja, verstehe ich das gerade richtig oder habe ich gerade ungefähr und ich kaufe mir jetzt zum Beispiel. Ungefähr und ich kaufe mir jetzt zum Beispiel. Jetzt ein neues iPhone und weiß aber, gut, in 3 Jahren muss ich mir wieder ein neues kaufen. Ja. Und genauso fühlt sich das WoW-Spielen für mich halt an. Es ist halt eine kurzweilige Erfahrung und dann kommt halt wieder was Neues. Ja aber suchst du nach mehr Wertigkeit oder was suchst du denn da? Ich suche halt irgendwie ein bisschen Tiefgang. Weil Individualismus kann es ja nicht sein, weil dann fehlt dir da der Wert an der Sache selbst oder ich. Mir fehlt einfach der Tiefgang. Hat's keinen Mehrwert halt oder was für ein Tiefgang? Ich verstehe das mit dem Tiefgang nicht. Was bedeutet das? Ja, weil ich mich da nicht. Ich kann mich da halt nicht so. Ich kann mich da halt nicht mehr so rein. Wie soll ich rein? Du kannst keinen Wert am jetzigen Moment finden, sondern für dich ist nur Sachen quasi was wert, die bleiben halt, oder? Echt? Na, auch nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt noch erklären soll. Keine Ahnung. Ja, ich finde es halt schon, einfach dumm, wie das die letzten Jahre immer mit den Add-ons läuft. Dass die immer wieder coole Ideen einbauen, die dann einfach egal sind. Okay. Aber es war doch bei WoW schon immer so. Na freilich. Früher hast du bei Burning Crusade hast du Ruf gesammelt wie ein Ochse, damit du dir Zugang zu irgendwelchen Dungeons schaffen konntest. Dort musstest du dann Dungeon-Gear-Set farmen, damit du in Raids konntest. Oder heutzutage ist der Onyxia-Schuppenumhang auch egal. Völlig egal. Früher bist du verreckt ohne. Ja. Das sind lauter solche Sachen, die jetzt schon immer in WoW gehen. Ja, aber das war ja das Grundprinzip von WoW immer. Equip farmen, damit du immer stärkere Dungeons gehen kannst oder im PvP, damit du stärkere Gegner besiegen kannst. Das ist ja das Grundprinzip von einem Rollenspiel.
Reden wir aneinander vorbei? Ja, natürlich, aber ist mir jetzt egal. Komm, redet weiter. Ich habe keinen Bock mehr, mich da... ist egal. Ich kann es euch nicht erklären, dass ihr mich versteht. Nee. Ich verstehe dich schon. Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe nur eine andere Grundeinstellung. Und nee, ich glaube nicht, dass ihr mich versteht. Doch, ich verstehe dich schon. Du willst halt sagen, du weißt jetzt schon, dass es irgendwann egal ist, was du gerade tust. Was du dir gerade erarbeitest, ist irgendwann egal. So in etwa, ja. Und deshalb siehst du darin keinen Sinn. Nee, deswegen, ich sehe schon Sinn. Ich habe auch Spaß damit, den Weg zu bestreiten, aber ich kann mich da halt nicht in dieses Add-on so drin rein versenken, wie ich es gern möchte, wie es früher vielleicht mal war. Weil ich den Tiefgang halt nicht krieg, weil ich weiß, ja, in 2 Jahren ist eh egal. Okay. Ja, das finde ich aber interessant, weil ich mich auch seit, keine Ahnung, also ganz schlimm war es für mich in Burning Crusade und Wrath of the Lich King. Da konnte ich auch noch so richtig tief einsinken in dieses Game. Genau. Das hat aber irgendwann aufgehört. Ja, bei mir auch. Aber das lag einfach an äußeren Umständen. Tatsächlich, weil ich damals viel mehr gesuchtet habe und viel mehr Priorität in das Spiel gelegt habe. Und jetzt sind die äußeren Umstände einfach viel präsenter. Und für mich ist WoW jetzt auch nicht mehr so wichtig halt einfach. Nee, das auch, ja. In unserer Gilde zum Beispiel, die hängen ja voll drin halt. Für die gibt es dann nichts sonst. Und die finden übrigens auch alles scheiße. Also die sind nur am Meckern. Aber das ist normal, weil alles, was nach Burning Crusade kam, war immer scheiße. Ja. Ja, Rotzini, hässliches Gebiet, kriegt Kopf von dem ganzen Rosa. Die Eulen sind ja schrecklich. Die Eulen sind gut. Die sind super, das ist das Beste. Ich liebe die Liebe für Eulen. Da wird halt nur gemeckert halt und dann halt, da wird nur leveln. Und die Gildenleiterin hat mich gleich am ersten Tag gefragt, ja, bist du dann auch beim Raiden da, fest beim Raid dabei, wenn es soweit ist? Mich ich so, auch. Nee. Die haben überhaupt keinen Spaß mehr dran. Nee, für gar die ist es, für die ist es Abarbeiten. Vor allem habe ich keine Zeit für Raiden, weil Raiden für mich total unwichtig ist. Ja, für mich auch. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Instanzen. In Inis, also ich mache Inis und das habe ich im BFA gemacht und in Legion und sowas. Ich mache halt dann den LFG, weißt du? Du machst es dann mit random Leuten. Genau, für die Story für halt. Das Roleplay. Ich mit random Leuten irgendwann halt das Zeug, aber ohne Stress und ohne irgendwas. Ja, aber ich mache die nur, wenn ich muss für eine Quest. Halt. Dieses heroisch und mythic mit, keine Ahnung, 30 Mann und dann weißt du, noch gar nicht verstanden. Sobald du einen Fehler machst, kriegst du einen auf den Sack und wirst flamed. Weißt du, was ich noch nicht verstanden habe? Dieses Schlüsselsystem, was es im BFA gab, mythic Schlüsselsystem, bla bla bla, das habe ich nie verstanden. Was war das denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Das 13 Schlüssel, 14 Schlüssel, irgendwas, keine Ahnung. Frag mich nicht, und dann auf Zeit, weißt du, wenn dann Dungeons anfangen auf Zeit zu gehen, ja, da bin ich raus. Nee, danke. Und dann auch, ich habe mich neulich eingeloggt, mal wieder nach einem Monat oder so, war ich jetzt ja eine Weile offline und dann wollte ich gerade noch so ein bisschen BFA nachholen, bin so im BFA und dann schreibt mir einer aus den Gliedern, hey, hast du Lust mitzugehen, Mockinggear farmen? Und ich so, ja, das mache ich ja nebenbei auch manchmal. Lol. Also ich gehe ja manchmal auch in die alten Schlachtzüge und dann. Ja, aber ich habe nicht mal das BFA-Gear. Wie soll ich denn Mocking-Gear farmen? Halt, also. Ja, das kannst du in BFA, in Mythics. Ja, nee. Ach so. Ja, ja, okay, krass. Das machen wie ist denn das? War jetzt einer von euch schon mal in diesen alten Instanzen drin? Nee. Weil du konntest ja mit 120 konntest du ja easy die ganzen Vorgängerinstanzen alle abklappern. Ja. Da bist du alleine durchgerannt, hast Weihe rein und dann AOE oder irgendwas und dann bist du da durchgelatscht. Das habe ich halt immer gern gemacht. Ja. Und dann hast du halt geiles Equip gefarmt, um das dir halt dann hinzumocken. Genau. Aber ich weiß ja nicht, wie das jetzt funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Weil theoretisch. Ich auch nicht. Müsste ja die alten Classic-Instanzen, die für 60 waren, müssten ja jetzt irgendwie für 20 sein oder so. Also ich weiß, dass die, weil die Umstellung, Level-Umstellung war ja schon vorher und dann war ich in den Feuerlanden hier mit Ragnaros und sowas. Die ist auch und gut. Die sind auf 30 halt. Krass. Ja, aber das kannst du dann auch wieder das easy. Das war ja schon Cataclysm. Das ist Cataclysm, ja, genau. Da,
Das ist Cataclysm-Content und da renne ich halt dann einfach durch und hole mir mein Mogging-Gear. Weil da gibt es so geile Feuersachen halt. Ja, also ich liebe die Instanz. Die hatten auch ein geiles T-Set da. Finde ich. Ja. Mhm. Naja, also wie gesagt, also ich weiß noch nicht, wie es jetzt bei Dings ist, bei Legion. Ja, keine Ahnung. Weil bei Legion sind wir sogar zu zweit ab und zu verreckt. Obwohl wir 120 waren. Aber auf heroisch. Mythisch. Heroisch. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, ist egal. Naja, whatever. Ja, WoW ist back. Auf jeden Fall, ich finde, man kann über das Spiel sagen, was man will, aber optisch haben sie mir wieder richtig Gas gegeben. Ach, wunderschön. Ich bin echt so staunend von einem Ding. Ich sage so, warum bin ich? Ja, ist wie so ein Kind im Süßigkeitenladen irgendwie. Ja. Also richtig geil. Und wir haben ja diesmal eine lineare Story. Also man kann sich nicht aussuchen, in welchem Gebiet man anfängt oder wo man als nächstes hingeht. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Aber wieder was Neues. Ja. Sonst hattest du immer die Qual der Wahl. Finde ich dann beim Trinken mal interessant, wie sie das lösen. Ja, das freue ich mich auch. Und komischerweise ist es nicht überlaufen. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, dass es überrannt wäre. Wahrscheinlich haben sie es so teilinstanziert oder so, dass immer nur... Ich glaube es auch. Dass da irgendwie Phasen sind oder so. Das hat mich auch komplett gewundert, weil beim Pre-Patch haben wir ja schon drüber geredet gehabt, da war es ja total krass, weil du hast ja wirklich Warteschlangen beim Launcher gehabt und das ist komplett weg. Du hast ja jetzt, der Start war ja meiner Meinung nach reibungslos. Ja, und das, obwohl alle in den gleichen Gebieten anfangen und Ellie und Horde auch sich nicht teilen. Also irgendwie müssen die Phasing eingebaut haben. Alles gefaced wahrscheinlich, ja. Ich denke auch, gefaced oder halt so getrennt. Klar, war ja auch so, weil wir haben ja zusammen gespielt, wir waren aber nicht in Gruppe, da haben uns auch nicht gesehen. Stimmt, ja. Stimmt. Krass. Also irgendwie hat doch jeder so sein... Die trennen ein bisschen die Leute wahrscheinlich. Ja, anscheinend, ja. Und wie wir dann in der Gruppe sind, sind wir auch zusammengekommen. Ja, stimmt, ja. Ja. Ja, krass. Ja. Haben sie ja anscheinend clever gelöst. Kleber. Ja. Und Nadine und ich, wir sind 54 und haben eigentlich noch gar nichts gesehen vom Spiel. Ich bin 55 schon. Oh. Ach, du bist jetzt, 55. Hä? Vorhin war es nur 54. Ja. Nee, da hast du mich falsch verstanden. Ah, ich habe mich schon gewundert, warum du gesagt hast, du bist am weitesten. Ich habe gesagt, ich habe doch 55. Nee, da habe ich mich über dich lustig gemacht. Ach, weil du gesagt hast, ich bin am weitesten, ich bin 54 und ich bin ja auch 54. Nein, aber da habe ich dich falsch verstanden, akustisch falsch verstanden, ja. Ich bin immer noch 51. Und ich bin schon in dem zweiten Gebiet jetzt heute angekommen. Aber auch keinen Stress mit dem Game. Ich habe gestern wieder Football gespielt. Ist mir auch völlig egal, welcher Level das ich bin. Ich will einfach nur die Story spielen. Ich habe gestern wieder Madden gezockt. Ich habe momentan wieder Madden-Fieber. Okay. Verstehe ich. Die Saison ist halt einfach gerade frisch und man hat halt einfach Bock auf Madden. Ja. Ich habe jetzt Hunger. Ja, und ich würde sagen, wir haben es jetzt für heute. Es ist halb elf und langsam wird es Zeit für Essen. Es ist Freitagabend, 22.34 Uhr, meine Freunde. Wenn ihr da draußen uns noch zuhört, es war heute sehr lang, anstrengend, wir hatten Längen. Ausfälle. An alle da draußen, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr wieder dabei wart. Vergesst die Kommentare nicht. Genau, wir hören uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge Nerdy Talk. Beziehungsweise bei einem kleinen Special-Podcast, der nächste Woche schon online kommt. Ihr dürft gespannt sein. Was da so auf euch zukommt. Sogar ein kleines Gewinnspiel. Ja. Hört. Das hören aber jetzt auch nur die tatsächlich bis zum Ende durchgehalten haben. Ha. Und nur die dürfen mitmachen. Genau, nur die spielen mit. Ja. Wir freuen uns, ihr freut euch. Wir müssen jetzt noch so ein Passwort sagen. Das wissen dann nur die bis zum Ende gehört haben. Und die dürfen dann beim Gewinnspiel mitmachen. Das Passwort lautet Jambalaya. Das ist jetzt die Lösung für die Gewinnspielfrage. Die Lösung heißt... Jambalaya. Was? Nein. Was? Ja? Nein. Okay. Leute, bleibt kiefer, ne, ich heb die Haare. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.